Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren Sachverständige, ich möchte gerne mit der 56. Sitzung des Innenausschusses beginnen. Ich darf alle sehr herzlich begrüßen. Wir haben heute eine große Anhörung zu einem Thema, was nicht nur den Innenausschuss, sondern viele andere Ausschüsse betrifft. Wir werden die Anhörung beziehen auf die Vorlagen des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, CSU und SPD eines Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes auf Bundestagsdrucksache 18/6185 sowie die Anträge auf Bundestagsdrucksache 18/3938, 18/6190 und 18/4694. Der Antrag zur medizinischen Versorgung auf Bundestagsdrucksache 18/5370 ist auf Wunsch der Antragsteller nicht mehr Gegenstand der Anhörung. Ich möchte alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Innenausschuss sehr herzlich begrüßen, aber auch alle Kolleginnen und Kollegen aus den mitberatenden Ausschüssen, die gekommen sind, an der Anhörung teilzunehmen. Ganz besonders herzlich danken möchte ich den Damen und Herren Sachverständigen, dass sie der Einladung des Innenausschusses nachgekommen sind, um die Fragen der Kolleginnen und Kollegen aus dem Innenausschuss und der mitberatenden Ausschüsse zu beantworten und mit uns die aktuellen Fragen zu erörtern. Die Ergebnisse dieser Anhörung dienen dazu, die Beratung zu den Vorlagen in dieser Woche vorzubereiten. Ich begrüße außerdem alle anwesenden Gäste und Zuhörer. Für die Bundesregierung darf ich sehr herzlich Herrn Parlamentarischen Staatssekretär Dr. Schröder begrüßen. Die Sitzung wird im Übrigen im Parlamentsfernsehen live übertragen und ist über den Stream des Deutschen Bundestages im Internet auch abrufbar. Wir hatten schriftliche Stellungnahmen trotz der Kürze der Zeit erbeten. Dafür ein herzliches Dankeschön an die Damen und Herren Sachverständigen, dass Sie dieser Bitte nachgekommen sind. Da möchte ich mich umso mehr angesichts der Kürze der Zeit drum bedanken. Sie sind an die Mitglieder des Innenausschusses und die Mitglieder der mitberatenden Ausschüsse verteilt worden und werden dem Protokoll dieser Sitzung beigefügt. Ich gehe davon aus, dass Ihr Einverständnis zur öffentlichen Durchführung der Anhörung auch die Aufnahme der Stellungnahmen in eine Gesamtdrucksache umfasst. Es wird von der heutigen Sitzung als Wortprotokoll eine Bandabschrift gefertigt. Das Protokoll wird anschließend zur Korrektur übersandt. Im Anschreiben daran werden auch die weiteren Details dann mitgeteilt. Die Gesamtdrucksache bestehend aus Protokoll und schriftlichen Stellungnahmen wird dann im Übrigen auch im Internetangebot des Deutschen Bundestages bereitgestellt. Zum zeitlichen Ablauf möchte ich darauf hinweisen, dass insgesamt für die Anhörung eine Zeit von 11 bis 14 Uhr vorgesehen ist. Die Obleute haben vereinbart, gegen Ende der Sitzung die letzte halbe Stunde, also ab etwa 13.30 Uhr, ausschließlich für die Befragung zum Thema sichere Herkunftsländer zu reservieren. Hier findet dann auch von Seiten der Fraktion der Linke ein Wechsel bei den Sachverständigen statt. Frau Kollegin Jelpke hatte mich gebeten, eingangs zum Verfahren auch noch etwas sagen zu dürfen. Frau Kollegin Jelpke. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich möchte hier noch mal zum Verfahren, also wir haben ja hier ein parlamentarisches Schnellverfahren eines ganzen Gesetzespaketes, was ja nicht nur unseren Ausschuss betrifft, sondern auch Gesundheitspolitik bzw. Bau und Verkehr, die im Übrigen daran darum gebeten hatten, dass sie an dieser Anhörung teilnehmen dürfen. Da hat man ihnen zwar gesagt, die Abgeordneten können gerne kommen, aber sie haben hier keine großartigen Rechte, um ihre Fragen zu stellen. Ich denke auch innerhalb von 3 Stunden, wir haben hier ein riesiges Gesetzespaket, wo sehr viele inhaltliche Fragen anstehen. Der entscheidende Punkt ist aber, der eben schon angesprochen wurde, wir werden hier in einer halben Stunde heute 3 sichere Herkunftsstaaten, die als solche neu eingestuft werden sollen, hinterfragen können. Und ich möchte hier ausdrücklich sagen, dass das
nur gegen unseren Widerstand geschieht. Denn es gibt eine Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht, die ganz klar sagt, dass ein bestimmtes Maß an Sorgfalt bei der Erhebung und Aufbereitung von Tatsachen stattfinden muss. Wir haben im Grunde genommen letzte Woche, Mitte der Woche, habe ich nachgefragt, ob ich mal die Lageberichte bekomme, beziehungsweise auch die Berichte, die ja eingeholt werden müssen von internationalen Organisationen, UNHCR, UN und so weiter, die nicht vorgelegt wurden bis heute. Wir haben zwar die Lageberichte bekommen, aber zum Beispiel unser Sachverständiger, der darf diese Lageberichte nicht einsehen. Da fragt man sich natürlich, wie ist dann eine Beurteilung möglich, wenn die Bundesregierung diese nicht einmal für Sachverständige offenlegt. Und ich will hier auch noch mal anmerken, dass bis Freitag nicht eine einzige Stellungnahme von den Sachverständigen der Regierungsseite, die eingeladen sind, vorgelegen hat, wo man ebenfalls sich nicht die Zeit nehmen kann, entsprechend sich vorzubereiten und auf die Argumente dann auch hier fragemäßig eingehen zu können. Ich greife hier keinen einzelnen Sachverständigen an, aber ich will hier sehr deutlich sagen, auch der Sachverständige aus dem Bayerischen Innenministerium, und nichts gegen Herrn Wiewiulspütz, schön, Sie mal wiederzusehen, aber ich finde, auch Sie sind kein Sachverständiger von der Exekutive, und deswegen muss man hier ganz klar auch immer wieder einklagen, dass hier unabhängige Sachverständige zu sitzen haben, die wirklich zu diesem Gesetzesvorhaben entsprechende Stellungnahmen abgeben können. Frau Kollegin Ehlbke, vielen Dank. Ich denke, wir haben über das Verfahren ja sehr intensiv schon in dem Kreis der Obleute diskutiert, und Sie haben seinerzeit auch schon Ihren Widerstand artikuliert. Ich denke, wir haben uns dennoch auf dieses Verfahren vereinbart, wobei ich auf eine Sache hinweisen möchte. Natürlich haben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag hier das Recht, Fragen zu stellen. Das ist selbstverständlich. Das ist auch vorher übermittelt worden, und deswegen sitzen ja auch aus mitberatenden Ausschüssen Kolleginnen und Kollegen hier. Dann könnten wir mit der Sachverständigenanhörung beginnen. Es ist vereinbart worden, dass die Damen und Herren Sachverständigen die Gelegenheit haben, ein mündliches Statement mit einer Obergrenze von 5 Minuten abzugeben. Darüber wird der Vorsitzende ein wenig wachen. Es ist natürlich keine ganz strikte Sache, aber bitte sehen Sie zu, dass Sie mit 5 Minuten auskommen. Danach, nach dem Vortrag der Sachverständigen, zunächst die von den Fraktionen benannten Sachverständigen und im Anschluss die Sachverständigen der kommunalen Vertretungen, die, da kommunale Interessen berührt sind, hier ein eigenes Anhörungsrecht haben. Folgt dann eine Fragerunde der Fraktionen. Im Interesse aller Kolleginnen und Kollegen bitte ich sehr, in der Fragerunde die Fragen auf 2 bis 3 Fragen zu beschränken und grundsätzlich auch den Sachverständigen, die Sachverständige zu benennen, an die eine Frage gerichtet wird. Die Obleute haben darüber hinaus vereinbart, die Eingangsstatements in alphabetischer Reihenfolge vorzunehmen. Und wenn sich dagegen kein Widerspruch erhebt, würden wir das so durchführen. Dann darf ich entsprechend dem Alphabet als Erster Ihnen, Frau Allenberg, das Wort erteilen. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, vielen Dank für die Gelegenheit, heute hier sprechen zu dürfen. Ich möchte zu Beginn kurz darauf hinweisen, dass da die Kirchen immer gemeinsam in Themen des Aufenthaltsrechts Stellung nehmen, wie auch diesmal die Stellungnahme, die ich als Sachverständige eingereicht habe, zusammen erstellt haben. Das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz soll 3 Zwecken dienen. Erstens sollen Asylverfahren beschleunigt werden. Zweitens sollen Anreize beseitigt werden, die grundlose Asylanträge sozusagen, die Stellung grundloser Asylanträge hervorrufen. Und es sollen Abschiebungen erleichtert werden. Alle 3 Ziele sind mit kirchlichen Anliegen kompatibel, insbesondere der erste Zweck. Asylverfahren
zu beschleunigen, teilen wir vollumfänglich. Es ist jedoch aus unserer Sicht nach Prüfung des Gesetzentwurfs äußerst zweifelhaft, ob die nun vorgeschlagenen Regelungen die Ziele, die Sie sich gesteckt haben, erfüllen werden. Wir sehen darüber hinaus die Gefahr, dass die Regelungen teilweise Grundrechte einschränken und zu einer erheblichen Verschlechterung der Lage von Asylbewerbern führen werden. Und das in einer Situation, in der die Kommunen überfordert sind und in der ohnehin viele Standards abgesenkt werden und Schutzsuchende mit enorm belastenden Aufnahmebedingungen konfrontiert sind. Die Verletzung der Grundrechte ergibt sich aus den nun geplanten Leistungsabsenkungen für bestimmte Gruppen von Ausländern. Zwar ist ein verändertes und auch ein Absenken des Leistungsniveaus für definierte Gruppen von Ausländern nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts möglich, allerdings muss der Gesetzgeber dann einen geringeren Bedarf nachweisen. Dies ist im Gesetzentwurf nicht erfolgt. Der abgesenkte Bedarf ist aus unserer Sicht auch nicht begründbar. Die Gruppen, die nach dem Entwurf eingeschränkte Leistungen erhalten sollen, sind im Vergleich zum Referentenentwurf noch mal verändert worden. Dennoch sind wir in Sorge, dass sich darunter auch besonders schutzbedürftige Gruppen finden werden. Weiteres Problem im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes sehen wir darin, dass die Regelungen nun den Behörden sowohl in den Erstaufnahmeeinrichtungen als auch in den Gemeinschaftsunterkünften eröffnen, die Deckung des persönlichen Bedarfs durch Sachleistungen zu gewähren. Das wird zu erhöhten Kosten und einem Anstieg des bürokratischen Aufwands der Behörden führen. Bitte bedenken Sie, dass ohne das sogenannte Taschengeld für jedes Ticket zum Arzt oder zum Rechtsanwalt ein Antrag bearbeitet werden muss. Für die Asylsuchenden bedeutet es, dass sie das Mindestmaß an Selbstbestimmung, das ihnen durch das Taschengeld ermöglicht wird, verlieren. Das soziokulturelle Existenzminimum, das das Bundesverfassungsgericht als Teil des Grundrechts auf ein menschenwürdiges Existenzminimum definiert hat, wird damit, so befürchten wir, nicht mehr zu gewährleisten sein. Ich komme jetzt zu den Regelungen, die zwar keine Grundrechtsgefährdung bedeuten werden, die aber zu einer eklatanten Verschlechterung der Lebenssituation von Asylbewerbern führen werden. Erstens, das Leben in der Erstaufnahmeeinrichtung soll statt 3 Monate bis zu 6 Monate dauern. Zweitens, in dieser Zeit wird die Residenzpflicht wieder gelten. Drittens, bei der Gewährung von Leistungen wird der Vorrang des Sachleistungsprinzips wieder eingeführt. Und viertens, auch das Arbeitsverbot wird nun für 6 Monate gelten, denn es ist ja über § 61 Absatz 1 an die Zeit der Verpflichtung, in Erstaufnahmeeinrichtungen zu leben, geknüpft. All diese Regelungen drehen die Erleichterungen, die gerade über das Rechtsstellungsverbesserungsgesetz für diese Gruppe erwirkt worden waren, wieder zurück. Die beschriebenen Einschnitte treffen insbesondere Asylsuchende besonders hart, die aus einem sicheren Herkunftsstaat kommen. Denn diese müssen bis zum Abschluss des Verfahrens bzw. bis zu ihrer Rückführung in Erstaufnahmeeinrichtungen leben. Der Zugang zu Integrationsmaßnahmen und zum Arbeitsmarkt ist ihnen somit dauerhaft verschlossen. Sie gelten als Personen ohne Bleibeperspektive. Hiergegen haben sich beide Kirchen in ihren beiden Stellungnahmen explizit gewandt. Wir sehen, dass eine solche Einteilung dem auf eine individuelle Prüfung angelegten Asylverfahren widerspricht. Denn diese Einteilung wird ja anhand einer typisierenden Betrachtung seitens der Behörden getroffen. Wir schlagen vor, dass Personen, deren Verfahren über 3 Monate andauert, Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnet wird. Diese Forderung teilen wir übrigens mit dem Bundesrat. Ich möchte nicht vergessen zu erwähnen, was wir an dem Gesetzentwurf positiv finden. Das ist selbstverständlich die Bereitschaft des Bundes, sich strukturell dynamisch an der Finanzierung der Kosten für Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden zu beteiligen. Das ist der § 26 Beschäftigungsverordnung, der Personen aus dem sogenannten Westbalkan Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnet. Und wir begrüßen § 44 Aufenthaltsgesetz, der gestatteten Asylsuchenden, Geduldeten und Inhabern eines Aufenthaltstitels nach 25.5 ermöglicht, einen Integrationskurs zu besuchen. Den Ausschluss von Personen aus sicheren Herkunftsstaaten lehnen wir ab, wie oben schon dargelegt. Um reale Teilhabechancen zu eröffnen, regen wir an, diese Möglichkeit allerdings als Anspruch auszugestalten. Abschließend möchte ich 2 Maßnahmen aufzählen, die unserer Ansicht nach zu einer tatsächlichen Entlastung des Bundesamtes führen könnten. Erstens, wir regen an, die verpflichtende Widerrufsprüfung im § 73 Absatz 2a Asylverfahrensgesetz zu streichen. Der Gesetzentwurf sieht hier nur eine kleine Erleichterung vor. Und wir schlagen außerdem vor, nach Ablauf einer bestimmten Frist, zum Beispiel einem Jahr, Asylsuchenden anzubieten, einen humanitären Aufenthaltstitel zu beantragen. So eine Altverregelung würde beim Bundesamt wieder Kapazitäten schaffen und den Asylsuchenden innerhalb einer gewissen Zeit eine Zukunftsperspektive bieten.
Das ist insbesondere wichtig aus unserer Sicht, wenn man bedenkt, dass 95% der Personen tatsächlich hier bleiben werden. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Allenberg, Herr Professor Kluth. Ja, Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ich möchte mich zunächst herzlich bedanken für die Gelegenheit, hier eine Stellungnahme abzugeben, wobei diese in erster Linie aus rechtlicher Perspektive erfolgt. Ja, der Gesetzgeber hat in einer Situation der starken Inanspruchnahme sowohl der Ausländer- und Asylbehörden als auch insbesondere der Kommunen, die die Asylsuchenden später aufnehmen sollen, nach Möglichkeiten gesucht, einmal das Verfahren zu beschleunigen. Diese Verfahrensbeschleunigung liegt im allseitigen Interesse, da für die Betroffenen eine möglichst zeitnahe Klarstellung über ihren Status auch für die weitere Lebensplanung wichtig ist und für die damit befassten Behörden, insbesondere für die Kommunen, die dann für die dauerhafte Aufnahme zuständig sind, auch ein solches Interesse besteht. Der Gesetzgeber hat dabei an die Vorstrukturierung des geltenden Rechts durch die Unterscheidung zwischen sicheren Herkunftsstaaten und sonstigen Drittstaaten angeknüpft und das ist die erste Maßnahme durch eine Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten hier eine Möglichkeit geschaffen, in einer größeren Zahl von Fällen das ja nach geltendem Recht beschleunigt durchzuführende Verfahren auch zu ermöglichen. Die Vergewisserung über die Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten, das haben wir in dem Vorspruch ja schon gehört, ist durch das Bundesverfassungsgericht genauer beschrieben worden und sie findet also auch gewisse Parallelen im Recht der Europäischen Union. Und ich denke, dass der Gesetzesentwurf, dass die Bundesregierung bei der Vorbereitung die hierfür erforderlichen Schritte auch ins Werk gesetzt hat, die Begründung zeigt, welche Erkenntnisquellen man zugrunde gelegt hat. Und es ist ja nicht so, dass ein sicherer Herkunftsstaat ein Staat ist, in dem es keinerlei Gefahr für Diskriminierung und so weiter gibt. Die weiteren Elemente des Gesetzesentwurfs, nämlich die Verbesserung der Möglichkeiten einer wirksamen Rückführung, halte ich ebenfalls für zielführend und auch für verfassungsrechtlich zulässig. Hier geht es ja darum, dort, wo Hindernisse in der Praxis besonders relevant sind, insbesondere das Sich-Entziehen vor einer Abschiebung, auch durch eine Klarstellung oder eine Erweiterung der Verhaltensmaßgaben für die Länder gehandelt wird, ohne dass hier rechtsstaatliche Standards und auch Rechtsschutzinteressen eingeschränkt werden, weil es ja bei der Androhung und auch der Warnfunktion behördlichen Handelns bleibt. Die von meiner Vorrednerin bereits angesprochene Thematik der Absenkung des Bezuges von Leistungen und die Erweiterung der Sachleistungen, sicherlich ein Thema, das man kontrovers diskutieren kann, das uns aber auch dazu auffordert, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und ihre Kontexte genau zu lesen, den international rechtlichen Vergleich zu ziehen und uns auch die Frage zu stellen, die ja auch angesprochen wurde, welche Signalwirkung geht davon aus und ist in der Tat der Aufwand, der mit der Systemänderung verbunden wird, vor diesem Hintergrund gerechtfertigt. Ich selber halte aber die vorgeschlagenen Regelungen für verfassungsrechtlich zulässig, wobei in diesem Bereich immer gewisse Unsicherheiten auch verbleiben. Sehr wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass in zahlreichen Einzelbereichen im Baurecht und auch bei der Finanzausstattung der Kommunen hier die bisher schon zu verzeichnende Linie, nämlich mehr Gestaltungsspielräume und mehr finanzielle Unterstützung durch den Bund auch weiter aufgegriffen und ausgedehnt wird. Anregen möchte auch ich, darüber nachzudenken, ob man den Paragraph 30 Asylverfahrensgesetz, der also eine bestimmte Erleichterung für das verwaltungsgerichtliche Verfahren vorsieht, nicht auch auf die Personen, die einen subsidiären Schutz beantragen, ausdehnt und die auch meines Erachtens sinnvolle Neuregelung der Handlungsfähigkeit im Asylverfahrensgesetz sollte dann auch auf die inhaltsgleiche Vorschrift im Aufenthaltsgesetz
übertragen werden, weil es nicht nachvollziehbar ist, warum wir in dem einen Fall jetzt die Volljährigkeit haben, in dem anderen Fall nicht. Soweit meine einführenden Worte. Vielen Dank, Herr Professor Kluth. Ich darf jetzt sehr herzlich auch Frau Schneider, Landrätin des Landkreises Gießen, als Sachverständige hier begrüßen. Bedauerlicherweise sind Sie ein wenig das Opfer des Verkehrs geworden. Schön, dass Sie es geschafft haben. Sie wären nach dem Alphabet jetzt auch direkt dran. Sind Sie bereit? Ja, steige ich sofort ein. Ja, mein Name ist Anita Schneider. Ich bin Landrätin des Landkreises Gießen. 256.000 Einwohner. Wir sind mit der Stadt Gießen auch Sitz der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen mit derzeit 22.000 Flüchtlingen, davon 6.000 in Gießen. Gleichzeitig Clearingstelle. Frankfurt und Gießen ist auch Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und darüber hinaus eben auch die Zuweisung per Königsteiner Schlüssel an den Landkreis Gießen. Das ganz kurz zum Eingang. Meine Stellungnahme wird sich natürlich sehr praxisorientiert auf die Situation vor Ort richten. Ich glaube, das ist auch quasi auch meine Aufgabe hier in diesem Ausschuss. Und mein Impuls wird sich vor allen Dingen auf zwei Fragestellungen beziehen. Das eine ist die Notwendigkeit einer schnellen Integration der Flüchtlinge und das zweite die notwendigen Finanzhilfen für Kommunen zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei der Unterbringung und Versorgung. Zum ersten Punkt der notwendigen schnellen Integration ist auszuführen, dass derzeit das Asylverfahren, aber das wissen Sie auch, viel zu lange dauert und diese einer schnellen Integration auch entgegensteht, weil eben viel zu spät in kompetente Strukturen des SGB 2 und 3 verwiesen werden kann. Und es ist nun mal so auch, dass die kommunalen Strukturen dazu nicht ausreichen. Natürlich machen wir Deutschkurse, natürlich machen wir arbeitsmarktbezogene Maßnahmen, aber das ist längst nicht ausreichend, sondern eher als ein Tropfen auf den heißen Stein zu verstehen. Insofern begrüßen wir auch die Sonderregelung zur Eingliederung von Ausländern mit Aufenthaltsgestattung und Geduldeten, der frühere Zugang zu Sprach- und Integrationskursen, Maßnahmen der Kompetenzfeststellung und Aktivierung der beruflichen Eingliederung, geben aber gleichzeitig zu bedenken, dass dies auch einer Ressourcenausstattung folgen muss und der Hinweis auch im Entwurf schon gegeben wurde, gemäß der entsprechenden Kapazitäten bzw. Plätze. Und hier sehen wir einen großen Bedarf, dass hier etwas getan wird, insbesondere auch in Bezug auf die Lehrkräfte, die uns bereits heute schon fehlen. Hier müssen Maßnahmen greifen, wie beispielsweise auch eine breit angelegte Akquise von Quereinsteigern mit pädagogischen und sprachwissenschaftlichen Hochabschluss, eine schnellere Bearbeitung auch von Anträgen auf Zulassung als Lehrkraft durch das BAMF und natürlich, das sind vor allen Dingen die Träger, Volkshochschulen, die konkurrieren auch mit privaten Trägern, brauchen wir eine angemessene Vergütung des Lehrpersonals. Dann zum zweiten Punkt. Ich weiß, das machen die Kommunen immer. Sie jammern und sagen, sie brauchen Geld. Aber es ist tatsächlich so. Zum Punkt Finanzierung möchte ich ausführen, dass wir zunächst eine Verlängerung der Aufenthaltsdauer in der Erstaufnahmeeinrichtung im Sinne eines schnelleren Verfahrens und zur Entlastung der Kommunen begrüßen. Das heißt, wir eben eine Überweisung nach entsprechender Beendigung des Asylantrags für zweckmäßig halten. Kritisch zu beurteilen ist in dieser Hinsicht, dass es eben sich nur auf die Pflicht des Flüchtlings bezieht, aber keine Rechtspflicht der Länder darstellt. Und wir gehen davon aus, wenn wir mit Blick auf die Aufnahmekapazitäten der Länder schauen, dass keine wesentlichen Änderungen für die Kommunen und Landkreise eintreten werden. So hatten wir im zweiten Quartal, das ist vom 1.4.30.06.2015, eine Zuweisung von Flüchtlingen, wo im Grunde nur ein Drittel der Flüchtlinge einen abgeschlossenen Asylantrag hatten.
Das nächste Quartal sieht noch schlechter aus. Da hatten wir einen Zugang von Flüchtlingen mit abgeschlossenem Beendigung des Asylverfahrens von nur noch 10%. Also hier wird schon sehr deutlich, was auch getan werden muss. Und diese Entwicklung, die spiegelt sich auch an den Zahlen im Jobcenter wieder, von derzeit 1.800 Flüchtlingen im Landkreis Gießen. Die Zahl wird auf 3.000 Ende des Jahres steigen. Befinden sich gerade 288 Menschen im Jobcenter und können tatsächlich eben integriert werden. Vor diesem Hintergrund ist es natürlich notwendig, dass eine Finanzierungsbeteiligung für die Kommunen stattfinden muss. Dies ist nicht im Gesetz so vorgeschrieben, sondern bezieht sich natürlich nur auf die Länder. Da muss dringend irgendwie aufgerufen werden, auch die Länder, dass sie das Geld, das ihnen zugewiesen wird, durch den Bund auch weiterleiten. Ich will einfach noch mal zwei Zahlen nennen. Wir hatten mittlerweile für die Unterbringung von Flüchtlingen im Jahre 2015 einen Fehlbedarf. Ich rede nicht von den Gesamtkosten, ich rede vom Fehlbedarf von 5,4 Millionen Euro in unserem Haushalt. Und dieser Fehlbedarf wird 2016 bereits auf 17 Millionen ansteigen. Ich möchte es nur noch mal verdeutlichen, mit welcher finanziellen Last und Bürde wir umgehen müssen. Und das gerade auch im Hinblick darauf, dass wir natürlich auch soziale Infrastruktur, Daseinsvorsorge in der Zukunft weiterhin sicherstellen müssen, dass es gerade für den sozialen Frieden wichtig ist, dass wir hier kein Ungleichgewicht bekommen. Insofern hat der Landkreis auch eine Initiative zum sozialen Wohnungsbau eingebracht, gemeinsam mit den Kommunen und Wohnungsbaugesellschaften. Wir wollen also auch mittel- und langfristige Lösungen gehen. Trotzdem, es ist im Moment ein Spagat. Danke. Vielen Dank, Frau Schneider, Herr Dr. Sommer. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, die Gewährleistung von politischem Asyl ist nicht nur im Grundgesetz verankert, sondern genießt auch zu Recht in der Bevölkerung hohe Akzeptanz. Viele Menschen, die zu uns kommen und sich das Asylrecht berufen, kommen aber nicht aus Gründen einer asylrelevanten Verfolgung, sondern weil sie der schwierigen wirtschaftlichen Situation in ihren Herkunftsländern entgehen wollen. Viele suchen Arbeit. Viele wollen aber auch Leistungen des Sozialstaats in Anspruch nehmen. Kriminelle Schlepperorganisationen profitieren davon. Der Gesetzgeber muss in dieser Situation dafür sorgen, dass das Asylrecht für politisch Verfolgte da ist, aber keinen Weg für die Zuwanderung in den Sozialstaat oder für die Arbeitsmigration darstellt. Für Letztere gibt es seit wenigen Jahren großzügige Regelungen für die legale Zuwanderung. Asylverfahren müssen deshalb schnell ablaufen und anerkannte Asylbewerber in unsere Gesellschaft integriert werden. Abgelehnten Asylbewerbern dagegen muss vor Augen geführt werden, dass sie keine Aufenthaltsperspektive in Deutschland haben. Andernfalls droht ein Akzeptanzverlust des Asylrechts in der Bevölkerung. Zu vermeiden sind gesetzgeberische Maßnahmen, die einen weiteren Zuwanderungsanreiz bewirken oder die dazu führen, abgelehnte Asylbewerber von der Ausreise abzuhalten. So müssen gesetzliche Regelungen vermieden oder aufgehoben werden, die einen Anreiz für asylfremde Zuwanderung, also einen Pull-Faktor bieten und damit für einen Missbrauch des Asyl und damit einen Anreiz für einen Missbrauch des Asylrechts setzen. Dasselbe gilt für Regelungen, die aufenthaltsverfestigende Wirkung haben, also die Bereitschaft abgelehnter Asylbewerber zur freiwilligen Ausreise und zur Mitwirkung bei der Erklärung ihrer Identität verringern. Bei abgelehnten Asylbewerbern muss die Aufenthaltsbeendigung im Vordergrund stehen. Mit geeigneten Maßnahmen ist ihre Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise zu fördern und alles zu unterlassen, was den weiteren Aufenthalt attraktiv macht. Insbesondere dürfen integrative Maßnahmen des Staates erst dann ansetzen, wenn eine Bleibeperspektive besteht. Auch wenn der Entwurf eines Asylverfahrensgesetzes, eines Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes und die dazugehörige Verordnung, muss man ja immer mitlesen, an vielen Stellen Kompromisscharakter tragen, werden die vorgesehenen Rechtsänderungen doch entschieden dazu beitragen, die missbräuchliche Inanspruchnahme des Asylrechts zu verhindern und die damit verbundene Zuwanderung zu reduzieren, indem sie die Attraktivität Deutschlands für die weltweiten Migrationsströme absenken und den Vollzug von Abschiebungen erleichtern.
Dies gilt insbesondere für folgende Rechtsänderungen: Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsstaaten um Albanien, Kosovo und Montenegro, an denen ich keinerlei verfassungsrechtliche Bedenken habe. Generelle Verlängerung der Pflicht, in der Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, von derzeit 3 auf 6 Monate. Unterbringung von Asylbewerbern aus sicheren Herkunftsstaaten bis zur Ausreise oder Abschiebung in Aufnahmeeinrichtungen. Einführung eines gesetzlichen Beschäftigungsverbots für Asylbewerber sowie für Duldungsinhaber aus sicheren Herkunftsstaaten. Beschränkung der Leistungsgewährung für vollziehbar Ausreisepflichtige, denen eine Ausreisepflicht nicht gewährt würde und bei denen diese abgelaufen ist. Auch hier sehe ich, auch wenn ich das maßgebliche Urteil des Bundesverfassungsgerichts mir anschaue, keinerlei verfassungsrechtliche Bedenken. Stärkung des Sachleistungsvorrangs in der Aufnahmeeinrichtung, indem das bisherige Taschengeld so weit wie möglich durch Sachleistungen ersetzt werden soll. In der Anschlussunterbringung soll die Ersetzung zumindest möglich sein. Verbot der Vorauszahlung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Verbot der Ankündigung des Abschiebungstermins. Befristung einseitiger Abschiebungsstopperlasse der Länder auf höchstens 3 Monate. Ich habe auch einigen Änderungsbedarf gesehen und in meinem schriftlichen Gutachten auch zum Ausdruck gebracht. Wir werden vielleicht im Folgenden noch auf den einen oder anderen Punkt eingehen. Auch unter dem Blickwinkel des ausländerrechtlichen Vollzugs sind die Rechtsänderungen bis auf wenige Ausnahmen sehr zu begrüßen. Sie können aber nur einen notwendigen Zwischenschritt darstellen, der alleine nicht ausreicht, um die erforderliche Begrenzung der Zuwanderung effektiv und vor allem zeitnah zu bewirken. Ich rechne damit, dass weitere gesetzgeberische Maßnahmen folgen werden müssen. Lassen Sie mich zum Abschluss so sagen: Der Entwurf erfreut das Herz des für den ausländerrechtlichen Vollzugs Verantwortlichen, nachdem seit einem Jahr Gesetze beschlossen worden sind, bei denen man dies oft nicht sagen kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Sommer. Herr Professor Thüm, Sie haben das Wort. Mein Dank für die Einladung. In meiner mündlichen Stellungnahme möchte ich auf 3 Einzelpunkte eingehen. Erstens die sicheren Herkunftsstaaten, weil wir wohl nur die Fragen auf das Ende verlagert haben, nicht aber die Stellungnahmen der Sachverständigen. Deren Festlegung richtet sich heute im Kern nach Europarecht, das einen weiteren Schutzumfang bietet als das Grundgesetz. Das EU-Recht gewährleistet einen umfassenden Schutz vor Verfolgung, auch vor nichtstaatlicher Verfolgung und bei einer individuellen Lebensgefahr in Bürgerkriegen. Und aufgrund dieses erweiterten Schutzumfangs muss beurteilt werden, ob die Westbalkanstaaten prinzipiell sicher sind. Nähere Vorgaben finden sich insoweit in der Asylverfahrensrichtlinie der Europäischen Union, die ebenso wie das Grundgesetz ausdrücklich vorsieht, dass es sichere Herkunftsstaaten geben kann. Wie ich bei der Anhörung im vergangenen Juni bereits darlegte, ist hierfür keine 100-prozentige Sicherheit vor Verfolgung notwendig. Es geht vielmehr um eine Gesamtbetrachtung, dass in den betroffenen Staaten grundsätzlich Schutz gewährt wird. Die Einstufung als sicherer Herkunftsstaat ist nämlich eine Verfahrensvereinfachung. Auch künftig muss das BAMF in jedem Einzelfall prüfen, ob nicht doch verfolgt wird. In der Sache teile ich auf dieser Grundlage die Einschätzung der Bundesregierung, dass die Weltbalkanstaaten grundsätzlich sicher sind. Und wichtig ist, dass dies nicht die wirtschaftlichen und sozialen Probleme vor Ort leugnet, jedoch annimmt, dass diese im Normalfall nicht in eine asylrelevante Verfolgung umschlagen. Dies gilt, wie ich vor einem Jahr darlegte, gerade auch für die gesellschaftlichen Diskriminierungen und die wirtschaftlichen Probleme von ethnischen Minderheiten wie den Roma. Zumeist handelt es sich in diesen Fällen um eine nichtstaatliche Verfolgung, die nach der Asylqualifikationsrichtlinie dann irrelevant ist, wenn der Staat, ich zitiere, geeignete Schritte einleitet, um die Verfolgung beispielsweise durch wirksame Rechtsvorschriften zur Strafverfolgung zu verhindern. Und eben dies ist in den Westbalkanstaaten üblicherweise der Fall. Und gerade auch deshalb, weil die internationale Gemeinschaft nicht zuletzt im Rahmen der EU-Beitrittsperspektive ein institutionalisiertes Sicherungsnetz bereitstellt, etwa durch die Rechtsstaatsmission EULEX im Kosovo. Ich bin überzeugt, dass die Gerichte dieser Einschätzung folgen werden. In Bezug auf Serbien haben sie dies bereits getan. Meine zweite Bemerkung betrifft den rechtlich wohl heikelsten Punkt des Gesetzentwurfs, die reduzierten Sozialleistungen. Der Startpunkt für die rechtliche Bewertung ist insoweit die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Menschenwürde migrationspolitisch nicht zu relativieren sei. Die Menschenwürde ist unantastbar und steht allen Personen gleichermaßen zu.
Aus diesen Grundannahmen folgt freilich nicht, dass die geplante Neuregelung einen offenen Verfassungsbruch darstelle, wie dies teilweise behauptet wird. Und zwar unabhängig davon, ob die Karlsruher Richterinnen und Richter ihre Rechtsauffassung ändern werden oder nicht, was ja auch möglich ist. Der Grund für dieses Fazit meinerseits ist die transnationale Grundierung der neu eingeführten Ausnahmebestimmungen. Diese gelten nämlich einzig für vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie für Asylbewerber, die sich im europäischen Freiheitsraum aufgrund eines Relokationsbeschlusses der Hoheitsgewalt eines anderen Mitgliedstaats zuzuordnen sind. Für derartige Fälle eines dem Wesen nach nicht auf Dauer angelegten Aufenthalts erkannte auch das Bundesverfassungsgericht vor 4 Jahren die Möglichkeit eines reduzierten Leistungsniveaus, weshalb es sich die Kritik eines offensichtlichen Verfassungsbruchs zu einfach macht. Notwendig ist vielmehr eine genauere Analyse der Bedürfnisse der betroffenen Personengruppen, die zu dem Ergebnis kommen kann, dass der vorliegende Gesetzentwurf mit dem Grundgesetz übereinstimmt. Und spätestens wenn die Neuregelung in Karlsruhe landet, wird die Bundesregierung eine methodisch sachgerechte Leistungsberechnung nachreichen müssen, die Richter vor 4 Jahren explizit nicht bereits für das Gesetzgebungsverfahren einforderten. Und auf dieser Grundlage wird man dann abschließend beurteilen können, wie die Regelung verfassungsrechtlich zu bewerten ist. In meiner schriftlichen Stellungnahme lege ich ausführlicher dar, dass dies Fazit einer möglichen Verfassungskonformität erst recht für das Europarecht gilt. Bei vollziehbar Ausreisepflichtigen ist dies evident, weil die Anforderungen der Rückführungsrichtlinie und der EGMR-Rechtsprechung weit hinter den Karlsruher Vorgaben zurückbleiben. Und Gleiches gilt für Situationen einer Relokation aufgrund der Dublin-III-Verordnung sowie der Asylaufnahmerichtlinie. Und diese geringeren Anforderungen an das sozialrechtliche Leistungsniveau aufgrund des Europarechts und der EMRK erlauben uns zugleich eine bessere Einordnung der Karlsruher Rechtsprechung. Diese ist nämlich nicht so universell, wie es die Berufung auf den Menschenwürde-Gedanken suggeriert. Auch aus diesem Grund widerspricht es nicht dem Gedanken der Menschenwürde, wenn man bei transnationalen Sachverhalten, die eben über das deutsche Staatsgebiet und die deutsche Staatsgewalt hinausreichen, ein Schutzniveau anlegt, das ein anderes ist als bei Personen, die dauerhaft in Deutschland sich aufhalten werden. In einem Punkt sollte der Bundestag dennoch eine Klarstellung erwägen. Mir scheint, dass der personaler Anwendungsbereich der Ausnahme im neuen § 1a Absatz 2 Asylbewerberleistungsgesetz aus einer verwaltungsrechtlichen Perspektive nicht ganz eindeutig formuliert ist. Aus dem Gesetzestext geht nicht zweifelsfrei hervor, ob Personen mit einer Duldung und eventuell auch Dublin-Fälle von der Ausnahme umfasst sind. Rechtlich dürfte das geringere Schutzniveau wohl in beiden Fällen zulässig sein. Aber unabhängig hiervon sollte die politische Meinungsbildung wohl eindeutig aus dem Gesetzestext hervorgehen. Ich weiß, dass es in so politisch heiklen Situationen manchmal einfacher ist, keine abschließende Entscheidung im Gesetzestext zu treffen. Aber damit verlagern Sie die Probleme nur auf die Gerichte. Und ich denke, dass es nicht zweckmäßig ist, wenn man in einem solch sensiblen Bereich die nächsten 2, 3 Jahre mit Dutzenden divergierender Urteile konfrontiert ist, die ganz unabhängig vom Verfassungsrecht darüber streiten, wer verwaltungsrechtlich von der Ausnahme umfasst ist. Und darüber hinaus sollte das Parlament meines Erachtens erwägen, ob man die Leistungseinschränkung aus systematischen Gründen nicht besser im Aufenthaltsgesetz verankert. Es geht vorliegend nämlich um vollziehbar ausreisepflichtige Personen, nicht um Asylbewerber. Und das sind grundsätzlich 2 unterschiedliche Gruppen, die man vielleicht auch vom Regelungsort unterscheiden sollte. Mit Blick auf die Uhr komme ich zur 3. und letzten kurzen Bemerkung. Migrationsbewegungen sind bekanntlich durch eine Vielzahl von Push- und Pull-Faktoren gekennzeichnet, die dazu führen, dass das staatliche Migrationsrecht häufig nur eine begrenzte Steuerungswirkung entfaltet und der Gesetzgeber im Voraus nicht immer einschätzen kann, welche Auswirkungen eine Regelung konkret haben wird. Und dies gilt für Deutschland ebenso wie für klassische Einwanderungsländer wie die USA, deren Rechtsregeln in der Wirklichkeit häufig auch nicht beabsichtigte Konsequenzen haben. Aus diesem Grund ist Migrationsgesetzgebung, also das, was Sie tun, immer auch ein Entscheiden unter den Bedingungen von Ungewissheit und ein Prozess des beständigen Lernens, der im Idealfall 2 Grundannahmen berücksichtigen muss. Erstens gibt es immer einen doppelten Blickwinkel. Es gibt zum einen den Einzelfall, der aus humanitären Gründen nach einer schnellen Integration ruft. Zugleich muss man jedoch die Auswirkungen auf das Gesamtsystem im Blick haben. Und die Schwierigkeit ist nun, dass hierbei ein Zielkonflikt auftreten kann, wenn etwa eine proaktive Integrationspolitik zugunsten derer, die schon hier sind, dazu führen kann, dass Deutschland als Zielland attraktiver wird.
Insoweit ist Gesetzgebung immer auch eine Balance zwischen Integrationsförderung und Migrationssteuerung, etwa beim Arbeitsmarktzugang und der Aufenthaltsbeendigung. Und zweitens bewirkt diese Gemengelage der Wirkungsfaktoren, dass es keine einfachen Antworten gibt. Es dürfte illusorisch zu glauben, dass das Ausländerrecht und das Asylrecht allein wirkungsvolle Migrationssteuerung erreichen können. Die vorgeschlagene Neuregelung mögen wichtige Beiträge sein, aber sie werden das Problem nicht über Nacht erledigen. Das Ausländerrecht alleine kann die aktuelle Frage nicht lösen. Es muss flankiert werden von der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Außenpolitik, weil Grenzkontrollen und Abschiebungen alleine nicht die Lösung sind. Danke. Vielen Dank. Nun haben Sie, Herr Vogt, das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich bin Sozialarbeiter und habe deswegen in meiner Ausbildung gelernt, erstmal immer die Ressourcen zu sehen und weniger die Defizite, das heißt die Chancen und weniger die negativen Seiten. Bei diesem Gesetzentwurf fällt mir das ausgesprochen schwer und deswegen ist meine Bewertung ungefähr genau das Gegenteil von dem, was gerade auch Dr. Sommer dargestellt und bewertet hat. Es gibt positive Aspekte in diesem Gesetzentwurf, man muss sie allerdings mit der Lupe suchen. Meiner Ansicht nach haben wir neben finanziellen Fragen materiell ungefähr 1,5 positive Regelungen. Das ist zum Ersten die Öffnung der Arbeitsmarktmigration aus den Balkanstaaten, die grundsätzlich zu begrüßen ist, die aber aus ideologischen Gründen in ein derart enges Korsett erzieherischer und disziplinierender Bedingungen gepresst worden ist, dass ganz viele potenziell Betroffene diese recht hohen Hürden, Stichwort Vorrangprüfung, Stichwort Visumverfahren und so weiter, nicht erfüllen werden. Der zweite positive Punkt, dem Grunde nach, ist die Öffnung der Integrationskurse für Personen mit Duldung und Gestattung. Das war lange überfällig und auch eigentlich schon lange Konsens, dass das kommen muss. Das große Problem ist, dass wir zunächst mal bei den Personen mit Gestattung, Frau Allenberg hat es auch gerade schon dargestellt, den Ausschluss von Menschen aus den sicheren Herkunftsstaaten per se haben, plus X, man weiß nicht genau, welche Gruppen ansonsten ausgeschlossen werden sollen von den Integrationskursen. Bei den Geduldeten haben wir einen Zugang zu den Integrationskursen für Personen, die eine Ermessensduldung haben. Das sind genau 1,9% der geduldeten Menschen in Deutschland. Das heißt, 98% der Geduldeten werden weiterhin keinen Zugang zu den Integrationskursen besitzen. Ich komme zu den Verschlechterungen. Eine massive Verschlechterung ist gerade schon umfangreich besprochen worden. Eine, wie mir offensichtlich erscheint, verfassungswidrige Leistungskürzung für ausreisepflichtige Personen ohne Duldung und Menschen, die den ihnen zugewiesenen Platz in einem anderen EU-Staat nicht annehmen. Das Verfassungsgericht hat geurteilt, die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren und zur Menschenwürde gehören nach dem geltenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts unteilbar das physische und das soziale Existenzminimum. Die Frage, wie rechtfertigt die Bundesregierung den Vorschlag, sogar noch unterhalb des physischen Existenzminimums die Leistungen zu kürzen? Es ist ja noch nicht einmal das physische Existenzminimum in diesen neuen Einschränkungen des 1a Absatz 2 und 3. Die Bundesregierung rechtfertigt das gar nicht. Es gibt keinerlei Erläuterung, warum ein Minderbedarf bestehe. In einer Bundestagsdebatte vor ein paar Tagen hat der Bundesinnenminister auf eine entsprechende Frage im Bundestag gesagt, er gehe davon aus, das Verfassungsgericht werde seine Rechtsprechung ändern. Ich finde es bemerkenswert, wenn der für die Verfassung zuständige Bundesminister einen existenziellen staatlichen Eingriff mit der Vorhersage zukünftiger Urteile begründet. Er hat es außerdem damit gerechtfertigt, wörtlich, es ist so, dass das Existenzminimum für ein legales Leben in Deutschland vorgesehen ist. Wenn aber jemand dieses Land verlassen muss, dann ist nicht einzusehen, dass er finanziell in gleicher Weise behandelt wird wie jemand, der legal in unserem Land lebt. Hier hat der Innenminister das Verfassungsgerichtsurteil meiner Ansicht nach nicht ganz richtig verstanden. In dem einschlägigen Urteil ging es um eine Person, die eine Duldung hatte, das heißt also gerade nicht rechtmäßig in Deutschland lebte, sondern vollziehbar ausreisepflichtig war. Zweiter Punkt, das ist bislang noch nicht sehr umfangreich dargestellt worden, die unbefristeten Arbeitsverbote für Menschen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, aber nicht nur für die. Die Wartefrist für die Erteilung der Arbeitserlaubnis soll ja für alle auf bis zu 6 Monate verlängert werden, eben auf die Zeit, die alle
Asylsuchenden, auch die mit einer vermeintlich hohen Bleibeperspektive aus den unsicheren Herkunftsstaaten in einer Erstaufnahmeeinrichtung verbringen müssen und zusätzlich eben für diejenigen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten ein dauerhaftes Arbeitsverbot. Dieses Arbeitsverbot ist und die Verlängerung der Wartefrist ist nicht nur ein integrations- und sozialpolitischer Irrweg, der sozusagen alles, was in den letzten Monaten und im vergangenen Jahr an Verbesserungen auch in mühseligen Kompromissen ja erkämpft worden ist, wieder rückgängig macht. Es ist außerdem die Frage, erstens, ist das mit der Aufnahmerichtlinie der EU zu vereinbaren, dauerhaft Asylsuchende vom Arbeitsmarktzugang auszuschließen? Und zweitens, ist das mit Artikel 6 des UN-Sozialpakts zu vereinbaren, der ein Recht auf Arbeit vorsieht? Das Bundesarbeitsministerium hat am 5. Oktober auf eine kleine Anfrage der Linken eine kurze, aber umso bemerkenswertere Antwort auf diese Frage parat. Es sagt, Deutschland hat den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte nicht ratifiziert. Ich bin jetzt kein Jurist, aber nach meiner Kenntnis ist er in den 70er Jahren ratifiziert worden und im Bundesgesetzblatt auch veröffentlicht worden. Es ist zumindest jedenfalls beunruhigend, wenn juristische Bedenken zu existenziellen Einschränkungen individueller Rechte ebenso lapidar wie meiner Ansicht nach jedenfalls falsch durch ein Bundesministerium vom Tisch gewischt werden. Dritter Punkt, die Pflicht zu Überraschungsabschiebungen. Es ist ja geplant, ein pauschales Verbot der Ankündigung von Abschiebungen einzuführen, wenn die Frist zur freiwilligen Ausreise abgelaufen ist. Das halte ich für völlig unverhältnismäßig angesichts dessen, dass ich für jede Überziehung des Zahlungstermins bei einer Rechnung eine Mahnung und auch eine zweite Mahnung bekomme. Wenn ich meine Bücher nicht pünktlich bei der Bücherei abgegeben habe, kriege ich 1-2 Mahnungen, bevor der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Und bei einem völlig ungleich schwerwiegenderen, gravierenden Eingriff wie Abschiebungen, die für Kinder insbesondere, aber auch für Erwachsene ganz erhebliche psychische Belastungen sind, soll solch eine Mahnung in dem Sinne nicht gelten. Das ist aus meiner Sicht unverhältnismäßig. Und der letzte Punkt, die BÜMA, die gesetzlich festgeschrieben werden soll, das mag in bestimmten Fällen sinnvoll sein. Sie wird ja auch jetzt schon erteilt. Es warten Betroffene im Moment monatelang auf die Möglichkeit, den Asylantrag stellen zu können. Das Problem ist ein konkretes. Wir haben im Asylbewerberleistungsgesetz keinen Leistungsanspruch mit BÜMA. Man kann sagen, das ist ja wie eine Aufenthaltsgestattung, aber dann bräuchte man dieses Papier eigentlich nicht. Man hat vergessen, die BÜMA, die da eingeführt werden soll, mit verschiedensten sozialpolitischen und Integrationsgesetzen zu verzahnen. Das heißt, der Leistungsanspruch im Asyl-BLG, die Frage, was ist denn mit Anspruch auf Ausbildungsförderung, Jugendhilfe und verschiedene andere Kriterien, das müsste zumindest dringendst nachgebessert werden. Unterm Strich ist jedenfalls mein Fazit, wir haben es hier mit einem Gesetzentwurf zu tun, der zu Entsolidarisierung und Entrechtung in bestimmten Teilen beiträgt, der Disziplinierung und Kontrolle in erster Linie ausübt und große Gruppen mit Ausgrenzung und Stigmatisierung bedroht. Statt der Beschleunigung von Asylverfahren verfolgt er die gezielte Desintegration großer Gruppen, deren Bleibeperspektive und Teilhabechancen bereits im Vorhinein, vor Beginn des eigentlichen Asylverfahrens, durch das bloße Vermuten, durch eine moderne Form des Wahrsagens determiniert werden. Der Gesetzentwurf ist aus meiner Sicht ideologisch statt pragmatisch. Er ist anachronistisch statt zeitgemäß. Er wird kaum Probleme lösen, aber viele neue schaffen. Und in Teilen wird er das Gesicht der Bundesrepublik verändern, und zwar nicht zum Besseren. Vielen Dank. Danke, Herr Vogt. Herr Dr. Wiefelsbitz. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, meine Damen und Herren, nur fürs Protokoll, ich bin nicht Sachverständiger der Regierung, das wäre mir neu. Die SPD-Bundestagsfraktion hat mich benannt. Ich bin in meinem Privatleben Rechtswissenschaftler und Rechtsanwalt und lege großen Wert auf meine Unabhängigkeit. Das, was ich hier von mir gebe, vertrete alleine ich, selbst dann, wenn es falsch sein sollte. Lassen Sie mich eine knappe Vorbemerkung machen. Wir reden heute über einen Gesetzentwurf,
in dessen Mittelpunkt, wenn ich das mal verkürzt ausdrücken darf, Beschleunigung steht. Durch Einstufung von 3 Westbalkanstaaten als sichere Herkunftsländer. Stellen Sie sich bitte mal für eine Sekunde vor, es käme gegenwärtig kein Mensch aus diesen Ländern und würde in Deutschland Schutz nachsuchen. Hätten wir dann eine wirkliche andere Situation in Deutschland? Wir reden über einen nicht unwichtigen, aber eher einen kleinen Baustein zu dem Großthema Flüchtlinge und Migration, das uns alle gegenwärtig bewegt und uns auch vermutlich noch viele Jahre ganz entscheidend bewegen wird. Das muss man immer sozusagen richtig einordnen. Das spricht ja nicht dagegen, dass man über einen kleineren Baustein redet, auch sorgfältig redet, weil auch das wichtig ist. Auf Einzelheiten komme ich noch. Aber es sind natürlich andere Dinge 100-mal wichtiger, damit wir das richtig einordnen, aus meiner Sicht. Wichtig ist Ursachenbekämpfung. Wichtig ist ein belastbares, solidarisches, vor allem aber, Herr Sachverständiger Thüm, ein gelebtes EU-Flüchtlingsrecht. Was auf dem Papier steht, ist doch noch nicht Rechtswirklichkeit. Das ist doch auch eine der großen Skandalsituationen, dass wir ein zertrümmertes europäisches Asylrecht haben, das nicht funktioniert, nirgendwo im Grunde. Entschuldigen Sie, Temperament. Wir brauchen Einwanderungsgesetze auf nationaler und auf EU-Ebene, um Korridore für den legalen Zugang nach Deutschland zu schaffen. Wir brauchen einen Arbeitsmarktzugang von Arbeitssuchenden aus den Westbalkanstaaten. Das ist in dem Gesetz zum Teil drin. Ich befürworte das sehr. Wir brauchen Einrichtung von auch militärisch geschützten Schutzzonen in Krisengebieten. Das sind wir noch weit davon entfernt, auch nicht unproblematisch, aber das wird auch sehr wichtig sein. Und wir brauchen sicherlich auch irgendwann, hoffentlich nicht in allzu ferner Zukunft, den effektiven Schutz der EU-Außengrenzen. Wenn es keinen Schutz der EU-Außengrenzen gibt auf Dauer, wird es bald keine Freizügigkeit in Europa mehr geben, wird es keinen Wegfall der Grenzen mehr geben. Das wäre eine mittlere Katastrophe für die Zukunft der Europäischen Union. Möglicherweise würden Sie das sogar in Frage stellen. Das sind keineswegs abschließend die Punkte, sondern nur die, die mir sehr schnell als besonders wichtig und erwähnenswert aufgefallen sind. Aber noch einen weiteren Punkt will ich ansprechen, vor dem Hintergrund wichtiger Bausteine. Die Flüchtlings- und Migrationssituation diesem Jahr in Deutschland, in Europa, ist das Megathema und wird es bleiben. Es kommen in diesem Jahr vielleicht 800.000, vielleicht mehr Menschen nach Deutschland. Ich will auch vor dem Hintergrund mancher Diskussionen eins hervorheben. Ich finde eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Deutschland ist ein Staat, eine Nation, die aus 82 Millionen Bürgerinnen und Bürgern besteht. Da soll es nicht möglich sein, 800.000 Menschen oder auch 1 Million zu integrieren. Die Europäische Union besteht aus 503 Millionen EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern. Diese große, reiche, wohlhabende, insgesamt gesehen Europäische Union soll nicht in der Lage sein, 5 oder auch, sagen wir, 10 Millionen Flüchtlinge aufzunehmen. Wer will mir denn das nachweisen, dass das nicht möglich sein soll? Dass die jetzige Situation mit 800.000 oder mehr in diesem Jahr nicht beliebig wiederholbar sein wird, ist ebenso klar. Alles in diesem Leben, entschuldigen Sie die Plattitüde, ist endlich und begrenzt. Ich weiß nicht, wo die Grenzen sind. Aber Sie merken ja, wie Stimmungen sich verändern und auch das ist vielleicht eine Plattitüde, auch eine sehr humanitäre Flüchtlingspolitik verlangt und setzt voraus die Zustimmung und die Akzeptanz einer breiten Mehrheit in unserer Bevölkerung. Die ist zum Glück vorhanden und ich hoffe, sie ist noch lange vorhanden, weil ich nicht sehe, dass wir in der Lage wären, sehr schnell
zu sichtbaren Ergebnissen zu führen. Ich will noch mal hervorheben, dass ich die Öffnung der Grenzen für zwingend richtig halte, gehalten habe und auch heute noch halte. Die Fachleute hier wissen sehr genau, dass wir seit Jahren Kraft Richterspruch unserer Verwaltungsgerichte keine Flüchtlinge mehr nach Griechenland zurückschieben, weil in Griechenland Flüchtlinge nicht anständig behandelt werden. Glaubt denn irgendjemand, wir könnten Flüchtlinge nach Ungarn zurückschieben? Glaubt denn irgendjemand, dort werden Flüchtlinge anständig behandelt? Glaubt irgendjemand, unsere Gerichte würden das zulassen? Das heißt, die Bundeskanzlerin hat sozusagen, wenn Sie so wollen, das ist jetzt vielleicht etwas sehr zugespitzt formuliert, hat gleichsam antizipiert, was der Rechtsstaat Deutschland zwingend für richtig hält in solchen Situationen. Flüchtlinge in Europa müssen in ihrer Menschenwürde geachtet werden, überall. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen solche Leute, wenn sie eben halt bei uns vor der Tür stehen, auch eben halt bei uns bleiben, solange das geht und solange das gut geht. Jetzt zum Gesetz selber, Verfahrensbeschleunigung, Einstufung als sichere Herkunftsländer. Wir haben dazu eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, die muss man nicht richtig finden, aber das ist die Staatspraxis seit vielen Jahren, seit die Entscheidung stammt aus dem Jahre 1996, ist im 94. Band der amtlichen Sammlung nachzulesen. Es geht um Beschleunigung. Wir haben Anerkennungsquoten in diesen Bereichen, in diesen drei Westbalkanländern von 0,2-0,3%. In solchen Situationen muss es möglich sein, zu vereinfachten Verfahren zu kommen. Das schließt ja nicht aus, dass im Einzelfall, wenn wirklich ausnahmsweise eine Verfolgungssituation da ist, die auch anerkannt wird. In einem anderen Leben, meine Damen und Herren, war ich selber mal Verwaltungsrichter. Also lange her, aber wir haben es damals schon nicht immer gut hinbekommen und wir bekommen es auch heute nicht immer gut. Humanitäre Entscheidungen, meine Damen und Herren, sind nur dann gut, wenn sie schnell erfolgen. Nur schnelles Recht in diesem Bereich ist gutes Recht. Ich rede nicht dem kurzen Prozess das Wort und irgendwas übers Knie brechen. Die Entscheider des Bundesamtes und Verwaltungsrichter sind handverlesen, hochqualifiziert und sehr gut ausgebildet und können ihren Job und machen ihn insgesamt gesehen relativ gut, aber es dauert in aller Regel zu lange, viel zu lange. Wenn wir Monate auf Entscheidungen warten müssen, Jahre auf Entscheidungen warten müssen, schaffen wir Unrecht, Unrecht im Rechtsstaat. Mindestens schaffen wir Härtefälle und dann gibt es dann irgendwann Härtefallkommissionen, die diese Fälle dann glattziehen. Das ist die Praxis. Deswegen werbe ich sehr dafür, dass wir die Dinge so organisieren, nicht nur im Hinblick auf sichere Herkunftsstaaten, sondern auch in anderen Bereichen, dass wir schnell sind. Humanitär heißt schnelles Recht, nicht überaltes Recht, aber schnelles Recht mit qualifizierten Leuten. Und da ist dann manchmal wichtiger, Herr Staatssekretär, manchmal wichtiger, dass wir eine anständige IT-Technik haben. Wenn ich so höre, was da alles an Missständen ist, nicht kompatible Computersysteme und all so etwas, das ist nicht State of the Art. In solch einem Staat wie der Bundesrepublik Deutschland muss so etwas funktionieren. Da sind unglaubliche Ressourcen noch aktivierbar, die verbesserungsfähig sind. Da würde ich sehr darum bitten, dass man diesen Dingen auch mal wirklich nachgeht, um da schleunigst mal endlich mal State of the Art zu haben auf diesem Sektor. Vielleicht manchmal wichtiger als irgendwelche Gesetzesänderungen. Herr Dr. Wiefels, kurz Ihre Unabhängigkeit in Ehren. Wir haben hier aber eine gewisse zeitliche Limitierung. Insofern würde ich Sie Ich bin kurz vor dem Ende. Danke. Ich will, die sichere Herkunftsstaaten ist vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kein Problem. Ich halte es auch für sachgerecht im Sinne von schnellen, rechtsstaatlich sauberen, aber schnellen Entscheidungen. Damit das geklärt ist, ob jemand hierbleiben darf oder nicht. Das muss schnell gehen. Bei den Leistungskürzungen, wenn ich das noch mal kurz erwähnen darf, da muss ich freimütig sagen, ich habe mich nicht näher mit befasst, ob das verfassungswidrig ist.
Ich finde, es ist etwas viel Schlimmeres. Es ist kleinlich, es ist kleinkariert, sehr zugespitzt formuliert. In Deutschland haben auch Strafgefangene im Knast Geld, das ihnen zur Verfügung steht, für den persönlichen Bedarf. Der Vergleich hinkt natürlich in mancherlei Hinsicht, aber vielleicht auch nicht ganz. Zu meinem Persönlichkeitsbild von Menschen gehört, dass die Flüchtlinge selbstständige Menschen sind, denen man zutrauen kann und zutrauen muss, dass sie für den persönlichen Bedarf auch Geld haben müssen. Das Leben eines Flüchtlings in Deutschland ist, das ist nun mal so, etwas teurer als vielleicht in Syrien oder in der Türkei. Deswegen würde ich darum bitten, an dieser Stelle diese Kleinigkeiten zu lassen, jetzt mal unabhängig von verfassungsrechtlichen Prüfungen. Darum würde ich sehr bitten, dass man das neu prüft. Arbeitsmarktzugang ist schon erwähnt worden, finde ich völlig in Ordnung. Und ansonsten ist das Gesetz im Großen und Ganzen ein kleiner Baustein, vernünftig. Die Leistungskürzungen sollte man streichen. Und die anderen Themen, die ich angedeutet habe, sind 10-mal wichtiger. Und wenn man das zusammen sieht, kann man mit diesem Gesetz ganz gut leben. Vielen Dank, Herr Dr. Wiefelspütz. Damit ist die Runde der von den Fraktionen benannten Sachverständigen beendet. Nun kommen die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände. Herr Dr. Vogt, bitte. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, auch unsererseits herzlichen Dank für die Gelegenheit, zu dem Gesetzentwurf hier Stellung nehmen zu können. Ich bin auch Herrn Dr. Wiefelspütz ausgesprochen dankbar dafür, dass er den Kontext, in dem sich dieses Gesetzgebungsverfahren bewegt, dargestellt hat. Das habe ich ein wenig vermisst. Das ist etwas, was natürlich uns auch von der kommunalen Seite sehr interessiert. Wir haben als Kommunen in Deutschland bis heute keinen Zweifel daran gelassen, dass wir bereit sind, Asylbewerber und Flüchtlinge aus den Krisenregionen bei uns aufzunehmen, unterzubringen und auch in die Gesellschaft zu integrieren. Aber wie Herr Wiffelspitz schon angesprochen hat, wir haben es in diesem Jahr voraussichtlich mit 1 Million Zuwanderern zu tun. Ich möchte einfach sagen, das lässt sich nicht beliebig wiederholen. Das ist meines Erachtens der springende Punkt. Auch die Vergleiche mit Anzahl Bürger der Bundesrepublik und Bürger der Europäischen Union in Ehren. Aber wir können das, es gibt seriöse Schätzungen für das kommende Jahr, wenn die Zuwanderung so anhält, so werden wir nächstes Jahr 1,8 Millionen Zuwanderer in Deutschland haben. Das ist für die Kommunen nicht mehr verkraftbar. Die Kapazitäten sind erschöpft. Es gibt die ersten Kommunen, die sich nicht aus Aufgeregtheit, sondern aus purer Verzweiflung weigern, Zuwanderer, Flüchtlinge aufzunehmen. Die Belastungsgrenzen für die Kommunen werden in diesem Jahr erreicht sein. Das wird im nächsten Jahr nicht mehr so weitergehen können. Es mehren sich die Zweifel und die Sorgen auch in der Bevölkerung. Auch da sind wir die Adressaten, was die Flüchtlingspolitik insgesamt angeht. Uns ist vollkommen klar, dass das alles nicht im Wege der nationalen Gesetzgebung gelöst werden kann. Es gibt keine einfache Migrationssteuerung allein auf nationaler Ebene. Herr Dr. Wiffelspütz hat hierzu alles Notwendige gesagt, angefangen bei den Bürgerkriegssituationen vor Ort. Da kann man jetzt über die Akteure der internationalen Politik resonieren, über das Versagen der Europäischen Union bei dem ersten Krisenfall, mit dem sie es zu tun hat. All die ganzen Anstrengungen über Jahre für ein europäisches Asylsystem sind im Grunde in sich zusammengebrochen. Es ist ein Desaster. Auch da natürlich unser Appell an die Bundesregierung, alles auf EU-Ebene zu tun, dass wir da wieder eine vernünftige Regelung bekommen. Also dieses alles als Kontext vorweggeschickt, wird natürlich auch von unserer Seite jeder Schritt auf nationaler Ebene begrüßt. Und insofern würdigen wir auch das, was in dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vorgelegt ist. Wir sehen da durchaus substanzielle Beiträge zu einer Beschleunigung der Verfahren. Auch da sind wir ganz derselben Auffassung, das ist dringend geboten. Die Einstufung der drei übrigen Westbalkanstaaten als sichere Herkunftsländer ist unseres Erachtens überfällig. Sie ist wirkungsvoll. Das zeigen die Antragsentwicklungen in den ersten 8 Monaten dieses Jahres. Um ein 7-faches gestiegen dort, wo diese Einstufung noch nicht erfolgt ist, lediglich um ein Drittel dort, wo sie erfolgt ist.
Wir begrüßen natürlich auch die Umsteuerung, die versucht wird, um den Betreffenden klarzumachen, dass Asylverfahren eine Sackgasse sind und es durchaus die Möglichkeit geben wird, jedenfalls verbessert, zu einer legalen Zuwanderung zum Zwecke der Arbeitsaufnahme. Wir begrüßen die getroffene Regelung zur Erleichterung von Rückführungen. Das ist ein großes Thema für sich. Es muss einfach schon aus Kapazitätsgründen eine konsequente Rückführung dort erfolgen, wo Asylbegehren nicht substanziert sind, nicht begründet sind. Sonst wird das ganze System unglaubwürdig. Und die Anreizwirkung besteht natürlich eklatant in der Weise, dass man sich sagt, selbst wenn ich dort nicht Anerkennung finde, ich werde de facto dort bleiben können. Das kann nicht so bleiben. Ich erspare es mir jetzt, auf Einzelheiten einzugehen und verweise auf unsere schriftliche Stellungnahme zu den Regelungsbereichen Baurecht, Gesundheitsfragen, Integrationsmaßnahmen. Für mich gibt es drei entscheidende Punkte, die in diesem Gesetz nicht geregelt sind, auch nicht geregelt sein können, die außerhalb dieses Gesetzes zu regeln sind. Ich nenne als erstes den nach wie vor bestehenden Flaschenhals des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Es tut mir leid, wir haben sehr zu würdigen gewusst, dass es die Stellen gegeben hat, 1.000 in diesem Jahr, 1.000 im nächsten Jahr. Herr Weise hat jetzt 3.000 Stellen verlangt, das kann man alles nachvollziehen. Wenn diese Stellen nicht in einer konzertierten, breiten Aktion so schnell wie möglich besetzt werden, dann bleibt das BAMF der Flaschenhals bei dem gesamten Verfahren und die Beschleunigung der Verfahren werden wir nicht erreichen. Es hat mich schon ein bisschen erschüttert, dass in der Haushaltsdebatte des Deutschen Bundestages Anfang September erklärt worden ist, von 200 Entscheidern, die in diesem Jahr neu eingestellt werden sollten, seien erst 35 de facto eingestellt. Dieser Angabe ist nicht widersprochen worden. Die Entscheider sind die Schlüsselstelle. Die übrigen 800 Stellen sind Zuarbeit und alles Mögliche. Das kann auch anders organisiert werden, aber auf die Entscheider kommt es an. Und es war klar, seit dem Frühsommer war klar, dass in dieser Größenordnung Entscheider gesucht werden müssen. 35 Anfang September. Also unsere Erwartung an Herrn Weise ist natürlich schon ausgesprochen die, dass ein in ganz anderer Größenordnung hier vorangemacht wird. Die Entscheider sind das Dreh- und Angelgelenk bei der erforderlichen Differenzierung zwischen Asylbewerbern mit und ohne Bleibeperspektive und sie sind das entscheidende Schlüsselgelenk bei dem Verwaltungs- und Verfahrenschaos, das wir leider immer noch in der Aufnahme der Betreffenden in diesem Land haben. Zweites Thema, der Gesetzentwurf schrammt schon ein bisschen an einer Vortäuschung von nicht vorhandenen Entwicklungen entlang. Es geht um die Frage der Erstaufnahmeeinrichtungen. Wir haben jetzt in diesem Gesetz nicht mehr und nicht weniger als die Möglichkeit, dass man die Frist zur Abwicklung der Asylanträge in den Erstaufnahmeeinrichtungen vollständig in Einrichtungen der Länder durchführen kann. Die Signale aus den Ländern waren am nächsten Tag noch in Gesprächen, die wir geführt haben, das könnten wir, ich sage es jetzt mal salopp, vergessen. Die einzelnen Bundesländer erklären, sie seien auf absehbare Zeit nicht in der Lage, die Aufnahmeeinrichtungen so auszubauen, dass diese 6 Monate auch tatsächlich genutzt werden und dass nur diejenigen in die Kommunen weitergeleitet werden, die tatsächlich eine begründete Bleibeperspektive haben. Ich sage mal ausdrücklich, die Kapazitäten der Kommunen müssen reserviert werden für die Menschen mit einer Integrationsperspektive. Denn das ist das, was die Kommunen können und andere eben nicht können. Während das Durchführen von Verwaltungsverfahren bei Asylansprüchen, Anerkennung von Flüchtlingen, das kann man eben zentral sehr viel wirkungsvoller und übrigens auch für die Beteiligten schonender in Einrichtungen der Länder machen. Aber wir müssen uns hier an dieser Stelle drüber im Klaren sein, in diesem Gesetz steht eine Möglichkeit und unsere Hoffnung, dass die Länder dieses auch tatsächlich umsetzen, sind leider sehr begrenzt. Dritter Punkt, Finanzierung ist auch noch nicht angesprochen worden. Wir bedauern ausdrücklich, dass es nicht gelungen ist, das war der Vorsatz der Bundesregierung, die Länder davon zu überzeugen, dass es eine direkte Weiterleitung von Mitteln an die Kommunen gibt.
Wir haben jetzt den Weg über die Umsatzsteuerpunkte. Das ist der Weg, der am wenigsten geeignet ist, Belastungen durch Einzelfälle, Asylbewerber und Flüchtlinge abzubilden. Die Verteilung von Umsatzsteuerpunkten geht nach Einwohnern und geht nicht nach Pro-Kopf-Gesichtspunkten Aufnahme von Flüchtlingen. Also diese drei Punkte, Sie werden in diesem Kreis zu Recht sagen, das ist nicht Angelegenheit auch des Bundes am Ende, aber macht für meine Begriffe eben deutlich, dass wir mit diesem Gesetz zwar eine Reihe von wirkungsvollen Verfahrensbeschleunigungen haben, aber keinen wirklichen Durchbruch, auch nur bei Aufnahmeverfahren für die Betreffenden. Von einer Lösung des Grundproblems sind wir natürlich entsprechend noch sehr viel weiter entfernt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Vogt. Herr Lübking. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, aufgrund der ja weitgehend übereinstimmenden Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände will ich versuchen, dass es jetzt nicht zu vielen Doppelungen an der Stelle kommt und mich auf wenige Punkte auch beschränken. Zunächst auch für uns steht das Asylrecht außer Frage und auch die damit verbundenen humanitären Verpflichtungen in den Städten und Gemeinden. Aber es ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die Städte und Gemeinden aufgrund der Zahlen der Menschen, die uns erreicht haben, an ihre Belastungsgrenzen gekommen sind. Teilweise sind sie auch überschritten. Wir bekommen die Anzeige aus den Kommunen, dass man keine Gebäude mehr findet für die Unterbringung, dass man keine Ausstattungsgegenstände bekommt oder wenn, dann nur zu horrenden Preisen, dass es keine Betreiber mehr für die Flüchtlingsunterkünfte gibt und dass wir immer mehr Belastungsanzeigen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst bekommen. Das heißt also, auch Krankmeldungen nehmen an der Stelle zu. Und wir haben ein breites bürgerschaftliches Engagement, aber auch da wissen wir, dass Grenzen erreicht sind, dass insbesondere DAW oder andere sich immer wieder die Frage gefallen lassen müssen von ihren Arbeitgebern, wie lange geht das noch so weiter, wann steht die eigentlich uns auch wieder zur Verfügung. Und deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass es hier zu einer Atempause kommt, damit, wie Herr Vogt schon gesagt hat, die Kommunen sich eigentlich auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren können. Das ist nämlich nicht die Erstaufnahme zu ersetzen, sondern die Integration derjenigen Menschen, die längerfristig oder sogar dauerhaft hier in Deutschland leben werden. Und daher, von daher erwarten die Städte und Gemeinden eine Begrenzung des Zuzuges. Und wir erwarten insbesondere, hier kann ich das nur wiederholen, eine Beschleunigung der Verfahren. Die Gründe, woran das im Augenblick scheitert, hat Herr Dr. Vogt genannt. Ich will das jetzt hier an der Stelle nicht wiederholen. Und wir brauchen auch die internationale und europäischen Lösungen. Auch die sind angesprochen worden. Mit Blick auf die nationalen Maßnahmen beinhaltet der Gesetzentwurf richtige Schritte, greift auf Forderungen des Städte- und Gemeindebundes auf, bedarf aber vielleicht auch noch einiger Klarstellungen. Wir begrüßen ausdrücklich die Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten sowie die Regelung, dass Ausländer aus einem sicheren Herkunftsstaat verpflichtet werden, bis zur Entscheidung des Bundesamtes oder bis zur Ausreise in der Erstaufnahmeeinrichtung zu bleiben. Allerdings fehlt es hier an der korrespondierenden verpflichtenden Regelung für die Länder, die Betreffenden auch so lange in der Erstaufnahmeeinrichtung zu belassen. Das gilt auch für die Ausweitung auf die 6-Monats-Frist. Die Stellungnahme des Bundesrates oder der Stellungnahme des Bundesrates ist klar zu entnehmen, dass die Länder ja auch hier weiterhin von ihren Möglichkeiten Gebrauch machen werden, kurzfristiger zuzuweisen. Und wir erleben es ja in einzelnen Bundesländern, dass mittlerweile die Amtshilfe zur Erstunterbringung zur Regel geworden ist. Und das erschwert eben für die Kommune die tatsächliche Aufgabe, ich kann mich da nur noch mal wiederholen, hier für die dauerhafte Integration zu sorgen. Mit Blick auf die 6-Monats-Frist ist allerdings zu bedenken, dass die neue Regelung in 47 Absatz 1 Asylverfahrensgesetz nicht da zu führen darf, dass auch Asylsuchende mit Bleibeperspektive es zu einer faktischen Verlängerung des Arbeitsverbotes, des dreimonatigen Arbeitsverbotes kommt. Das muss entsprechend auch klargestellt werden.
Wir bedauern, dass der Gesetzentwurf auf Regelungen zu verzichtet, die es ermöglicht, Asylbewerber, die in sicheren Drittstaaten aufgenommen wurden, die Einreise zu verweigern und Asylverfahren analog der Flughafenregelung in sogenannte Transitverfahren bereits an der Grenze durchzuführen. Mit Blick auf die Finanzierung sehen wir die Beteiligung des Bundes als einen ersten Schritt. Auf die Problematik des Verfahrens hat der Dr. Vogt schon hingewiesen. Dies sehen wir genauso. Wir sehen hier noch nicht, dass die Länder diese Gelder eins zu eins tatsächlich an die Kommunen weiterleiten. Vor allen Dingen sehen wir im Augenblick auch noch nicht eine ausreichende Finanzierung für die anstehenden Aufgaben auch der Integration der Menschen. Die Sprachförderungen sind ja teilweise im Gesetz angesprochen worden, aber das ist noch nicht ausreichend. Hier wird auch noch vieles weitere auf die Kommunen zukommen und finanziert werden müssen. Und hier brauchen wir auch entsprechende Regelungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lübking. Und nun Herr Dr. Ruge für den Deutschen Landkreistag. Herr Vorsitzender, verehrte Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank auch für die Einladung. Es ist jetzt schwierig, das noch zu ergänzen. Ich schließe mich den Ausführungen meiner beiden kommunalen Vertreter Vorredner an. Ich will darauf hinweisen, wir nehmen vor Ort die Herausforderung an, den Zustrom zu bewältigen, weil die Menschen eben real bei uns auflaufen. Ich will aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass die Grenze der Belastbarkeit, auch das ist gesagt worden, erreicht ist. Wir müssen den Zustrom begrenzen und deshalb sind alle Maßnahmen, die der Gesetzentwurf vorsieht, die für die Verfahrensbeschleunigung vorgesehen sind, die mit Blick auf den Abbau von Fehlanreizen vorgesehen sind, auch alle Maßnahmen für Rückführung richtig. Sie sind ein erster Schritt, sie reichen nicht, aber sie gehen in die richtige Richtung. Deshalb begrüßen wir den Gesetzentwurf. Wir anerkennen in der Summe den finanziellen Beitrag des Bundes. Die Höhe ist zum jetzigen Zeitpunkt aus kommunaler Sicht nicht zu kritisieren. Wir kritisieren, dass es überhaupt kein Packende gibt für eine kommunale Entlastung. Der Umsatzsteuerschlüssel ist einer, der den Ländern gerecht wird. Er hat keinen kommunalen Bezug. Insofern ist der ursprüngliche Antritt, den auch die Bundesregierung verfolgt hat, die Kommunen substanziell zu entlasten, an der Stelle verfehlt worden. Ich will es im Einzelnen kurz begründen. Asylverfahrensgesetz. Wir halten die sicheren Herkunftsländer, wie auch die beiden Kollegen bereits ausgeführt haben, für richtig. Es ist wirksam. Es ist auch europarechtlich und europapolitisch richtig. Wir reden hier über Länder, mit denen wir über Beitritt zur EU verhandeln. Es kann nicht sein, dass wir über 300.000 Zuwanderer aus den Westbalkanstaaten haben, wenn die Staaten kurz vor dem Eintritt in die EU stehen. Und es ist auch aus den Ländern dort heraus gewünscht. Die Verlängerung des Aufenthalts in den Erstaufnahmeeinrichtungen ist richtig. Es wäre noch besser gewesen, das Ganze wäre mit einer Pflicht verkoppelt gewesen, dass nicht nur die Asylbewerber betroffen sind, sondern auch die Länder verpflichtet sind, die Asylbewerber in den Erstaufnahmeeinrichtungen zu halten. Nur dann haben wir eine wirkliche kommunale Entlastung. So wird sich das in der Praxis genauso auswirken, wie Herr Vogt dargestellt hat. Die Verpflichtung, in den Asylbewerber auf Erstaufnahmeeinrichtungen zu bleiben, wird missachtet werden. Wir haben Weiterleitung aus den Erstaufnahmeeinrichtungen auf die kommunale Ebene nach 1, 2, 3 Tagen. Insofern ist die 6-Monats-Frist schön, aber sie folgt sozusagen, es folgen keine praktischen Auswirkungen. Richtig ist auch, das hat der Kollege Vogt kurz gesagt, wir hätten uns sogar noch mehr gewünscht. Wir hätten uns gewünscht, wie im ursprünglichen Entwurf vom 14. September, der veröffentlicht worden ist, auf welche Weise auch immer, dass es die Transitzone gibt, dass es Verfahren an der Grenze gibt. Auch da gibt es weder europarechtliche noch verfassungsrechtliche Bedenken. Das Bundesverfassungsgericht hat das Flughafenverfahren, das ein Transitverfahren ist, bereits vor längerer Zeit als solches gebilligt und die Asylverfahrensrichtlinie sieht ein Verfahren an der Grenze vor. Auch das hätten wir uns mit Blick auf Entlastung der kommunalen Kapazitäten gewünscht. Asylbewerberleistungsgesetz, wir halten die Leistungskürzung für richtig. Ich will darauf hinweisen, es handelt sich um einen Personenkreis von vollziehbar Ausreisepflichtigen. Denen ist die Ausreise möglich und zumutbar. Es handelt sich nicht um Geduldete. Wir sehen in der Problematik, wir sehen hier überhaupt keine Problematik, weder verfassungs- noch europarechtlich. Wir halten das auch als Signal für diejenigen, die ausreiseverpflichtet sind, für durchaus richtig. Der ursprüngliche Entwurf, 14. September, sah sogar unabweisbaren Reisebedarf, Reisebeihilfen vor. Das wäre sogar noch konsequenter gewesen. Wir halten auch den Vorrang von Sachleistungen in den Erstaufnahmeeinrichtungen für 100% richtig. Die Leute sind dort versorgt. Insofern ist der Vorrang von Sachleistungen nur konsequent an der Stelle. Mit Blick auf das Aufenthaltsgesetz halten wir die Öffnung der Integrationskurse für diejenigen, die eine Bleibeperspektive haben, ebenfalls für unabdingbar. Auch das ist richtig, entspricht einer langjährigen kommunalen Forderung. Wir hätten uns diesbezüglich sogar gewünscht, dass die Begrenzung innerhalb der freien Kapazitäten entfällt.
Es muss generell ermöglicht werden, insofern kann das Ganze sogar als Anspruch ausgestaltet werden, dass diejenigen mit Bleibeperspektive tatsächlich die bundesfinanzierten Integrationskurse in Anspruch nehmen kann. Ebenfalls Aufenthaltsgesetz. Die Regelungen zur Abschiebung sind hundertprozentig richtig. Wir haben derzeit 50.000 alleine in diesem Jahr vollzugsfähige Bescheide des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Real abgeschoben haben wir 10.000 durch zwangsweise Abschiebung bei 13.500 freiwilligen Ausreisen. Das heißt also, wir haben einen erheblichen Rückstau, was das angeht. Alles, was Abschiebungen derjenigen, die ausreisepflichtig und vollziehbar ausreisepflichtig sind, beschleunigt, ist richtig. Deshalb geht das Ganze in die richtige Richtung. Finanzielle Beteiligung. Wir haben keine Fallpauschalen, wir haben keine Verfassungsänderung, die eine unmittelbare Finanzierung der kommunalen Ebene an der Stelle ermöglicht. All das ist diskutiert worden, auch in der Bundesregierung diskutiert worden. Wir hätten, weil wir die Strukturen des Grundgesetzes, was die Finanzverfassung einhalten, nicht von vornherein eine Verfassungsänderung eingefordert, sehen allerdings angesichts der nicht erfolgten Weiterleitung, wir haben Länderregierungen, die jetzt schon sagen, sie wollen die Mittel, die der Bund bereitstellt, nicht weiterleiten, allmählich im Seehofer'schen Sprech eine Notwehrsituation, wo wir uns vielleicht dazu aussprechen werden, irgendwann eine Verfassungsänderung zu fördern, um eine unmittelbare Finanzierung zu ermöglichen. Das halte ich nicht für wünschenswert. Richtig ist verfassungsrechtlich, dass die Länder in der Vollfinanzierungspflicht stehen und dieser Verantwortung auch gerecht werden. Mecklenburg-Vorpommern wie Bayern schaffen das. Das sollten andere Länder genauso praktizieren. Leider ermöglicht der Gesetzentwurf mit Blick auf Artikel 8 überhaupt kein kommunales Packende, weil wir eine einzelne Summe haben, die einen Rechnungsschlüssel darstellt, weil wir mit Blick auf die Abschlagszahlung eine Rechnungsgröße haben, weil wir aber keine Möglichkeit haben, darauf hinzuweisen, wir haben eine Belastungssituation und können das in irgendeiner Weise mit einer Pauschale bei den Ländern auch nur politisch deutlich machen. Insofern ist die Regelung im Umfang und in der Summe nicht zu kritisieren, sie ist in der Ausgestaltung zu kritisieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Ruge. Ganz herzlichen Dank an alle Damen und Herren Sachverständigen für Ihre Beiträge. Wir haben fast anderthalb Stunden dichte Informationen und Meinungen hier vorgetragen bekommen, was bedeutet, dass wir jetzt in die erste Fraktionsrunde einsteigen. Ich darf noch einmal daran erinnern, dass wir das Thema sichere Herkunftsländer vereinbarungsgemäß um 13.30 Uhr behandeln, sodass ich das bei den Fragen zu berücksichtigen bitte und bitte gleichzeitig die Vertreter der Fraktionen unmittelbar möglichst die Fragen an Sachverständige zu richten, damit dann auch direkt geantwortet werden kann. Von Seiten der CDU ist mir als erste Fragestellerin Frau Kollegin Wagen genannt worden. Ja, von meiner Seite erstmal herzlichen Dank an die Sachverständigen für die Ausführungen. Ich würde aber ohne große Vorbemerkungen direkt in die Fragen einsteigen, um die Zeit auch optimal zu nutzen. Ich hätte eine Frage eingangs zunächst an Herrn Professor Thüm, Herrn Professor Kluth und Herrn Dr. Sommer. Nochmals, halten Sie die Änderungen für geeignet, konkret die Asylverfahren zu straffen und die Unterscheidung zwischen Schutzbedürftigen und Nichtschutzbedürftigen zu stärken? Und ebenfalls an die Herren sowie an Herrn Dr. Vogt die Frage, welche Entlastungen für die Länder und Kommunen sind von der Verlängerung der möglichen Aufenthaltsdauer der Asylantragsteller in den Erstaufnahmeeinrichtungen von 3 auf 6 Monaten zu erwarten? Und insbesondere, wie bewerten Sie die abweichenden Regelungen für die Antragsteller aus den sicheren Herkunftsstaaten? Dann hätte ich eine Frage an Herrn Dr. Sommer und Herrn Dr. Ruge. Inwieweit halten Sie das Verbot der Ankündigung des Abschiebetermins sowie das Ausschließen der Annahme eines Härtefalls beim Feststehen eines Rückführungstermins für geeignet, die bestehenden Ausreisepflichten besser durchzusetzen? Und welche weiteren Auswirkungen sind von diesen Regelungen zu erwarten? Und an Frau Schneider und Herrn Dr. Ruge eine Frage zu den Änderungen im Baugesetzbuch. Inwiefern sind diese Regelungen, die getroffen sind, ausreichend, um die Errichtung der Flüchtlingsunterkünfte erheblich zu beschleunigen? Jetzt hätte die Frau Kollegin Lindholz eine Nachfrage, wenn sie die kurz jetzt stellen dürfte schon zu dem Eingangsstatement. Ansonsten kann ich sie auch stellen. Wir haben ja gleich noch eine weitere Runde. Insofern wäre ich dankbar, wenn wir Fragen dann. Genau, ja. Kann meine Schrift nicht lesen. Zu den Regelungen, zu den Leistungseinschränkungen und dem Vorrang von Sachleistungen. Halten Sie das für zielführend, um Fehlanreize zu beseitigen? Halten Sie die Regeln für verfassungsgemäß? Das hatten Sie schon gesagt. Und
Genau, Herr Professor Thüm meinte, dass dazu auch eine Klarstellung der Regelung im Gesetz er für erforderlich halten würde. Da hätte ich gern von Herrn Kluth und Herrn Dr. Sommer gewusst, ob die beiden das genauso sehen. Vielen Dank. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir auch in der alphabetischen Reihenfolge bei den zahlreichen Fragen wieder vor. Herr Professor Kluth, Sie wären dann als Erster mit der Beantwortung. Ja, vielen Dank. Also die erste Frage geht ja darum, ob wir mit einer verfahrensbeschleunigenden Wirkung zu rechnen ist. Das ist meines Erachtens einmal insofern der Fall, als von der Struktur her mit der Erweiterung der sicheren Herkunftsstaaten die entsprechenden Beschleunigungsmöglichkeiten aktiviert werden, die wir im Gesetz haben. Und hier ist es ja so, das ist vielleicht auch noch mal zu betonen, dass eine Einzelfallprüfung erfolgt, dass aber, wenn keine besonderen, also aufgrund der erhöhten Darlegungslast, dass ein atypischer Fall vorliegt in Bezug auf diese Staaten, grundsätzlich sowohl im behördlichen Verfahren als dann auch im Gerichtsverfahren wir Verkürzungsmöglichkeiten haben. Und das ist, wenn man die Fallzahlen sieht, sicherlich mit einer Entlastung und auch einer Beschleunigung verbunden und wird die entsprechenden Effekte haben. Die Frage, in welchem Umfang das jetzt bei der Gesamtsituation eine Rolle spielt, ist sicherlich auch davon abhängig, wie schnell jetzt die anderen vorgesehenen Regelungen, also bei der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte und so weiter, auch umgesetzt werden. Das heißt, es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie schnell man das alles in die Praxis auch bringt. Und auch an der Stelle vielleicht eine kleine Zwischenbemerkung zu dem Thema Stellenbesetzung. Wir sind hier auch bei den Verwaltungsgerichten durchaus in der großen Herausforderung, die entsprechende Qualifikation zu erwerben. Es werden ja landesspezifische Kenntnisse verlangt. Es ist eine komplizierte Rechtsmaterie. Die Thematik wird, das werden die Kollegen bestätigen, nur an wenigen rechtswissenschaftlichen Fakultäten vertieft gelehrt. Das heißt, hier sind wir auch insgesamt in einer Qualifikationsherausforderung. Und auch was den Entscheider angeht, darf man nicht so tun, als wenn der gewissermaßen wie ein Brötchen im Regal liegt und man den einfach einstellen kann. Da ist auch eine Herausforderung für die Hochschulen, durch entsprechende Angebote zeitnah eine Qualifikation zu ermöglichen. Dann ist, glaube ich, in Bezug auf die verlängerte Verweildauer und die damit verbundenen Entlastungseffekte auf den Punkt hinzuweisen, nämlich die infrastrukturellen Rahmenbedingungen. Das Gesetz ermöglicht hier entsprechende Entlastungen und auch Beschleunigungen. Sie müssen allerdings durch die tatsächlichen Kapazitäten auch ermöglicht werden. Und hier wird man auch überlegen müssen, aus meiner Sicht, was da die richtigen Kanäle sind. Also inwiefern, wir haben ja auch jetzt im Baurecht die entsprechenden Möglichkeiten, das zu beschleunigen. Das geht alles nicht von jetzt auf gleich, sondern verlangt entsprechende Maßnahmen. Und deswegen finde ich auch die jetzt nachsteuernden Verbesserungen im 246 BauGB, wo man ja auf ein paar Probleme, die die bisherige Novellierung hatte, noch mal reagiert hat, für sehr wichtig, um zum Beispiel den Kreis der Gebäude, die man nutzen kann und bei denen der Aufwand für die Umgestaltung verhältnismäßig ist, um das noch mal entsprechend so nachzuführen. Insofern muss man sicherlich auch die empirischen Grundlagen, also was für Möglichkeiten schnellen Handelns gibt es überhaupt vor dem Hintergrund von tatsächlichen Gegebenheiten, hier mit einbeziehen. Aber das, was hier gesetzlich ermöglicht wird, ermöglicht eine Beschleunigung. Und die Frage, wie schnell es umgesetzt werden kann, hängt von vielen Faktoren ab, die man als Gesetzgeber ohnehin nicht so ohne weiteres beeinflussen kann. Die komplizierte Frage, kompliziert wegen Interpretationsfragen, ob die Verkürzung, also der Übergang zu Sachleistungen und auch die Leistungsverkürzung zielführend ist, muss man, glaube ich, jetzt ganz allgemein vor dem Hintergrund betrachten, dass eine sogenannte Abschreckungswirkung nur dann auftreten wird, wenn die Regelung in sich auch klar und vermittelbar ist. Das heißt, wenn wir eine Regelung haben, von der jetzt nicht mal im Gesetzgebungsverfahren man genau weiß, auf wen sie anwendbar ist, ist das sicherlich nicht ausreichend zielführend. Deswegen würde ich auch die Klarstellung, auf welche Fälle man eigentlich hier abzielt im Gesetzgebungsverfahren, wie Sie, Herr Thüm, angesprochen hat, also unterstützen. Und die Frage,
ist jetzt der bürokratische Mehraufwand. Wir erinnern uns, es wurden ja die Sachleistungen zurückgeführt wegen des bürokratischen Aufwands und es wurde zu Geldleistungen Übergang. Ist das jetzt zielführend in Bezug auf diesen Zweck? Das kann man nicht also von vornherein ausschließen, aber wir haben natürlich auch dann diese verfassungsrechtliche, ich will mal sagen, Unsicherheit. Und da ist es meines Erachtens wichtig, sich auch noch mal klar zu machen, dass natürlich ein Verfassungsgericht immer bestimmte Fallkonstellationen entscheidet und die Frage, also dieser pauschale Satz, dass es keine migrationspolitische Rechtfertigung gibt, die Leistungen in Bezug auf das Existenzminimum abzusichern, in welchem Kontext das getätigt worden ist. Und ich kann mir durchaus eine Lesart vorstellen, dass diese Fälle, wo also die Rückführung unmittelbar bevorsteht, jedenfalls nicht im Fokus der Entscheidungsfindung durch das Bundesverfassungsgericht standen. Der Gesetzgeber sollte sich allerdings auch darüber im Klaren sein, dass es ein schlechtes Signal ist, wenn jetzt eine solche Regelung getroffen wird und dann wieder aufgehoben wird. Aber das ist ja immer so. Bei solchen Dingen, deswegen scheint mir die genaue Begründung und die genaue Abgrenzung, die dann die Begründung erst möglich macht, in Bezug auf die betroffenen Personenkreise sehr wichtig. Das andere ist, wie viel, also auch in den jetzigen Vorschriften ist ja viel Ermessen noch drin. Das heißt, es bleibt den Behörden vor Ort belassen, Ermessen auszuüben. Und das muss man dann auch mit berücksichtigen, also in welche Richtung dann die tatsächliche Gesetzesanwendung also tendiert. Weil vor Ort, das ist also meine Befürchtung oder meine Sicht der Dinge, wird der bürokratische Mehraufwand dazu führen, dass man es eher so belässt wie bisher. Aber das ist die Problematik der Praxis dann. Vielen Dank, Herr Professor Kluth. Frau Schneider wäre die Nächste mit der Antwort. Ich darf noch mal ein bisschen auf die zeitliche Limitierung hinweisen und möchte freundlich bitten, auch in den jetzigen Antworten das, was bei den Stellungnahmen schon so hervorragend geklappt hat, fortzuführen, damit möglichst viele Kolleginnen und Kollegen auch die Gelegenheit haben, noch Fragen zu stellen und dann natürlich auch noch Antworten zu bekommen. Vielen Dank. Ja, ich mache es kurz. Auf die Belastung der Kommunen und Landkreise bei der Unterbringung von Flüchtlingen ist ja auch schon mehrfach hingewiesen worden. Und aus der Praxis berichtet ist es zum Beispiel so, dass wir jetzt eine Zuweisung bekommen bis Ende des Jahres in einer Höhe von 1.400. Das ist fast eine Verdopplung der Zahl, die wir bereits im Landkreis untergebracht haben. Und das werden wir nicht mehr in den Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen tun können, sondern wir sind jetzt darauf angewiesen, sozusagen die ersten Notunterkünfte zu errichten. Und bei dieser Errichtung der Notunterkünfte brauchen wir etwas freie Hand, die uns durch die Änderung des Baugesetzbuches auch gegeben werden. Hier ist insbesondere die auf längstens 3 Jahre zu befristende Errichtung von mobilen oder befristeten Unterkünften in Gewerbe- und Industriegebieten sowie Sondergebieten zu sehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir warten jetzt sogar darauf, dass es ganz schnell verabschiedet wird, weil sonst geht uns wirklich die Luft aus, sowie die Genehmigung zur Errichtung von Behelfsunterkünften auch auf festgesetzten Gemeindebedarfsflächen, wie beispielsweise Parkplätze. Auch darauf warten wir dringend, damit wir handlungsfähig bleiben. Herr Dr. Sommer. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt eine ganze Reihe von Fragen zu den Punkten, die die Straffung des Asylverfahrens, die Geeignetheit des Gesetzentwurfs dafür betreffen. Kann ich mich Herrn Professor Kluth anschließen. Das ist sehr wohl geeignet dafür. Allein die verlängerte AE-Unterbringung ist dazu gut geeignet, weil in der AE, wie Sie wissen, alle staatlichen Behörden, die mit dem Asylverfahren zu tun haben, oder alle Behörden, nicht nur staatliche, vertreten sind. Das sind die Sozialbehörde, das ist die Ausländerbehörde, das ist die Unterbringungsbehörde. Das ist, wie wir es in Bayern jetzt auch machen, eine Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichtes, sodass hier wirklich in diesem Zusammenhang der Aufnahmeeinrichtung vieles sehr viel schneller erfolgen kann, als wenn die entsprechenden Menschen irgendwohin in dieses Land verteilt worden sind. Ich denke, die Länder werden
Bayern tut es zumindest, werden auch diesen Gesetzentwurf zum Anlass nehmen, die Zahl der Aufnahmeeinrichtungen noch einmal gewaltig zu erhöhen. Wir haben in Bayern 2 gesonderte Aufnahmeeinrichtungen geschaffen als Ankunfts- und Ausreiseeinrichtungen für Westbalkan, wo das jetzt idealtypisch verwirklicht wird. Ich denke, hier gibt es viele Möglichkeiten. Und ich wollte auch bei der Entlastung der Kommunen doch einmal darauf aufmerksam machen, dass das Modell, wie es in anderen Ländern praktiziert wird, dass von den Ländern das an die Kommunen verschoben wird, und das Problem in Bayern so nicht existiert. Wir haben immer schon eine staatliche Unterbringungsverwaltung gehabt über die Bezirksregierungen. Das heißt, es macht für den Freistaat Bayern keinen Unterschied, ob ich jemanden in einer Aufnahmeeinrichtung habe oder in einer staatlichen Gemeinschaftsunterkunft später. Immer ist der Freistaat Bayern zugänglich. Dieses Modell bietet sich vielleicht auch für andere Länder an. Es wurde dann auch gefragt, wie sieht es mit dem Verbot der Ankündigung der Abschiebung aus? In der Tat, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich kenne Ländererlasse, wo das den Ausländerbehörden auferlegt wird, eine Abschiebung vorher anzukündigen. Das hat ganz einfache Konsequenzen. Wenn ich sie vorher ankündige, ist mit 70-80%iger Wahrscheinlichkeit der Betreffende nicht da. Ist ja auch ganz normal. Ja, ich mache zurzeit jede Woche eine Sammelabschiebung in der Größenordnung von 100 Personen. Das würde in keiner Weise funktionieren, wenn wir die Abschiebungen vorher ankündigen würden. Da wäre die Erfolgsquote bei 20%. Ja, wenn man so mit den Ausländerbehörden umgeht, ja, man verpflichtet sie, Gesetze umzusetzen, ihnen aber gleichzeitig dazu die Möglichkeiten entzieht oder sie praktisch ihre Mittel untauglich macht, dann geht das einfach so nicht, wenn das Ziel ist, dass wir die abgelehnten Asylbewerber auch wieder außer Landes bringen wollen. Die Einfügung für die Härtefallkommission finde ich richtig, ist in Bayern kein Thema, weil wir sehr verantwortungsvoll mit unserer Härtefallkommission zusammenarbeiten. Fälle, die unmittelbar vor der Abschiebung stehen, werden in Bayern de facto nicht in die Härtefallkommission gebracht. Auch hier weiß ich, dass das in anderen Ländern anders ist. Ich kenne sogar ein Land, muss jedem abgelehnten Asylbewerber ein Hinweis gegeben werden, dass er sich an die Härtefallkommission wenden kann. Ja, wenn man so damit umgeht, dann können die Ausländerbehörden ihre Pflichten schlichtweg nicht erfüllen. Die Leistungseinschränkung für abgelehnte Asylbewerber halte ich für völlig unproblematisch verfassungsgemäß. Wenn Sie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts lesen, stellen Sie fest, dass dort die Differenzierung, ja, also dass dort gesagt wird, das Ganze muss auch gelten für Personen, deren Ausreisepflicht festgestellt worden ist, ein amtlichen Verfahren in aller Regel durch ein Verwaltungsgericht auch bestätigt. Da wird gar nichts weiter zu gesagt. Und ich bin mir sehr sicher, dass dieses Urteil und die Entscheidung dieses Bundesverfassungsgerichtes sich bezog auf Personen, die im laufenden Asylverfahren sind. Wir werden keine Schwierigkeiten haben, denke ich, verfassungsmäßig diese Leistungseinschränkung hier durchzusetzen. Notfalls, dazu ist es in den 90er Jahren auch gekommen, wäre dann es Sache des Deutschen Bundestages, das Grundgesetz entsprechend zu ergänzen. Ich glaube aber nicht, dass das notwendig werden wird. Das Thema Duldung ist in der Tat ein wenig problematisch. Ich gehe davon aus, dass die entsprechende Einschränkung im Paragraphen 1a Absatz 2 Asylbewerberleistungsgesetz alle ausreisepflichtigen Ausländer betrifft. Das sind auch Geduldete. Nur mal vielleicht auch an die kommunale Seite gerichtet. Ich glaube, da liegt ein gewisser Irrtum vor. Geduldete sind Personen, die wir momentan zeitweise nicht abschieben können, weil sie über ihre Identität täuschen, ja, weil es Staaten sind, die Abschiebung nicht mitmachen, ja, keine Heimreisepapiere geben, ja, oder weil es Staaten gibt, in die wir momentan keine Abschiebung durchführen können. Die können aber in all den Fällen freiwillig ausreisen, sonst müsste ihnen ein Aufenthaltstitel gegeben werden. Es gibt überhaupt keinen Grund, Geduldete anders zu behandeln, also ausreisepflichtige Ausländer, die auch eine Duldung erhalten haben, als normale ausreisepflichtige Ausländer. Die Vorschrift würde auch völlig leer laufen, wenn sie nur auf wenn Geduldete ausgenommen würden. Und ich gehe vom Wortlaut davon aus, dass Geduldete enthalten sind, dass auch Personen enthalten sind, die umfasst sind, die nach Dublin zu überstellen wären. Aber gegen eine entsprechende Ergänzung würde ich mich nicht wehren, denn ich aus ausländerrechtlicher Sicht sehe ich das Problem, dass hier Sozialgerichte zu entscheiden haben. Und da weiß ich nicht so sicher, wie diese Entscheidung ausgehen wird. Das vielleicht noch von meiner Seite. Danke. Danke, Herr Professor Thüm.
Vielen Dank, Frau Wagner. Ich werde es kurz halten. Sie haben gefragt, wenn ich richtig zugehört habe, ob die Maßnahmen geeignet sind, dem Ziel des Gesetzes dazu beizutragen. Wenn der Jurist Eignung hört, dann denkt er darunter, trägt die Maßnahme zur Zielerreichung bei? Und da wäre die Antwort wahrscheinlich ein eindeutiges Ja. Die Maßnahmen tragen bei zur Zielerreichung. Nur zu sagen, dass etwas zur Zielerreichung beiträgt, heißt noch nicht, dass das Ziel erreicht wird, dass man die Asylverfahren in der Geschwindigkeit durchführen wird, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Und das liegt sicher an einer ganzen Reihe von Faktoren, die auch angesprochen wurden. Zum einen hängt die tatsächliche Auswirkung an Faktoren außerhalb des Bundesgebietes, wo eben die Bundespolitik keinen Einfluss hat. Und zweitens, im gewaltenteiligen Bundesstaat, den wir in Deutschland haben, hängt es eben alles auch nicht nur an der Bundesgesetzgebung. Es gibt Länder und die Sachen müssen vollzogen werden. Herr Wiefelspütz hatte auf die Probleme der EU hingewiesen. Die EU macht sehr viel Gesetzgebung, die aber in Griechenland nicht angewandt wird. Und dasselbe Problem haben in einem gewissen Ausmaß auch Sie als Bundesgesetzgeber. Schon seit Jahren steht im Aufenthaltsgesetz drin, im § 58 Absatz 1, der Ausländer, der, rein maskulin übrigens, ist abzuschieben, wenn die Ausreisepflicht vollziehbar ist. Das tut verwaltungsrechtlich indizieren, eine Pflicht der Behörden, eine Maßnahme durchzuführen. Wir wissen, wenn wir uns die Statistiken anschauen, dass das in der Wirklichkeit nicht passiert. Sie als Bundesgesetzgeber können hier nur flankierend tätig werden und die Länder versuchen, in die Richtung zu drängen. Letztlich ist es aber eine Frage der Landespolitik. Zum Bereich der Leistungskürzung. Auch hier haben Sie gefragt, ob das Ziel einer Anreizreduktion erreicht wird. Da muss man, wenn man sich mit sozialwissenschaftlichen Studien beschäftigt, wahrscheinlich differenzieren. Sozialwissenschaftliche Studien sagen uns zum einen, Migrationsbewegungen sind sehr individuell. Das heißt, es kommt sehr stark auf den Herkunftsstaat, sehr stark auch auf die Personengruppen an, wie Maßnahmen wirken. Und es gibt Indizien, dass bei Westbalkanländern die Frage der Sozialleistung ein sehr viel relevanterer Faktor ist, als es zum Beispiel bei Syrern der Fall ist. Also so, dass man durch diese Leistungsreduktion wohl in Bezug auf den Westbalkan mehr erreicht, als es in Bezug auf Syrien und andere Nahoststaaten der Fall ist. Bei der verfassungsrechtlichen Wertung in Bezug auf die Sachleistung, ich denke, da ist es auf Grundlage des Verfassungsgerichtsurteils relativ klar, dass Sachleistungen möglich sind, soweit sie in der tatsächlichen Handhabung eben den verfassungsrechtlichen Vorgaben genügen. Aber das ist dann eben eine Frage, die auf die Länder verweist, weil die Länder dann dafür zuständig sein werden, in ihrer Praxis sicherzustellen, dass das, was tatsächlich als Sachleistung gewährt wird, dann auch den Vorgaben der Verfassung entspricht. Und soweit das im Einzelfall nicht der Fall ist, können die Betroffenen dann auch die Gerichte in Anspruch nehmen, um das einzuklagen. Wenn ich vielleicht auch im Anschluss Herrn Kluth noch mal eins unterstreichen dürfte. Bei der verfassungsrechtlichen Wertung fällt es momentan schwer, eine abschließende Stellungnahme zu geben, was eben auch daran liegt, dass das Bundesverfassungsgericht sehr stark eine sogenannte prozedurale Lösung gewählt hat. Das heißt, es hat dem Gesetzgeber sehr viel Spielraum gegeben, aber es hat ihm verfahrensrechtliche Vorgaben getätigt, wie es diesen Spielraum auszuüben hat. Und es sind da sehr große Begründungslasten auch in der Rechtsprechung enthalten. Und die sind bisher von der Gesetzesbegründung nicht erfüllt. Das ist auch gar nicht schädlich, weil das Bundesverfassungsgericht gar nicht verlangt, dass es in der Gesetzesbegründung alles drin sein muss. Nur das ist gegebenenfalls dann eben nachzureichen. Und erst dann wird man das Ganze abschließend beurteilen können. Und bei der Frage wird dann auch ganz entscheidend sein, da war ich selber auch noch mal überrascht, als ich die Entscheidung aus dem Jahr 2011 gelesen hatte, die ich auch so im Grundtenor eigentlich in Erinnerung hatte, alle bekommen letztlich dasselbe, dass in der Entscheidung selber im Bereich des Obersatzes, also dort, wo die verfassungsrechtlichen Maßstäbe abstrakt generell dargelegt werden, eine überraschend starke Differenzierung nach der prognostizierten Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet enthalten war, Rand Nummer 63 bis 93 bis 96 für alle, die das nachlesen wollen. Und das ist natürlich mit Hinblick auf den aktuellen Gesetzentwurf eine sehr entscheidende Vorgabe, weil der Gesetzentwurf eine Einschränkung ja gerade für Personen vornimmt, wo ein Aufenthalt nicht auf Dauer zu erwarten ist, sei es diese Relokationsfälle, sei es die vollziehbare Ausreisepflicht, sei es die Fälle der Duldung, solange wir uns nicht in Situationen der sogenannten Kettenduldung bewegen, wo über viele Jahre eine Duldung gewährt wird. Wenn der Gesetzentwurf auch auf solche Konstellationen erstreckt würde, dann sind wir in einer Situation, die dann doch dem
nahe käme, was 2011 vom Bundesverfassungsgericht vielleicht auch vollkommen zu Recht kritisiert wurde. Damals, ich habe mir den Tatbestand des Urteils noch mal angeschaut, waren über 2/3 der Personen, die vom Asylbewerberleistungsgesetz erfasst wurden, bereits seit über 6 Jahren in Deutschland. Der Beschwerdeführer im konkreten Ausgangsverfahren war damals schon 8 Jahre in Deutschland. Das sind natürlich gänzlich andere Ausgangsvoraussetzungen gewesen als die Personengruppen, über die wir jetzt reden. Und das wird bei der verfassungsrechtlichen Bewertung sicher ein ganz entscheidender Aspekt sein. Vielen Dank, Herr Dr. Vogt, und dann Herr Dr. Ruge. Ja, wir sind gefragt worden zur Entlastungswirkung der Verlängerung der 3-Monatsfrist im Asylverfahrensgesetz auf 6 Monate. Ich hatte das ja schon angesprochen. Wir sind ganz entschieden der Auffassung, dass die Asylverfahren, Anerkennungsverfahren für Flüchtlinge komplett in Landeserstaufnahmeeinrichtungen durchgeführt werden müssen. Und dazu bietet dieses Gesetz die Möglichkeit, aber leider ist die Realität eine andere. Und das war schon deutlich in dem Beschluss der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten vom 24. September. Da steht nämlich drin, dass Bund und Länder sich verpflichten, die Voraussetzungen zu schaffen, die Asylbewerber und Flüchtlinge erst nach förmlicher Asylantragstellung auf die Kommunen zu verteilen. Das war nicht gemeint, nicht die Antragstellung, sondern der Bescheid abschließend. So, und wir hatten am Tag drauf, kann ich ja sagen, einen Termin mit der Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen, in der uns erklärt worden ist, das Land Nordrhein-Westfalen würde keine realistische Chance auf absehbare Zeit sehen, die Einrichtungen so aufzustocken, dass diese 6-Monats-Frist genutzt werden kann, um die Asylverfahren dort abzuschließen. Wie die Situation in den anderen Ländern ist, kann ich jetzt im Überblick nicht abschließend beurteilen, aber ich fürchte, es wird auch nicht viel anders sein, sonst wäre das auch nicht so dort beschlossen worden. Wir wären sehr dankbar. Ich weiß, der Bund hat seine Pflicht getan, ein Stück mit dem, was man gesetzlich machen kann. Aber wir wären sehr dankbar, wenn die Bundesregierung weiter mit uns energisch die Länder dazu drängt, die Einrichtungen so aufzustocken, dass die Verfahren eben dort abgeschlossen werden können. Wir schätzen, dass Minimum 150.000 Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen bundesweit dafür erforderlich sind. Ich weiß, dass die Länder aufstocken, aber wir brauchen weiter den politischen Druck, dass das auch tatsächlich zu einem umfassenden Ergebnis führt. Vielen Dank, Herr Dr. Ruge. Ja, meine Fragen bezogen sich unter anderem darauf, ob das Verbot der Ankündigung der Abschiebung sozusagen geeignet ist. Das ist allemal geeignet. Das ist ein Baustein, ein wichtiger Baustein. Wir leisten uns derzeit bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht geradezu Absurditäten. Die Schilderungen sind Legion, muss ich alle nicht wiederholen, dass wir die Leute eben tatsächlich nicht antreffen, dass wir nicht alle antreffen, dass wir Familienverbündete nicht abziehen können. Wenn Sie sich das Prüfungsraster einer Ausländerbehörde angucken, das abzuwickeln ist, und kündigen dann an und dann sind die Leute nicht da und wir gehen zurück auf los und machen das Ganze nochmal, dann ist das absurd, was Ausländerbehörden da zu leisten haben. Insofern haben wir da kein Vollzugsdefizit, was den Willen angeht, sondern die rechtlichen Möglichkeiten sind so beschränkt, dass wir de facto eben kaum Abschiebung haben. Und mit dem Verbot der Ankündigung von Abschiebung ist ein maßgeblicher Baustein gewährleistet, der gewährleisten kann, dass wir überhaupt Abschiebung exekutieren können. Darüber hinaus, das betrifft allerdings nicht den Bund, ist, wie angesprochen von Herrn Dr. Sommer, die Erlasslage der Länder, eine langjährige kommunale Forderung, zu überprüfen, weil wir eine sehr unterschiedliche Erlasslage haben. Darauf kann der Bund allenfalls politisch einwirken. Und wir haben weitere Aspekte, die diesen Bereich betreffen, die Länder beeinflussen können. Auch die Frage, ob gesundheitliche Hindernisse oder andere Hindernisse einer Abschiebung entgegenstehen, kann ich sinnvoll oder weniger sinnvoll lösen. Auch da haben wir Lösungen, wie sie in Sachsen praktiziert werden, wo das landesweit überprüft wird, für sinnvoll gehalten. Der Bund hat mit dem Verbot der Ankündigung von Abschiebung hier einen wichtigen Baustein geleistet. Baurechtliche Dinge, das, was der Bund hier vorgelegt hat im Bauplanungsrecht, sowohl mit Blick auf die Ausweitung der potenziellen Gebiete, Wohngebiete, Gewerbegebiete, Außenbereich, ist bauplanungsrechtlich alles nicht zu beanstanden. Das geht in die richtige Richtung. Die Länder sind hier jetzt gefordert, bauordnungsrechtlich sind wir noch nicht auf dem sicheren Ufer. Wir müssen alle Gebäude umnutzen können. Wir haben teilweise rechtswidrige Zustände, die wir einfach praktizieren, weil wir die Leute nicht in Zelten unterbringen wollen, sondern weil wir sie in Wohnungen und weil wir sie in Gebäuden unterbringen müssen, die ursprünglich nicht als Flüchtlingsunterkunft geplant waren. Da müssen die Umnutzungsmöglichkeiten erweitert werden. Wir müssen einzelne Regelungen im Baugesetzbuch und in den Landesbauordnungen
suspendieren, auch mit Blick auf die haftungsrechtlichen Regelungen, die da bestehen, sind insbesondere die Länder gefordert. Das, was der Bund hier bauplanungsrechtlich geliefert hat, reicht aus. Vielen Dank. Nun erhält für die SPD Frau Griese das Wort und ich darf das Stichwort Zeit noch mal einfach in den Raum stellen. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bedanke mich für das Gastrecht hier. Aus den Reihen des Ausschusses für Arbeit und Soziales sind einige Abgeordnete hier, weil dieses Gesetzespaket ja auch viele Belange der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik betrifft und die Gesetzesfelder. Für uns ist besonders wichtig, dass im Bereich der Arbeitsmarktintegration und der Sprachkurse sehr viel verbessert wird. Ich will aber zu einem Punkt fragen, der mit Arbeitsmarktintegration zu tun hat, aber das Aufenthaltsgesetz betrifft. Ich frage Frau Allenberg, in einem Ausschuss darf man immer nur ein bis zwei Sachverständigen ein bis zwei Fragen stellen. Deshalb mache ich das jetzt auch mal so. Und zwar frage ich Frau Allenberg zu dem Themenfeld, dass ja unser Ziel ist, dass den Betrieben, die sich durch das Engagement für die Ausbildung von Flüchtlingen engagieren, sichere Rahmenbedingungen für das Ausbildungsverhältnis geboten werden sollen. Und wir haben diese Forderung ja auch aus der Wirtschaft. Deshalb meine erste Frage, gibt es denn eine fachliche Begründung dafür, dass derzeit die Regelung so ist, dass das Bleiberecht für junge Geduldete in der Ausbildung bis zum Alter von 21 Jahren immer nur regelmäßig verlängert wird? Wir haben ja die Situation, dass wir unter den Flüchtlingen viele junge Erwachsene haben, also die Hälfte der Flüchtlinge ist unter 25, die aber aufgrund der schwierigen Lebenssituation und der Flucht dann vielleicht erst später als mit 21 mit der Ausbildung fertig sind. Und deshalb meine Frage, wäre es nicht eine gute Idee und sachgerecht, das Bleiberecht während der gesamten Ausbildung unabhängig von dieser, wie ich finde, willkürlichen Altersgrenze von 21 Jahren zu gewähren? Und meine zweite Frage, wenn dann jemand einen Abschluss einer Ausbildung in Deutschland gemacht hat, haben ja die meisten Ausländer ein Jahr Zeit, einen Arbeitsplatz zu suchen und in dieser Zeit weiterhin Aufenthaltsrecht, Geduldete aber nicht. Und da wäre auch nochmal die Frage, weil wir natürlich gerade denjenigen, die dann, wenn alles das, was wir schon besprochen haben, gut gelungen ist, integriert sind, Sprache gelernt haben, ihre Ausbildung abgeschlossen haben, weil wir ja gerade denen dann auch hier eine Chance auf dem Arbeitsmarkt geben wollen, weil das ja auch Sinn macht für unser gesamtes Sozialsystem, wäre es denn da nicht gut, entsprechend auch jungen Geduldeten einen solchen zeitlichen Spielraum einzuräumen, um nach dem erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung einen angemessenen Arbeitsplatz zu finden. Vielen Dank. Frau Allenberg, dann dürfen Sie direkt. Ja, vielen Dank. Nicht nur die Wirtschaft hat sich dafür eingesetzt, dass jungen Geduldeten die Möglichkeit gegeben wird, hier eine Ausbildung zu machen. Wir haben uns, also die Wirtschaft hat sich auch sozusagen offen gelassen, ob das eine Duldung oder ein Titel ist. Es hat sich die beiden Kirchen auch gemeinsam mit DGB und BDA dafür eingesetzt. Insofern finde ich Ihre Frage sehr hilfreich. Es ist dann im 60a Absatz 2 der Satz 4 aufgenommen worden, der tatsächlich nur vorsieht, dass jemand, der bis 21 eine Ausbildung beginnt, eine Duldung für diesen Zweck bekommt. Wir haben damals argumentiert, dass zum Beispiel die Möglichkeiten im Rahmen des SGB 8, also Jugendhilfemaßnahmen, auch bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres möglich sein müssen. Insofern fänden wir das natürlich gut, wenn vor dem Hintergrund, den Sie selber auch in der Frage erwähnt haben, nämlich dass die Personen durch den geduldeten Zustand auch vielleicht Schwierigkeiten haben, schnell einen Arbeitsplatz zu finden, einen Ausbildungsplatz zu finden, dass diese Personen dann ein etwas länger Zeit bekommen sollten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass auch Deutschen Jugendlichen nicht immer bis zum 21. Lebensjahr gelingt, eine Ausbildung, einen Ausbildungsplatz zu finden. Insofern zu Ihrer ersten Frage, ja, würden wir sehr begrüßen, wenn die Altersgrenze hier erhöht, erweitert werden würde bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Und Ihre zweite Frage, sollten Geduldeten nicht auch die Möglichkeit eröffnet werden, die Duldung für den Zeitraum, in dem sie einen Arbeitsplatz suchen nach Abschluss der Ausbildung, dass ihnen ein Jahr zum Beispiel Zeit gewährt würde. Für Studierende gibt es die Regelung im 16 Absatz 4. Die bekommen ein Jahr Zeit, 18 Monate Zeit, ihren Arbeitsplatz zu suchen. Und für Personen, die eine berufsbezogene Ausbildung gemacht haben, steht es ihnen in § 17 Absatz 3 offen. Insofern fänden wir das natürlich auch begrüßenswert, wenn Geduldete dann eine Verlängerung der Duldung für einen gewissen Zeitraum erhalten könnten, um dann, wenn sie einen Arbeitsplatz gefunden haben, im Rahmen des 18a tatsächlich auch einen Titel zu bekommen. Vielen Dank. Frau Kollegin Jelpke. Ja, danke. Herr Vorsitzender, ja, ich würde erst mal eine Frage stellen wollen an Frau Allenberg und Herrn Vogt. Und zwar zum Stichwort Leistungskürzung. Also wir haben jetzt hier mehrfach Stellungnahmen gehört zum doch sehr wichtigen Urteil Bundesverfassungsgericht, das ja maßgebliche
Dinge festgelegt hat, unter anderem, dass eben das Existenzminimum in jedem Fall und zu jeder Zeit sichergestellt sein soll. Und ich würde Sie ganz einfach mal fragen, und Sie haben ja hier einige Stellungnahmen gehört, wie Sie dieses Vorgehen bewerten, dass erstens dieses Gesetz einfach, das Urteil einfach ignoriert wird. Zweitens, dass man unterstellt, die Richter würden heute ganz anders urteilen, obwohl das Urteil erst 3 Jahre alt ist. Und drittens, ob Sie wirklich davon ausgehen, dass das Gericht sich von solchen Erwägungen leiten lässt, beziehungsweise wie wir heute auch hier auch von einem Sachverständigen gehört haben, dann sollte man eben das Grundgesetz ändern, wie Sie diesen Punkt bewerten. Meine zweite Frage geht um Stichwort Lagerzwang, 6 Monate zeitlich unbegrenzt Sachleistungsprinzip. Hier haben wir ja laut Ausländerzentralregister beispielsweise im letzten Jahr 26.000 Asylsuchende, die abgelehnt wurden aus den Westbalkanländern. Und 2015, also Mitte 2015, sind immer noch 45%, die offenkundig eine Duldung haben, weiterhin hier. Und diese, nur mal so ganz kurz in Stichworten, aber es gibt ja Gründe, warum Menschen auch nicht abgeschoben werden können, Krankheit, die Herkunftsländer nehmen sie nicht und viele andere Dinge. Jetzt würde mich von Ihnen interessieren, auch wieder von Frau Allenberg und Herrn Vogt, wie Sie das einschätzen, was das bedeutet, also wenn in riesigen Erstaufnahmelagern diese Menschen festgehalten werden und zweitens vor allen Dingen auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, auch was das Kindeswohl und die Familiensituation angeht, weil eine Chance auf Integration, sehen Sie die da überhaupt und welche Möglichkeiten würden Sie uns hier empfehlen? Ein dritter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist die Gesundheitskarte. Das ist kaum hier zur Sprache gekommen, aber meines Erachtens sehr wichtig. Meine Frage auch an Frau Allenberg und Herrn Vogt. Was sagen Sie zu diesem Gesetz, wo jetzt festgehalten werden soll, dass in der Gesundheitskarte stehen soll, dass es sich um Asylbewerber handelt, also in der Karte selbst? Und welche Folgen kann das haben, wenn es ja hier um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geht, insbesondere was schmerzhafte Erkrankungen und ähnliche Dinge angeht, was der Arzt zu beurteilen hat, wird möglicherweise dann durch diese Form der Gesundheitskarte die gesundheitliche Versorgung verschlechtert? Das frage ich auch vor dem Hintergrund, dass die AOK in einer Stellungnahme zu dieser Anhörung gesagt hat, solche Prüfungen kann einem Arzt nicht zuzumuten sein. Und ja, welche Folgen hat das für den Aufwand und für die Gesundheitskarte? Danke. Vielen Dank, Frau Allenberg. Sie dann als Erste. Ja, vielen Dank. Zu Ihrer ersten Frage. Wie beurteilen wir die Verfassungsgemäßheit der nun vorgesehenen Leistungsreduktion? Ich fand ganz interessant, dass Professor Dr. Thüm gesagt hat, es muss erst zum Zeitpunkt einer Überprüfung vorgelegt werden, die Begründung, warum man diese Personengruppen denn, warum man dort glaubt, einen geringen Bedarf zu sehen. Das leistet der Gesetzesentwurf keineswegs. Es werden nur die Gruppen aufgezählt, die unter eine Leistungsreduktion fallen sollen, mit den Unsicherheiten, die wir jetzt auch schon gehört haben bei den Sachverständigen, welche Gruppen denn eigentlich genau gemeint sind und welche darunter fallen. Ich denke, es drängt sich auch vor dem Hintergrund, dass der Koalitionsbeschluss diese Regelung vorsah, in Bezug auf Fehlanreize beseitigen, der Eindruck auf, dass man das tatsächlich macht, um den Personen die Ausreise nahezulegen. Und dann wäre das wirklich genau wie das Bundesverfassungsgericht eigentlich es verboten hat, eine migrationspolitische Steuerungsmaßnahme. Das halten wir für verfassungswidrig. Und ich habe noch sehr gut den Vorsitzenden des Senats im Ohr, der bei der mündlichen Verhandlung, Herr Kirchhoff, gesagt hat, aha, Sie glauben also ein bisschen Hunger und die Leute gehen dann schon. Also das kann nicht Sinn und Zweck dieses Gesetzes sein. Und wenn es Sinn und Zweck des Gesetzes ist, dann ist es verfassungswidrig. Also es wäre zu Punkt Nummer 1. Sie haben gefragt, was für Integrationschancen sehen wir im Rahmen der Erstaufnahmeeinrichtung. Also ich habe in der Stellungnahme
ausgeführt. Wir haben eine kleine Umfrage bei den Landeskirchen gemacht, wie die Situation gerade momentan in den Einrichtungen sind, in denen Sozialarbeiter die Diakonie sind oder in denen die Landeskirchen Beratungsstellen unterhalten. Und es ist ein recht erschreckendes Bild. Es ist eine ganz große Überbelegung. Also aus der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen zum Beispiel wurde berichtet, dass für 1500 Personen 10 Duschen zur Verfügung stehen. Davon sind nur 6 funktionsfähig. Das heißt, es ist eine Notsituation, in der die Menschen im Moment gerade vegetieren. Insofern ist es auch sehr schwer vorstellbar, dass in dieser Situation jetzt zum Beispiel bestimmte Gruppen Integrationsmaßnahmen in Anspruch nehmen können. Wir haben auch vorhin bei den Sachverständigen aus dem kommunalen Bereich gehört, dass tatsächlich viele Erstaufnahmeeinrichtungen, also dass Personen sehr schnell weiter verwiesen werden, dass die gar nicht in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben können im Moment. Insofern ist für mich recht deutlich, dass die Situation im Moment, wenn sie denn überhaupt zustande kommt, weil sie die Person nicht ohnehin aus Kapazitätsgründen weitergeleitet werden, zumindest ist sehr, sehr erschwerte Bedingungen für Integrationsmöglichkeiten sind. Ich möchte auch noch mal auf die Situation hinweisen, dass dann die Lager, die Erstaufnahmeeinrichtungen perspektivisch zum Großteil mit Personen aus sicheren Herkunftsstaaten gefüllt sein werden, denn diese Personen sollen ja verbleiben bis Abschluss des Verfahrens oder bis Ausreise. Das heißt, der prozentuale Bestandteil von Personen, die aus nicht sicheren Herkunftsstaaten kommen, wird sich reduzieren. Und da gehen wir davon aus, dass die Spannungen größer werden. Denn es ist jetzt schon zu verzeichnen, dass sich Asylbewerber untereinander vergleichen. Ist ja auch verständlich in einer Situation, in der es so prekär ist. Und es wird immer stärker so sein, dass man den Eindruck hat, diese Personengruppe, der steht etwas zu uns, aber nicht. Und schon jetzt wird von Gewalteskalation zum Teil berichtet, was, glaube ich, nachvollziehbar ist, wenn man sich die Situation vor Ort anguckt. Also wir plädieren dafür, möglichst schnell die Leute zu verteilen und möglichst schnell mit den Integrationsmaßnahmen zu beginnen, insbesondere wenn man weiß, dass die Personen zum Großteil hier bleiben werden. Ihre letzte Frage, Gesundheitskarte. Wir bedauern zunächst, dass die Folge, die wir absehen, die ist, dass die Länder, die eine Gesundheitskarte vorgesehen haben, die über das Leistungsniveau des Asylbewerberleistungsgesetzes hinausgehen, solche mit den Regelungen so nicht aufrechterhalten werden können. Das befürchten wir zumindest. Wir haben immer gesagt, dass die Aufnahmerichtlinie ein weitergehendes Spektrum vorsieht als § 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz, weil es die erforderliche Gesundheitsversorgung voraussetzt und bei uns in Deutschland ja nur nur akute Schmerzzustände angegangen werden können oder medizinisch behandelt werden können. Und der Aufwand, den Sie skizziert haben für den einzelnen Arzt, die einzelne Ärztin, der wird auch enorm sein, das abzuwägen, was jetzt im Einzelfall für die Person wirklich leistbar ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Vogt. Ja, die erste Frage zu der Thematik der Leistungskürzungen, also über die Frage, ob es verfassungswidrig ist oder nicht, ist ja gerade schon ganz viel gesagt worden. Ich würde mich dem, was Nele Allenberg gerade gesagt hat, weitgehend anschließen wollen. Ich bin allerdings schon überrascht, dass Herr Dr. Sommer, Herr Dr. Thüm relativ überzeugt sind, es sei verfassungskonform. Also wenn man sich ein Zitat zumindest aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil nochmal anschaut, ein Satz. Der lautet wörtlich, auch eine kurze Aufenthaltsdauer oder Aufenthaltsperspektive in Deutschland rechtfertigt es im Übrigen nicht, den Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums auf die Sicherung der physischen Existenz zu beschränken. So, meiner Ansicht nach, ich weiß nicht, was man aus diesem Satz sozusagen herausinterpretieren soll, ist das eine ziemlich klare Kiste, zumal wir bei dieser Leistungskürzung ja unterhalb des physischen Existenzminimums gehen. Es ist ja noch nicht einmal das physische Existenzminimum. Ausgenommen sind nämlich Kleidung und Haushaltsgüter. So, was auch ausdrücklich ausgeschlossen ist, dass sogar noch nicht einmal im Rahmen des Ermessens darüber hinausgegangen werden kann, das heißt pauschal und zwingend ausgeschlossen sind Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets. Allein das ist aus verfassungsrechtlicher Sicht meiner Ansicht nach überhaupt nicht haltbar, selbst bei einer geringen Bleibeperspektive nicht. Was grundsätzlich pauschal und zwingend ausgeschlossen sind die Leistungen des § 6 Asyl-BLG, der sozusagen ja eigentlich eine Auffangnorm ist. Da steht sogar drin, bestimmte Sachen können erbracht werden, steht da drin, wenn sie unerlässlich sind oder wenn sie geboten sind oder wenn sie erforderlich sind. Und nach diesem Gesetzentwurf wäre, selbst wenn etwas unerlässlich ist nach § 6, ist dennoch ausgeschlossen nach 1a. Also da scheint mir irgendetwas nicht so richtig zusammenzupassen. Was ich bedenklich finde, ist, dass
offensichtlich ziemliche Unklarheit herrscht. Also erstens hier unter den Sachverständigen, zweitens anscheinend auch unter den politischen Fraktionen und drittens auch beim Bundesinnenminister. Bei einer solchen existenziellen Frage sagt der Bundesinnenminister wörtlich, diese Regelung beziehe sich nicht auf geduldete Personen, sondern nur auf Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig seien. Und wörtlich sagt er, einer, der hier geduldet ist, ist hier eben geduldet und nicht vollziehbar ausreisepflichtig. Das ist auch meiner Ansicht nach nicht richtig. Was ich aber viel bedenklicher finde, ist, dass offensichtlich sogar die Fraktionen und die Landesregierungen, die diese ganz existenzielle Einschränkung hier formuliert haben, Unklarheit darüber haben, wer denn davon betroffen sein soll und wer nicht. Wir haben es ja gerade gehört. Herr Dr. Sommer, Sie sagten gerade, dass sich das Bundesverfassungsgerichtsurteil ja auf einen Asylsuchenden bezogen habe, 2012. Das ist nicht richtig. Es ging dabei um eine Person, die geduldet ist und damit eben auch vollziehbar ausreisepflichtig. Die zweite Frage, was es bedeutet, dauerhaft in Großlagern mit Sachleistungsbezug und so weiter leben zu müssen, ob das Integration ermöglicht oder verhindert. Das ist ja auch das politische Ziel dieses Gesetzes. Und ich halte es auch nicht für richtig, hier nur juristisch zu argumentieren, sondern in erster Linie politisch. Es geht darum, Menschen, denen im Vorfeld bereits eine geringe Bleibeperspektive prognostiziert worden ist, was ja nach den Herkunftsstaaten geht, von Integration abzuhalten. Deswegen ist dieses Gesetz im Kern und an vielen Stellen ein Teilhabe- und Integrationsverhinderungsgesetz und kein Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz. Menschen sollen nicht in der Gesellschaft integriert werden. Sie sollen dauerhaft isoliert in Großlagern, möglichst auch noch ethnisch oder national getrennt, untergebracht werden mit einem dauerhaften Arbeitsverbot, mit einem dauerhaften Sachleistungserbringung. Das heißt, Integration wird verhindert, Konflikte werden dadurch geschürt. Und es ist ja nicht so, also es wird hier immer gesagt, als sei völlig klar, Menschen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten haben keine Bleibeperspektive. Wie viel Prozent werden denn bleiben? Ich weiß die Zahlen nicht, aber natürlich wird ein ganz erheblicher Teil, das zeigt die Erfahrung, auch von denjenigen, die abgelehnt worden sind im Asylverfahren, dauerhaft in Deutschland bleiben, wegen Krankheitsgründen, wegen humanitärer Gründe, wegen familiärer Gründe, was auch immer. Und wenn man dann genau das tut, was eigentlich, ich dachte, überwunden gewesen sei, dass man nämlich von Anfang an Integration verhindert und dann hinterher sich wundert, dass es nicht funktioniert, wo die Leute trotzdem aber lange bleiben und Integration einfach nicht gelaufen ist. Genau das forciert man an dieser Stelle nochmal massiv, um zu verhindern, dass sich Aufenthalte verfestigen. Wir haben ja eine Frage der Bundesregierung. Die Bundesregierung ist gefragt worden, wie viel Menschen leben eigentlich in Deutschland, die einen abgelehnten Asylantrag haben. Im Moment sind es, soweit ich weiß, knapp 540.000, ist die Antwort der Bundesregierung. Knapp 540.000 Menschen mit abgelehntem Asylantrag. Das sind ja die, die jetzt also alle abgeschoben werden sollen. Und wo jetzt so getan wird, als handele es sich dabei um Stückgut anstatt um Menschen. Die Bundesregierung ist weiter gefragt worden, was haben die denn für einen Aufenthaltsstatus, diese 540.000 Menschen? Antwort der Bundesregierung, knapp die Hälfte hat Niederlassungserlaubnisse, unbefristeten Aufenthaltsstatus. Knapp 40% haben darüber hinaus befristete Aufenthaltserlaubnisse. Sie sind also trotz eines abgelehnten Asylverfahrens in den rechtmäßigen Aufenthalt hineingewachsen. Und nur etwa 16%, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben eine Duldung, sind also weiterhin vollziehbar ausreisepflichtig. Und diese Realität wird im Moment heute hier und auch mit diesem Gesetzentwurf anscheinend vollständig ausgeblendet. Oder es soll verhindert werden sogar, dass Menschen in den rechtmäßigen Aufenthalt gelangen können. Und letzter Punkt, die Gesundheitskarte. Ich habe da auch nichts zu gesagt, weil sie ist keine wirkliche Verbesserung, im Gesetz zumindest nicht, weil wir sie auch ohne diese Gesetzesänderung schon haben könnten. Also dafür war keine Gesetzesänderung erforderlich, das ist auch kein Kompromiss. Und in Bundesländern wie Bremen, Hamburg, künftig auch Nordrhein-Westfalen ist es auch ohne eine gesetzliche Regelung eingeführt worden. Ich sehe auch die Gefahr, dass sich durch eine schlechte Regelung, wie wir sie jetzt haben, auf freiwilliger Basis ein Flickenteppich an unterschiedlichen Regelungen bundesweit zeigen wird und gleichzeitig die Leistungseinschränkung bei der Gesundheitsversorgung festgeschrieben wird, die mindestens genauso strittig ist, ob sie verfassungskonform ist oder nicht, wie die 1a-Regelung. Vielen Dank, Herr Vogt. Jetzt hat Frau Lazar das Wort.
Ja, schönen Dank. Ich habe drei Fragen an Frau Allenberg und Herrn Vogt. Zu dem Themenbereich Erstaufnahmeeinrichtung, da wurden ja zum Thema Integration in den Einrichtungen wurden ja die, sozusagen die Frage hätte ich auch gehabt, zu diesem Teilaspekt deshalb noch die Frage, ob die Verpflichtung in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen auch zur Folge hat, dass ein Geflüchteter, wo der Auszug nicht gestattet ist, auch wenn er ohne staatliche Hilfe einen eigenen Wohnraum findet, ob das möglich ist und wie die Folgen für die öffentlichen Haushalte aussehen. Zweite Frage zum Themenbereich Leistungseinschränkungen. Gewährleistet das Gesetz eine einheitliche Rechtsanwendung bei der Gewährung von Leistungen an Asylsuchende, die noch nicht im Besitz einer Aufenthaltsgestattung sind, den Teilbereich, den Herr Vogt vorhin im Eingangsstatement schon angesprochen hat? Und inwiefern ist es problematisch, dass die leistungsrechtliche Absicherung dieser Bescheinigung im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt wird? Und die dritte Frage zum Themenbereich Verfahrensbeschleunigung. Würde es aus Ihrer Sicht zu einer Entlastung des BAMF und damit zur Beschleunigung der Asylverfahren beitragen, wenn die Durchführung von Gruppenverfahren unter Wahrung aller Rechte, einschließlich des Familiennachzugs für Syrer, Eritreer, Iraker und Somalier ermöglicht würde, beziehungsweise diese Gruppen pauschal anerkannt würden? Und halten Sie die derzeitige Praxis, schriftliche Verfahren durchzuführen, für ausreichend? Danke. Ja, Frau Allenberg und dann Herr Vogt. Sie haben gefragt, ob es einen Vorteil bedeuten würde, wenn man aus den Erstaufnahmeeinrichtungen nach 47 ausziehen könnte, wenn man zum Beispiel privat unterkäme. Also grundsätzlich wäre das ja schon möglich, wenn dann die praktisch Zuweisung erfolgen würde nach 48. Es wird nicht angewandt, also so zumindest unsere Beobachtung in den Landeskirchen, wozu ich extra nochmal abgefragt habe. Wir hatten zunächst gehört, dass das in Bayern möglich sein solle von staatlicher Seite, aber dem ist nicht so. Herr Sommer, Sie werden das bestätigen. Das heißt, es würde natürlich erstmal die Kapazitäten tatsächlich erhöhen, wenn man ermöglichen würde, wenn Personen privat unterkommen würden. Hier in Berlin weiß ich, dass bis zu dem Zeitpunkt der Registrierung der Easy-Registrierung, in dem überhaupt keine Möglichkeiten für Personen im Moment gegeben werden, dass sie irgendwo unterkommen, die Landesbehörde GESO ja Gutscheine ausgibt für Hostelplätze und dann natürlich in der Pflicht steht, das zu bezahlen. Also sowas wäre natürlich auch denkbar, dass staatlicherseits dann die privaten Wohnkosten mit übernommen würden anteilig. Also das wäre tatsächlich wahrscheinlich eine Entlastung und auch kein finanzieller Mehraufwand, so meine Einschätzung. Das mögen die kommunalen Vertreter anders beurteilen. Ihre zweite Frage bezog sich auf die BÜMA nach 63a. Die Frage, ob die Frage ungeklärt sei, dass ob sozialrechtliche Leistungen Ansprüche bestehen. In der Stellungnahme haben wir ausführlich ausgeführt, dass wir das Problem bei der BÜMA nach 63a sehen, vor allem, dass wir den Eindruck haben, das könnte jetzt, wo eine Rechtsgrundlage eingeführt wird für einen Zustand, der bisher ja auch schon existiert, nämlich die Ausgabe von dieser Bescheinigung, dass der zu einer oder dass er die Praxis befördern würde. Wir sehen eigentlich gar nicht die Notwendigkeit für die BÜMA. Denn eigentlich ist ja der Zustand, in der sich die Person befindet, einer, der eine Gestattung auslösen müsste. Insofern würden wir anregen, dass den Personen keine BÜMA erteilt wird, sondern eine Gestattung. Denn Paragraf 55 Absatz 1 Satz 1 sagt ja, dass eine Person, der Aufenthalt einer Person gestattet ist, in dem Moment, wo sie um Asyl nachsucht. Das Problem ist, dass im 55 Absatz 1 Satz 3 steht, dass das für die Personengruppe, die aus einem sicheren Drittstaat einreist, dass das in dem Fall erst diese Gestattungswirkung eintritt, wenn sie tatsächlich einen formellen Antrag stellt auf Asyl. Und da sehen wir auch genau das Problem bei der Frage, haben diese Personen eigentlich Anspruch auf Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und insofern, falls man bei dieser Rechtsgrundlage bleibt im 63a, sehen wir die Notwendigkeit im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes, die Anspruch
den Anspruch zu regeln. Das gilt übrigens auch, Unklarheit besteht eben auch für die Frage, laufen denn die aufenthaltsrechtlichen Fristen? Also wann hört die Residenzpflicht auf? Wann ist eine Person berechtigt, in den Arbeitsmarkt, Zugang zum Arbeitsmarkt zu haben? Und es gilt auch für die Frage des Dublin-Verfahrens. Also wir sehen auch ein Problem, dass die BÜMA nicht die Fristen im Rahmen des Dublin-Verfahrens auslöst, dass die Staaten nachsuchen müssen, ob ein anderer Staat zuständig ist. Das zum Komplex BÜMA. Und als letztes fragen Sie, ob es sinnvoll wäre, Gruppenverfahren für Syrer, Iraker und Somalier vorzusehen. Also wir halten es nicht für sinnvoll, für diese Gruppen eine Gruppenverfolgung anzunehmen, weil das nur im normalen Asylverfahren eine Erleichterung in Bezug auf die Beweislast wäre, also die Beweisführung für den Asylsuchenden. Wenn, dann müsste man über neue Verfahren für die gesamten Gruppen nachdenken. Und da denke ich, alles, was es beschleunigt, ist gut, denn auch die schriftlichen Verfahren sind zwar schneller als die normalen Verfahren, aber dauern auch ihre Zeit. Wir haben hin und wieder aus den Ländern Rückmeldungen von unseren Beratungsstellen, dass Gruppen von Syrern, die eigentlich unter dieses schriftliche Verfahren fallen sollten, unglaublich lange auf eine Antwort des Bundesamtes warten. Insofern, wenn Sie unter Gruppenverfahren meinen, die noch schneller sind als die schriftlichen Verfahren, ist das absolut zu begrüßen. Vielen Dank, Frau Allenberg. Und nun, Herr Vogt, ich nehme an, dass der Sachverständige Vogt mit V gemeint war und nicht der Herr Dr. Vogt mit F. Ich bitte meinen sächsischen Dialekt zu entschuldigen. Ich meine Herrn Vogt mit V, ja. Ich glaube, das hat nichts mit dem sächsischen Dialekt zu tun, sondern auch bei meiner Aussprache ist das Rheinisch auch sehr ähnlich. Also ich muss gestehen, ich habe mich vorhin auch immer mal wieder angesprochen gefühlt und mich gewundert, warum ich plötzlich einen Doktor habe. Insofern ist das nicht der Dialekt, warum nicht? Zum letzten Punkt. Ich kann mich da Frau Allenberg sowieso bei allem eigentlich anschließen. Aber dieser Vorschlag, unsichere Herkunftsstaaten einzuführen statt sicherer Herkunftsstaaten, finde ich eigentlich einen ganz eleganten Vorschlag. Der Rat für Migration hat das vorgeschlagen. Das heißt, wir wissen, dass bei bestimmten Herkunftsstaaten wie Syrien, Eritrea und so weiter eine bereinigte Gesamtschutzquote von zwischen 98, 99 und 100,0% ist. Das heißt, da könnte man genau das Gleiche machen, umgedreht, was man jetzt stattdessen für sogenannte sichere Herkunftsstaaten macht. Man vermutet, dass dort ein Flüchtlingsstatus zu gewähren ist, es sei denn, es wird im Einzelfall sozusagen das Gegenteil bewiesen. Den zweiten sehr eleganten Vorschlag, der enorme Kapazitäten beim Bundesamt auch freimachen würde, Herr Wiefelspütz, ich hoffe, ich darf das sagen, Sie haben es mir auch vorhin zugeflüstert, dass Sie das keine schlechte Idee finden, wäre eine Art Altfallregelung. Frau Allenberg hat das vorhin auch schon vorgeschlagen. Wer mehr als ein Jahr oder wie lange auch immer auf seinen Asylbescheid wartet, der kriegt einen humanitären Schutzstatus. Das würde beim Bundesamt ganz enorme Kapazitäten freimachen, genauso wie zum Beispiel auch der Verzicht auf die Widerrufsverfahren und die Dublin-Prüfungen. Zweiter Punkt, Leistungsberechtigung BÜMA. Ja, klar, das ist halt die Problematik. Ist die BÜMA oder gilt durch das Stellen des Asylgesuchs mein Aufenthalt als gestattet oder gilt er erst durch Stellen des formalen Asylantrags als gestattet? Die Bundesregierung hat vor einigen Monaten in einer Antwort auf eine Anfrage der Linken gesagt, die Aufenthaltsgestattung, die Wirkung der Aufenthaltsgestattung beginnt mit dem Asylgesuch grundsätzlich und deswegen seien auch zum Beispiel die Wartefristen für den Arbeitsmarktzugang von 3 Monaten damals, jetzt wird er ja verlängert, dann würden die eben mit Stellen des Asylgesuchs beginnen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt, also abgesehen von der Frage, wenn ich aus einem sicheren Drittstaat eingereist bin, dass das da nach Gesetz sowieso nicht gilt, bin ich mir nicht so sicher, ob das in Zukunft so bleiben wird, wenn denn die BÜMA als Pseudo-Aufenthaltspapier sozusagen festgeschrieben wird im Gesetz. Wenn man nicht davon ausgeht, dass das Asylgesuch die Wirkung der Aufenthaltsgestattung nach sich zieht, dann hieße das jetzt in Zukunft, mit einer BÜMA bin ich leistungsberechtigt nach den üblichen Regeln der Sozialhilfe des SGB XII, weil wir die Regelung im Asyl-BLG jedenfalls nicht drinstehen haben. Ich würde das begrüßen im Hinsicht auf eine Gleichstellung sozialrechtlicher Art, aber gehe davon aus, dass das nicht die politische Absicht ist. Und die Frage der Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen. Diese Pflicht, in Erstaufnahmeeinrichtungen zu leben, obwohl es andere Möglichkeiten gibt, bei Verwandten, bei Communities, in Privatwohnungen oder sonst was unterzukommen, die hat ja auch mit einem Menschenbild zu tun. Das Menschenbild, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, ist, erstens müssen wir natürlich
Aufnahme organisieren. Das ist völlig klar und das ist auch für die Kommunen insbesondere sehr, sehr schwierig. Das sehe ich völlig ein. Aber das Menschenbild ist auch ein Menschenbild der Entmündigung an bestimmten Stellen. Stichwort Sachleistungen, was jetzt neu wieder eingeführt wird, was letztes Jahr durch einen Kompromiss quasi erst abgeschafft worden ist. Und damit hängt auch diese Pflicht zur Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften zusammen. Warum lässt man denn die Menschen nicht dahin gehen, wo sie Community haben, wo sie leichter Integration erleben und erfahren können, wo der Arbeitsmarkt viel besser erreichbar ist, das heißt, die Arbeitsmarktintegration einfacher wird, wo Sprache leichter zu lernen ist, das ist doch da, wo meine Community, meine Familie, meine Gemeinschaft, meine Freunde sind. Das wird durch die gesetzlichen Regelungen sehr starr gehandhabt und nicht ermöglicht. Und da müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen, ich sag mal, das Menschenbild und die Grundhaltung überdenken. Jetzt jenseits von technokratischen Fragen. Danke. Vielen Dank für die Antworten in dieser Fragerunde. Ich hätte für die nächste Runde den Kollegen Veit. Und ja, die Zeit ist in der Tat limitiert, aber trotzdem haben wir noch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Möchte die CDU, CSU auch noch? Ja, Frau Kollegin Lindholz, Herr Kollege Veit, Frau Kollegin Karawanski, und Herr Kollege Beck. Und es kommt dann danach noch die halbe Stunde für die sicheren Drittstaaten, das ist klar. Kann ich ganz kurz korrigieren? Der Kollege Beck möchte dann zu den sicheren Herkunftsstaaten reden und in der jetzigen folgenden Fragerunde die Kollegen aus dem A&S-Ausschuss. Frau Kollegin Kleinschmeink und Herr Strengmann-Kuhn. Ja, danke. Ja, ich habe nur drei kurze Fragen, richten sich zunächst die ersten beiden Fragen an Herrn Dr. Vogt, Herrn Lübking, Herrn Dr. Ruge, vielleicht auch einer von allen dreien, wenn Sie sagen, Sie würden sie alle ähnlich beantworten, und auch an Herrn Dr. Sommer. Zunächst habe ich die Frage, ob es sachgerecht ist, auch für die Praxis, dass wir im Hinblick auf die Zugangszahlen, die Integrationskurse und die weiteren Maßnahmen ausschließlich auf die Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive beschränken. Zweite Frage, ob Sie jeweils noch andere Regelungen im Asylbewerberleistungsgesetz sehen, von denen Sie der Auffassung sind, dass es dort Fehlanreize gibt, um nach Deutschland zu kommen und die entsprechend korrigiert werden müssten. Und an Herrn Professor Kluth habe ich die Frage, bezieht sich auf die Änderung zum Bundesfreiwilligendienst und die zusätzliche Schaffung der 10.000 Stellen hier auf Artikel 5, ob aus dem vorgelegten Gesetzesentwurf hinreichend klar hervorgeht, dass die Inanspruchnahme des Bundesfreiwilligendienstes für Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive gedacht ist oder ob wir hier noch, wenn wir das so ausdrücklich regeln wollen, eine weitere Klarstellung im Gesetz benötigen. Bitte kurze Antwort möglichst, Herr Professor Kluth. Ja, bei der Regelung in Artikel 5 fällt einmal auf, dass sie anders als manche andere Regelungen jetzt nicht besonders befristet ist. Darüber muss man sich im Klaren sein, weil wir es ja hier mit einer Durchbrechung des bisherigen Regelungsansatzes zu tun haben. Und der zweite Punkt, den Sie jetzt konkret angesprochen haben, der bei vielen anderen Regelungen, was den Zugang angeht, verwendet wird, nämlich die gute Bleibeperspektive, das wird auch hier nicht explizit aufgegriffen, sodass, wenn also man die Verabredungen, die es vorher gegeben hat, was die Intention der Regelung ist, auch hier fortführen möchte, im Gesetzestext eine entsprechende Ergänzung geboten wäre, weil ohne die Ergänzung es keine Einschränkung, was den Personenkreis angeht, gibt. Herr Dr. Sommer, bitte auch kurz. Ja. Zum einen Integrationskurse, Öffnung für Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive. Das ist nur gerechtfertigt in der jetzigen Situation, wo das BAMF völlig überlastet ist und Asylverfahren ewig dauern, weil dadurch Personen, die voraussichtlich eine Asylanerkennung erhalten, möglicherweise Monate, wenn nicht Jahre auf den Integrationskurs warten müssen.
Wenn mal das Ziel 3 Monate erreicht ist für die Bearbeitung von Asylanträgen, kann man diese Rechtsfigur wieder löschen und streichen. Denn dann wissen wir nach 3 Monaten, ob die Bleibeperspektive besteht, nämlich durch die Entscheidung des BAMF. Grundsätzlich ist es ein Fehler, dass Personen, die ausreisepflichtig werden und auch wieder außer Landes gebracht werden müssen, wenn sie das nicht freiwillig tun, das mit staatlichen Leistungen gewährt zur Integration. Das ist Geldverschwendung und das verfestigt deren Aufenthalt und macht die Abschiebung schwieriger. Zum Zweiten, weitere Maßnahmen im Asylbewerberleistungsgesetz. Ja, da fällt mir einiges ein. Der erste und wichtigste Punkt, der erst zum 1.3. Geschaffene Vorrang von Geldleistungen in der weiteren Unterbringung, müsste dringend entfallen. Es müsste zumindest parallel Sachleistung oder Geldleistungen möglich sein. Wir dürfen die Augen nicht vor der Realität verlieren. Die Menschen nutzen diese Geldleistung natürlich, um das Geld in die Heimat zu transferieren, um damit auch den Erfolg ihrer Migration nach Deutschland zu dokumentieren. Sie nutzen sie, um das Geld also den Schlepperorganisationen zu geben. Das heißt, jedes Geld, das diese Personen nicht zur Verfügung haben, ist im Grunde gut. Zweiter Punkt, Verpflichtung zur Barzahlung. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die gesetzliche Regelung im § 3 Absatz 6 Asylbewerberleistungsgesetz dahingehend geändert wird, dass ausschließlich Barleistungen zu erbringen sind. Denn wir haben aufgrund der neuen Regelung, dass nur eine Wohnsitzverpflichtung ausreichend ist und keine Residenzpflicht mehr gilt, hier die Möglichkeit, dass die Personen völlig frei in Deutschland sich bewegen werden. Sie werden sehen, die werden sich hauptsächlich in die Ballungsräume begeben. Das wird im nächsten Jahr sich zeigen. Und wenn sie dann auch bargeldlos am Geldautomaten ihr Geld ziehen können, von irgendeiner Sozialbehörde weit weg, ja, dann können wir überhaupt diese Migrationsbewegung nicht mehr steuern. Also ich würde vorschlagen, Verpflichtung zur Barzahlung, nicht nur eine Sollregelung. Und außerdem, was jetzt neu gekommen ist, das wäre aus Sicht der Ausländerbehörden schlicht vom praktischen Vollzug sinnvoll. Es ist § 14 Asylbewerberleistungsgesetz neu geschaffen worden, dass die Leistungseinschränkung nach 6 Monaten von Amts wegen zu prüfen sind. Wir würden es, um die Leistungsbehörden zu entlasten, dringend vorschlagen, dass man nach 6 Monaten die Möglichkeit gibt, das zu beantragen, aber nicht von Amts wegen auf einige der Leistungseinschränkungen. Ich denke vor allem an den § 1a Absatz 3, also über das Leistungsgesetz, passt das überhaupt nicht, wenn jemand verteilt worden ist im Rahmen einer Relocation der EU, dann ist eine solche Überprüfung schlichtweg sinnlos. Also hier wollte ich nochmal einen Appell an den Gesetzgeber aktuellen richten, ob man hier nicht ein Antragserfordernis einbaut und nicht von Amts wegen das verlangt. Die Behörden, die im Bereich Asyl arbeiten, sind zurzeit alle weit über der normalen Leistungsbelastungsgrenze hinaus belastet. Man darf zurzeit nichts neu regeln, was zu noch mehr Belastung führt. Danke. Danke, Herr Dr. Sommer. Es ging noch eine Frage an die kommunalen Spitzenverbände. Ich weiß nicht, ob einer antworten könnte, wenn es möglich ist. Also ich habe so verstanden, dass beide Fragen an uns gerichtet waren. Ich kann es auch kurz machen. Wir sind sehr dafür, dass Integrationsmaßnahmen so früh wie möglich greifen. Deswegen begrüßen wir die Öffnung, die jetzt im Gesetz vorgesehen ist. Aber wir wollen natürlich auf der anderen Seite die ohnehin bis zum äußersten angespannten Kapazitäten, die die Kommunen haben, auch wenn der Bund bereit ist, eben Mittel aufzustocken und zu finanzieren, auch im Rahmen von berufsfördernden Maßnahmen, auf diejenigen konzentrieren können, die eine Bleibeperspektive in Deutschland haben. Ganz einfach. Zweiter Punkt, Anreize. Wir sind sehr dafür, dass die Anreize überprüft werden. Das muss man einfach sagen. Ob jetzt die Berechnungen da, Vergleiche von Monatsgehältern in Westbalkanländern und dem, was wir an Geldleistungen hier bisher jedenfalls gewährt haben, jetzt nun so überzeugend sind oder nicht, dass das Ganze auf den Prüfstand gestellt worden ist, halten wir für richtig. Die andere Seite ist, dass der Rahmen, den wir auch vor dem Hintergrund des letzten Verfassungsgerichtsurteils 2012 gesetzt bekommen haben, äußerst eng ist und unserem Eindruck nach das, was in diesem Gesetz enthalten ist, an die Grenze dessen geht, was überhaupt verfassungsrechtlich diskussionswürdig ist. Das heißt, wir haben auf Deutsch keine zusätzlichen Hinweise auf Möglichkeiten, Anreizwirkungen zu begrenzen. Wir halten das ohnehin letztlich nicht für durchschlagend, wenn es um die Motive derjenigen geht, die auch nicht nur aus Fluchtgründen zu uns kommen. Vielen Dank, Herr Kollege Veit. Ich darf noch mal
an die Zeit erinnern. Wir haben einen kleinen zeitlichen Puffer, sodass wir das mit der halben Stunde sicherlich hinbekommen, wenn sich jetzt die Fragesteller kurz fassen und die Antworten auch kurz erfolgen. Und damit wir, Herr Vorsitzender, nicht noch weitere Zeit auf ein nicht diskussionswürdiges Projekt vergeuden müssen, will ich einen Hinweis geben, auch wenn das Herz von Herrn Dr. Sommer und anderen vielleicht nicht erfreut. Denn das, was hier gemutmaßt wird über die Leistungsabsenkung für Geduldete, ist nicht Gegenstand des hier in Rede stehenden Gesetzes, weil es darin nämlich ausdrücklich heißt, dass es sich dabei nur um die Person nach Nummer 5, Paragraph 1, Absatz 1 handelt und nicht 4, und 4 ist die Duldung. Also das können wir jetzt mal abhaken. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage, die aus Zeitgründen dann nur noch einen einzigen Aspekt umfassen kann, der betrifft das in Anführungszeichen liebe Geld. Die richte ich sowohl an die Sachverständigen Anita Schneider als auch an die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände mit der Maßgabe, dass einer vielleicht auch für alle sprechen möge. Mich interessiert, wie unter Berücksichtigung der jetzt in diesem Gesetz bzw. im Rahmen der Gesamtmaßnahme gedachten Verlagerung von Finanzen zugunsten der Kommunen immer unterstellt, das Geld bliebe nicht in den klebrigen Händen von Landesfinanzministern hängen, wie unter Berücksichtigung dieser Summen dann sich die kommunale Finanzsituation darstellt, wird dann tatsächlich der Zuschussbedarf, so ähnlich wie Anita Schneider das formuliert hat, in der Größenordnung sich bewegen, zum Beispiel beim Landkreis Gießen auf 5,7 oder sogar in 2016 noch mehr Millionen Euro, oder wird das letztendlich dazu führen, dass wenigstens diese Kosten annähernd abgedeckt sein werden? Wenn nicht, dann hätte ich gerne auch eine Zahl und eine möglichst präzise und kurze Angabe, wie hoch dann die Unterdeckung sonst noch wäre. Danke. Vielen Dank, Frau Schneider, bitte. In Abstimmung mit den Spitzenverbänden eine Antwort. Okay, dann will ich dazu etwas sagen, wobei man das sehr hessenspezifisch sehen muss, weil es ja unterschiedliche Regelungen gibt im Bundesgebiet. Deswegen wirklich nur auf Hessen bezogen. Da ist es so, dass wir schon seit langem eine vollständige Übernahme der Kosten beim Land Hessen einfordern. Wir hatten lange Zeit 50% der Kosten. Das Land Hessen hat dann 15% circa draufgeschlagen, sodass wir jetzt bei 65% der Kosten sind, die vom Land Hessen übernommen werden. Das heißt, rund 35% bleiben zurzeit bei den Kommunen hängen. Wenn wir das auf den Landkreis Gießen runterrechnen, dann sind das ca. 601 D-Mark pro Asylbewerber und Monat. Das heißt, das Bundesgeld wäre tatsächlich dann nochmal eine Erweiterung, würde dann das Bundesgeld weitergereicht werden. Aber wir rechnen zurzeit eher damit, dass wir pro Asylbewerber und Monat so circa 1.000 bis 1.100 Euro brauchen. Das liegt zum Teil auch daran, dass es auch wirklich immer teurer wird, Menschen unterzubringen. Wir bewegen uns in einer Marktwirtschaft, die im Moment brutal zuschlägt, so kann ich es nur formulieren. Es gibt viele Gewinner dieser Situation und das merken wir. Das merken wir bei der Anmietung von Gebäuden, das merken wir auch, wenn es darum geht, ich sag mal, nur ein einfaches Feldbett zu besorgen. Auch das ist unanständig teuer geworden. Und natürlich ist der Markt auch leergefegt, was im Grunde auch bedingt, dass die Preise nach oben gehen. Mit auch nochmal ist auch schon erwähnt worden, dass es auch immer schwieriger wird, auch geeignete Betreiber zu finden. Wir im Landkreis Gießen setzen sehr eben auch auf Betreiber wie das Deutsche Rote Kreuz, weil wir hier auch einen sozialen Anspruch haben. Wir haben auch schon andere Erfahrungen gemacht. Deshalb sind wir da wirklich auch gewechselt. Aber es wird schwieriger, wirklich auch geeignete Betreiber zu finden. Also die Kosten werden eher steigen. Sie werden auch die 670 Euro des Bundes weit übersteigen. Wie gesagt, wir gehen von 1.000
rund 1.000 Euro pro Monat und Flüchtling aus. Vielen Dank. Möchte von Seiten der Kommunalen Spitzenverbände. Also, was Frau Schneider sagt, das alles zu unterstützen. Die Zahl, wenn Sie das multiplizieren, 670, wenn wir das als Rechengröße mal nehmen, einmal 12, dann sind wir grob bei 8.000 Euro. Wir haben seriöse Berechnungen, dass alleine die Kosten für das Asylbewerberleistungsgesetz pro Flüchtling jedenfalls bei 10.000 sind, vermutlich mehr, hängt dann immer von der regionalen Ausgangslage ab. Und sie sind eben massiv ansteigend und dabei ist noch keine soziale Betreuung und dabei ist noch keine Integration drin. Wir geben derzeit erhebliche Mittel für Integration aus, wir geben erhebliche Mittel für soziale Betreuung aus. Das ist bei den berechneten Größen Asylbewerberleistungsgesetz 10.000 bis 12.000 Euro pro Mann und Jahr bis jetzt nicht berücksichtigt. Insofern deckt das, wenn Sie so wollen, zwei Drittel ab, wenn alles ankäme. Vielen Dank. Frau Kawanski. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht auch so in Richtung Kommunen und die Belastung in den Kommunen und damit auch an Frau Schneider bzw. einen Vertreter, vielleicht Herr Lübking jetzt, von den Kommunalen Spitzenverbänden. Und zwar inwiefern, also es hat bis jetzt in der Anhörung noch keine Rolle gespielt, was die Wohnungssituation betrifft, beziehungsweise was die Immobilien betrifft. Und ich meine, da wurde ja in der Vergangenheit jetzt auch schon Erleichterungen geschaffen, was die Gewerbegebiete, das hatten Sie in Ihrer Stellungnahme auch mit reingeschrieben, betrifft. Aber mir geht es so ein bisschen darum, inwiefern man sozusagen von solchen Methoden, Aufhebung des Königsteiner Schlüssels oder Lockerung, sagen wir so, beziehungsweise Erleichterung der interkommunalen Zusammenarbeit bis hin, sage ich mal, zu solchen Vorschlägen wie Abrissstopp bei Gebäuden, also dass man sozusagen mit welchen Maßnahmen man auch so sozialen Wohnungsbau beziehungsweise diese ganze Wohnungssituation in den Kommunen damit die Situation entschärfen könnte und was das, sage ich mal, für Mittel nach sich ziehen würde, weil die Frage ist ja tatsächlich, also Zelte und Gewerbegebiete ist sozusagen die Ultima Ratio, das hat niemand gerne, beziehungsweise ist ja damit auch, sage ich, der menschenwürdigen Unterbringung nicht wirklich geholfen. Aber inwiefern man, sage ich jetzt mal, mit kurzfristigen Maßnahmen, auch Sicherstellung von Gebäuden, die Situation entschärfen kann und dann eben halt mittel- beziehungsweise längerfristig dann auch die Situation besser gestalten kann, indem man eben halt dann auch Gelder, sage ich mal, zur Verfügung stellt für sozialen Wohnungsbau. Was da Ihre Bedarfe, wie Sie den Bedarf sehen, wie Sie ihn beziffern würden und inwiefern man damit dann eben halt auch so eine Entschärfung hinkriegt, jenseits dessen, wie jetzt sozusagen die Finanzierung konkret läuft. Ja, vielen Dank. Frau Schneider zunächst, dann Herr Lübking. Ja, also wir begrüßen in diesem Zusammenhang sehr auch die Finanzierungsmittel, die jetzt bereitgestellt werden für den sozialen Wohnungsbau, weil mittel- und langfristig wird es nur darüber funktionieren, dass wir sozialen Wohnungsbau, dass wir sozusagen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das ist auch in ländlichen Gebieten wie den Landkreis Gießen so. Wir haben eine Universitätsstadt und wir haben jetzt schon eine hohe Konkurrenz auch zwischen suchenden Studenten, aber auch unsere Quote der Langzeitarbeitslosigkeit ist recht hoch, also auch zwischen eben Menschen, die auch Kosten der Unterkunft bekommen und die auch bezahlbaren Wohnraum brauchen. Das heißt, es wird nur darüber funktionieren, dass wir weiteren sozialen Wohnungsraum schaffen. Im ländlichen Raum ist sicherlich auch noch eine Möglichkeit, die Nutzung des Leerstands, wobei das ist jetzt nicht im großen Maße so, aber auch das muss finanziert werden, weil es wird nicht gehen, dass man Menschen in Häuser setzt, die schon seit Jahren nicht mehr bewohnt sind, sondern auch hier muss investiert werden. Also es muss immer entsprechend auch hergerichtet und investiert werden und das kostet Geld, dass man einfach ein Gebäude aufschließt und sagt, jetzt geht rein und fühlt euch wohl, wird so nicht funktionieren. Herr Lübking, bitte. Wir müssen ja zwei Verfahren unterscheiden. Das erste ist, dass jetzt vielfach die Kommunen die Erstunterbringung mitregeln müssen. Das heißt, hier müssen wir erstmal Wohnraum überhaupt suchen oder umbauen. Und da dienen ja auch die bauplanungsrechtlichen Erleichterungen, dieses mit zu unterstützen, in der Hoffnung, dass auch Bauordnungsrecht entsprechend angepasst wird, dass wir das tatsächlich können. Vor allen Dingen, damit wir auch feste Unterkünfte haben. Also wir wissen ja auch, dass vielfach noch Zelte als Unterkünfte dienen. Das muss ersetzt werden. Wir haben jetzt mal vorgeschlagen, hier diese Holzhausbauweise auszudehnen. Aber zumindest, dass man erstmal die Menschen unterbringen kann. Und das Zweite ist ja dann die dauerhafte Unterbringung, die wir zu regeln haben. Und da sind natürlich Massenunterkünfte keine Bleibeperspektive für die Menschen. Da brauchen wir Wohnraum. Die Kommunen suchen Wohnraum, die suchen Leerstände.
aber wir brauchen eine Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus, aber für alle, weil natürlich die Wohnungssuche gerade in Ballungszentren, in Großstädten natürlich für andere auch ein Problem darstellt. Und deshalb muss der soziale Wohnungsbau an der Stelle ausgeweitet werden. Hier ist man auf dem Weg, aber ich glaube nicht, dass die Mittel ausreichen, sondern sie müssen noch aufgestockt werden. Und was die Frage Leerstände, auch ländliche Räume angeht, natürlich möchten wir auch, dass wir den Menschen in den ländlichen Räumen eine Perspektive bieten. Aber wenn die Residenzpflicht nicht mehr vorhanden ist, werden natürlich die Menschen dorthin gehen, wo sie für sich auch eine berufliche Perspektive sehen. Und dann nützen manche Leerstände natürlich in den Regionen nichts, wo die dauerhafte Bleibeperspektive nicht gewährleistet sind. Also da muss man dann auch andere zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um auch diese Räume so attraktiv zu machen, dass die Menschen dort auch bleiben. Vielen Dank. Jetzt noch die beiden Fragen in der Runde von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen direkt hintereinander, damit das dann beantwortet werden kann. Ich hätte gerne eine Frage an Frau Allenberg gestellt. Und zwar gilt ja jetzt weiterhin Asylbewerberleistungsgesetz 4 und 6 für die gesundheitliche Versorgung, was ja heißt, die Beschränkung auf eine Akutversorgung und gegebenenfalls in Extremsituationen besondere Versorgungssysteme. Wie wirkt sich das derzeit in der Praxis aus? Was haben Sie für Erfahrungen in den Beratungsstellen? Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, die Frage noch zu stellen. Meine Frage geht auch an Frau Allenberg. Ich will mich auch auf einen Punkt beschränken, nämlich die Umwandlung Geldleistungen in Sachleistungen. Ein Aspekt, den wir bisher da noch nicht hatten. Also wir hatten ja schon, dass es einen viel höheren bürokratischen Aufwand braucht. Deswegen fand ich die Argumentation von Herrn Sommer nicht sehr konsistent. Wir hatten schon vorher bei dem 1a, dass eine Senkung der Leistung aus migrationspolitischen Gründen problematisch ist, verfassungsrechtlich eigentlich nicht erlaubt, ist bei der Frage Umwandlung Geldleistungen in Sachleistungen, ist ja quasi der Umfang der Leistung gleich. Aber wenn Sachleistungen gewährt werden anstelle von Geldleistungen, wird natürlich der Freiheitsspielraum der Menschen eingeschränkt, weil die nicht mehr frei verfügen können, wofür sie das Geld ausgeben können. Das ist eigentlich schon auch eine Einschränkung der sozialen und kulturellen Teilhabe. Da würde mich nochmal die Bewertung der Kirchen interessieren, wie Sie den Punkt sehen, der vielleicht sogar verfassungsrechtlich problematisch ist, aber vielleicht auch sonst. Vielen Dank. Frau Allenberg, bitte kurz antworten. Ja, vielen Dank. Also Punkt 1, welche Erfahrung haben wir mit der eingeschränkten Gesundheitsversorgung? Die tritt jetzt im Moment ein bisschen in den Hintergrund, diese Berichte darüber, einfach weil die Situation vor Ort so fatal ist, wie ich ja auch angedeutet habe, dass wir jetzt Einzelberichte zur Gesundheitsversorgung akute nicht vorliegen haben. Aber aus der Vergangenheit wissen wir, dass es immer wieder zu wirklich zum Teil lebensbedrohlichen Situationen kommt. Also das liegt vor allem daran, dass natürlich oftmals auch rein praktisch vom Wachschutz erwartet wird, dass man zunächst eine Übernahme der Kosten durch den Sozialträger vorlegt, bevor man überhaupt zum Arzt gelassen wird. Aber auch wenn man vor Ort ist, wird die Leistung oftmals reduziert. Und das ist dann ein Problem, wenn sich chronische Zustände so zuspitzen, dass es tatsächlich für die Person lebensbedrohlich ist. Es gibt eine schöne Zusammenstellung von Herrn Klaassen hier, was es aus einzelnen Situationen in Buchform, zu welchen Situationen es da kommen kann. Also da werden auch bei noch jungen Menschen Zähne gezogen, statt diese zu behandeln, oder es werden wirkliche Leiden nicht erkannt, weil die Sorgfalt nicht angewendet wird und so weiter und so fort. Also da sehen wir ein ganz großes Problem. Wir sehen das auch als ein verfassungsrechtliches Problem, weil, wie ich schon ausgeführt habe, es muss immer anhand der Bedürfnisse und des Bedarfs der Personengruppen geschaut werden, welche Leistungen ihnen zustehen. Und gerade im Gesundheitsbereich fällt es recht schwer, einen eingeschränkten Bedarf für Personengruppen zu konstatieren. Vielleicht dazu. Die Einschränkung der Ermöglichung des soziokulturellen Existenzminimums durch Sachleistung. Also das Bundesverfassungsgericht, wie hier auch schon ausgeführt hat tatsächlich sich zu der Frage, ob Sachleistungen sozusagen, ob eine Leistung in Sachleistung gewährt werden dürfen, nicht ausführlich geäußert, aber hat gesagt, dass das immer da an seine Grenzen kommt, wo das menschenwürdige Existenzminimum nicht gewährleistet werden kann. Und das muss eben flächendeckend gewährleistet werden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es bei
Sachleistung, bei der Gewährung von Leistung als Sachleistung zu Unterversorgung kommt, dass, wenn Essenspakete zusammengestellt werden, auf Besonderheiten für die Person keine Rücksicht genommen werden kann. Das ist natürlich auch Erfahrung aus der Vergangenheit, weil die meisten Länder nun umgestellt haben oder über die Jahre umgestellt hatten, jetzt flächendeckend umgestellt haben. Jetzt wird es wieder zu einer Rückwärtsbewegung kommen. Ganz problematisch ist es da, wenn jetzt auch noch das Taschengeld als Sachleistung ausgegeben werden soll, denn es hat früher ermöglicht, dass man in Nutzung des Taschengelds, wenn andere Leistungen als Sachleistung gewährt worden sind, bestimmte Bedürfnisse, die sich eigentlich im Bereich nicht des persönlichen Bedarfs handelten, über Kompensation sozusagen auch dadurch gewährleistet werden konnten. Das wird nicht möglich sein, wenn es nun eine flächendeckende, in beiden Bereichen stattfindende Gewährleistung durch Sachleistung gibt. Insofern sehen wir, das hatte ich ausführend auch versucht einzuführen, sehen wir da auch tatsächlich die Gefahr, dass es zu einer Nicht-Gewährleistung des soziokulturellen Existenzminimums kommen wird. Und das ist Teil des menschenwürdigen Existenzminimums und somit hat es eine verfassungsrechtliche Bedeutung. Vielen Dank, Frau Allenberg. Damit wären wir mit dieser Runde zu Ende. Ich danke dem Sachverständigen Vogt mit V. An seiner Stelle für die Fragerunde zum Thema sichere Herkunftsstaaten rückt nun Herr Rechtsanwalt Zürich nach. Und ich frage direkt in die Runde, wer Fragen hat von Seiten der CDU, Frau Kollegin Wagen. Ja, nachdem die Sachverständigen ja größtenteils sich schon zu dem Themenbereich auch geäußert haben im Eingangsstatement, hätte ich nur eine Ergänzungsfrage an Herrn Professor Thüm und Herrn Professor Kluth, und zwar inwieweit es einer Einstufung als sicherer Herkunftsstaat entgegenstehen kann, dass in einem Staat ethnische Minderheiten erheblichen Diskriminierungen ausgesetzt sind, beziehungsweise wann können solche Diskriminierungen zu Flüchtlingsanerkennung oder zur sonstigen Schutzgewährung führen? Herr Professor Kluth, bitte. Ja, vielen Dank. Ich denke, die maßgebliche Beurteilung hängt immer davon ab, welche Verhaltensweisen hier dem Staat zugerechnet werden. Und wenn die Diskriminierung aus der Gesellschaft kommt, kommt es darauf an, dass der Staat Instrumente bereitstellt, klagebehördliche Verfahren, um solche zu bekämpfen und damit in Zukunft zu verhindern, dass es dazu kommt. Und wir können uns jetzt nur auf die Expertisen, die vorliegen, zu den betroffenen Staaten auch beziehen. Und da ist in den Berichten natürlich auch von diskriminierenden Verhaltensweisen in der Bevölkerung die Rede. Aber es wird auch darauf hingewiesen, dass durch den entsprechenden Gesetzesrahmen behördliches Handeln darauf hingewirkt wird, dass diese in Zukunft unterbleiben. Und wir haben ja auch hier die Möglichkeit, bei den sicheren Herkunftsstaaten, oder nicht die Möglichkeit, die Notwendigkeit der Einzelfallprüfung, wenn also entsprechende Gesichtspunkte vorgetragen werden und man im Einzelfall zu dem Ergebnis kommt, das ist also staatlich zurechenbar in einer der Formen im Einzelfall, dann kann das auch entsprechend zu einer Anerkennung im Einzelfall führen. Das heißt, bei dem Mechanismus ist dann die Anforderung an den Sachvortrag im Einzelfall höher, dass man diese besonderen Umstände vorträgt. Und man kann natürlich die herangezogenen Quellen wie immer in Frage stellen und sagen, ich sehe das anders, aber die sind zuverlässig, die sind also nicht einseitig, nicht nur das Auswärtige Amt, es sind die Flüchtlingsorganisationen und ihre Berichte ausgewertet, sodass das meines Erachtens ausreichend tragfähig ist. Vielen Dank, Herr Professor Thüm. Ja, vielen Dank. Ich kann mich im Wesentlichen allen anschließen. Wir müssen eigentlich zwei Fragen unterscheiden. Die erste Frage ist, haben wir Verfolgung? Und die zweite Frage ist, wird ausreichend Schutz gewährt? Und für die Frage der Verfolgung, da formuliert die Asylqualifikationsrichtlinie der Europäischen Union wie folgt. Wir brauchen eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte. Und es wird dann Bezug genommen auf Artikel 15 Absatz 2 EMRK, wo die abweichungsfesten Rechte normiert sind. Und dazu gehört etwa das Leben, die Folter oder die Sklaverei. Das ist jetzt nur, sind nur Indizien. Das können auch andere Rechte sein. Aber das zeigt an, dass es eben um die wirklich grundlegenden Garantien geht. Und man muss sich dann die Frage stellen,
Stellen, wenn es um wirtschaftliche Probleme oder auch soziale Diskriminierung geht, die für sich genommen als Einzelmaßnahme nicht diese Schwelle erreichen, ob dann in der Kumulierung diese Schwelle erreicht wird. Und da stellt sich in dem ersten Schritt schon mal ganz grundsätzlich die Frage, wie wir da mit wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten überhaupt umgehen, die einen geringeren rechtlichen Intensitätsgrad besitzen. Und wenn man sich das näher anschaut, wird man feststellen, dass zum Beispiel die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung von 96, aber auch der Anhang 2 der Asylverfahrensrichtlinie der Europäischen Union überhaupt nicht auf die wirtschaftlichen und sozialen und kulturellen Rechtsgewährleistungen, etwa in der Europäischen Sozialcharta, Bezug nehmen. Dort wird immer nur auf bürgerliche und politische Rechte in Bezug genommen, sodass man sogar in diesem ersten Schritt schon die Frage stellen kann, inwieweit solche Verletzungen überhaupt relevant sind. Selbst wenn das jedoch der Fall ist, muss man eben im zweiten Schritt die Frage stellen, ob Schutz gewährt wird. Und insoweit ist dann eben relevant und maßgeblich, dass es sich typischerweise in diesen Ländern um nichtstaatliche Verfolgung handelt. Und ich hatte ja im Eingangsstatement schon auszugsweise erwähnt, was die Asylqualifikationsrichtlinie der Europäischen Union, die ja anders als das Bundesverfassungsgericht in der Rechtsprechung zu 16a anerkennt, dass nichtstaatliche Verfolgung relevant sein kann, was diese Richtlinie hier sagt. Und die sagt, dass eine nichtstaatliche Verfolgung dann nicht relevant ist, wenn der Staat oder auch internationale Akteure in der Lage und willens sind, Schutz zu gewähren. Und das soll generell gewährleistet sein, wenn eben der Staat Schutzmaßnahmen etwa in Form von Strafverfolgungsmaßnahmen bereitstellt und der Einzelne grundsätzlich auch Zugang dazu hat. Und vor dem Hintergrund kann ich auch ohne jetzt die Situation vor Ort aus eigener Erfahrung zu kennen, durchaus nachvollziehen, dass man zu dem Ergebnis kommt, dass in den betreffenden Ländern, ungeachtet aller Defizite, die etwa im Justizsystem bestehen, eine grundsätzliche Möglichkeit besteht, staatlichen Schutz gegen nichtstaatliche Verfolgung in Anspruch zu nehmen. Und es liegt nicht zuletzt daran, wie ich auch im Einführungsstatement dargelegt habe, dass wir eben internationale Akteure haben, von der Europäischen Union bis hin zur OSZE und anderen und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die als sozusagen zweites Sicherungsnetz bereitstehen, um sicherzustellen, dass in den entsprechenden Staaten ein Schutz gegen nichtstaatliche Verfolgung gewährt wird. Und insoweit kann ich sehr gut das Fazit verstehen, dass bei einer Gesamtbetrachtung diese Staaten sicher sind, was nicht ausschließt, dass im Einzelfall man doch zu einem anderen Ergebnis kommt. Vielen Dank. Auf der Liste ist die nächste Frau Kollegin Jelbke und ich darf gleichzeitig die Sachverständige Schneider ab 14 Uhr dann entschuldigen. Die muss sehr, sehr pünktlich weg. Vielen Dank. Ja, danke. Ja, meine Frage geht an Herrn Sürig und ich würde ihn gern fragen, Europa und verfassungsrechtlich sind ja klare Ansichten genannt worden von Bundesverfassungsgericht und hohe Anforderungen, was ein Staat als sicher einzustufen bedeutet. Vielleicht können Sie uns da noch mal die Grundsätze nennen und auch sagen, inwieweit die Gesetzesbegründung ausreicht. Sie haben ja wahrscheinlich auch die Stellungnahme vom UNHCR wahrgenommen, die ja kritisieren, dass europarechtlich, dass ihr klagt, das im wahrsten Sinne des Wortes, weil man vor allen Dingen auf die politische Verfolgung abstellt. Und ich würde ganz gerne auch noch mal zum Stichwort kumulative Verfolgung, willkürliche Gewalt und so weiter, vielleicht können Sie das mit einbeziehen in diese Frage. Zweite Frage. Sie haben ja eigene Recherchen unternommen auf einer Reise durch den Kosovo. Und für mich stellt sich hier die Frage sowieso, wie Sie die Einschätzung haben, ob Sie eine Einschätzung haben zur pauschalen Sicherheitsvermutung. Und in diesem Zusammenhang finde ich nicht uninteressant, wie sich andere EU-Staaten zur Anerkennung von Westbalkanstaaten verhalten. Also zum Beispiel es geht hier konkret um Kosovo. Die Schweiz erkennt 2014 40% der dortigen Flüchtlinge an. Finnland 43%, sogar in Großbritannien 18%. Durchschnittlich haben wir den Westbalkan in europäischen Staaten immerhin eine Anerkennungsquote von 7,8%. Also meine Frage ist, wie bewerten Sie diese Ungleichheit und kann man vor diesen Voraussetzungen her sagen, dass diese drei neu einzustufenden Länder wirklich als sicher eingestuft werden können? Ja, das wäre es dann erstmal. Danke, Herr Sürich.
Ja, guten Tag erstmal. Kurz zu meiner Person, warum ich hier als Sachverständiger geladen wurde. Ich habe an mehreren Recherchereisen teilgenommen in Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, gemeinsam mit Vertretern der Gruppe Alle Bleiben, die auch im Bundesroma-Verband sind. Auf die Weise hatten wir sehr guten Zugang zu abgeschobenen Roma in diesen Ländern und konnten Leute unmittelbar zu ihrer Lebenssituation befragen. Ich werde mich bei der Antwort auf die Fragen auch insbesondere fokussieren auf die Gruppe der Roma. Das sind die, zu denen ich am meisten sagen kann und die ich für bei der Einstufung dieser Länder als sichere Herkunftsstaaten auch für die am meisten gefährdete Gruppe halte. Vorweg vielleicht einmal, um so ein bisschen die Luft daraus zu nehmen aus der gegenwärtigen Debatte, was viele nicht wissen. Es gab eine große Fluchtwelle von Personen aus dem Kosovo Anfang 2015. Wie mir ein Mitglied unserer Recherchegruppe sagte, der 3 Monate im Durchgangslager Friedland bei Göttingen als Dolmetscher gearbeitet hat, waren unter dieser sehr großen Gruppe von Personen, die zu einer Versiebenfachung der Asylbewerberzahlen aus dem Kosovo geführt haben, kurzfristig so gut wie keine Roma. Er sagte, er hätte in Friedland in 3 Monaten, wo er dort gearbeitet hat, 2, vielleicht 3 Roma-Familien getroffen. Das waren alles. Das waren ansonsten ganz überwiegend ethnische Albaner. Von daher, das verzerrt manchmal immer ein bisschen die Debatte über sichere Herkunftsländer. Zu Ihren Fragen, Frau Jelbke. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung zu sicheren Herkunftsstaaten insbesondere gesagt, damit ein Staat als sicherer Herkunftsstaat eingestuft werden kann, muss Sicherheit vor politischer Verfolgung landesweit und für alle Personen und Bevölkerungsgruppen bestehen. Und es muss nicht nur sichergestellt sein, dass keine politische Verfolgung im Sinne von Artikel 16a Grundgesetz stattfindet, sondern es muss auch gewährleistet sein, dass keine unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung im Sinne von Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention stattfindet. Und der Gesetzgeber muss sich anhand von Rechtslage, Rechtsanwendung und allgemeinen politischen Verhältnissen ein Gesamturteil über die politische Verfolgung im jeweiligen Staat bilden. Wir haben an unseren Recherchen mit dem letzten Punkt angefangen. Für uns waren insbesondere von Interesse, welchen Wahrheitsgehalt haben Berichte des Auswärtigen Amtes, die in Asylverfahren eine ganz zentrale Rolle spielen. Es gibt so gut wie keinen ablehnenden Asylbescheid, in dem nicht wortwörtlich aus dem jeweiligen Lagebericht des Auswärtigen Amtes zitiert wird. Diese Lageberichte des Auswärtigen Amtes sind regelmäßig als VS nur für den Dienstgebrauch eingestuft. Sie sind für Rechtsanwälte zugänglich. Inwieweit Leute, die nicht der Weisungsbefugnis des Behördenleiters unterstehen, sich an dieses VS halten müssen, habe ich hier vorab nicht geprüft. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht Gegenstand von Strafverfolgung werde, wenn ich aus dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes zitiere. Das ist unvermeidlich, um zu widerlegen, was dort an Behauptungen aufgestellt wird. Vorab auch noch kurz zur Rechtslage, was ein bisschen von den Gutachtern der Regierungsfraktionen, oder ich sage es mal so, wir sind natürlich alle Gutachter des Parlaments, aber von den Gutachtern, die in der Regierungsfraktion nahestehen, unterschlagen wird, ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Verfahren MSS gegen Griechenland und Belgien. In dieser Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte klargestellt, dass auch ein völliger Ausschluss aus sozialen Rechten mit jeder Perspektive auf eine Besserung einen Verstoß gegen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention darstellt und hat in dieser Entscheidung, übrigens eine Entscheidung der Großen Kammer, Griechenland verurteilt, weil dem Beschwerdeführer in Griechenland Obdachlosigkeit, Mittellosigkeit, Arbeitslosigkeit, Ausschluss aus dem Gesundheitswesen, also ein Ausschluss aus allen Leistungen der sozialen Sicherung drohte und keine Perspektive auf eine Besserung bestand. Diese Entscheidung ist von ganz grundlegender Bedeutung zum Verständnis der Lage von Roma im Kosovo und auch in Mazedonien und in Montenegro, wobei Kosovo der nach meiner Ansicht der gravierendste Staat ist. Im Hinblick auf diese Bedeutung von Leistungsausschlüssen
in Asylverfahren, die übrigens auch das Bundesamt so sieht. Man merkt das daran, wenn man im Internet bei Asylnet mal googelt, was es an, oder in der Suchmaschine von Asylnet mal unter dem Stichwort Kosovo nachguckt. Also auch das Bundesamt fokussiert sich in den positiven Entscheidungen sehr auf drohende Verelendung und medizinische Abschiebungshindernisse, insbesondere bei der Gruppe der Roma. Also pauschal alleinerziehende Mütter, das erkennt auch das Bundesamt durchaus an, dass alleinerziehende Mütter aus der Gruppe der Roma einer völligen Verelendung ausgesetzt sind, wobei es da inzwischen auch schon Entscheidungen gibt, die subsidiären Schutz anerkennen. In dem Punkt ist übrigens die Gesetzesbegründung also schlicht fehlerhaft. Da wird eine Statistik genannt, dass von Januar bis Juni 2015 es keine einzige positive Entscheidung zu Kosovo mit subsidiärem Schutz gegeben haben soll. Ich weiß nicht, woher die Zahlen stammen. Allein unter meinen Mandanten, und wir sind ja nur ein kleines Rechtsanwaltsbüro, ist eine Entscheidung vom Verwaltungsgericht Oldenburg, in der subsidiärer Schutz in genau diesem Zeitraum anerkannt wurde. Da ist anscheinend die Statistik der Gerichtsurteile schlicht fehlerhaft. Wir haben dann weiter bei unseren Recherchen im Kosovo festgestellt, dass es ein de facto einen nahezu völligen Ausschluss von medizinischen Leistungen gibt, sobald es darum geht, irgendein Medikament zu erhalten. Während in den Lageberichten des Auswärtigen Amtes, wobei der letzte ist von 2014, der mir vorliegt, trotz ausdrücklicher Anfrage bei der Bundestagsverwaltung wurde mir der neueste nicht zugeschickt. In den Lageberichten des Auswärtigen Amtes wird regelmäßig behauptet, für Kinder, Personen über 65, Schwerbehinderte und Sozialhilfeempfänger sei medizinische Versorgung und Medikamente kostenlos. Nach unseren Recherchen ist diese Behauptung in den Lageberichten des Auswärtigen Amtes ganz schlicht und ergreifend wahrheitswidrig. Wir haben natürlich nicht nur Abgeschobene interviewt, das, um uns nicht dem Vorwurf der Parteilichkeit auszusetzen. Wir haben auch interviewt den Führungsstab der Bundeswehr in Prizren. Da hatten wir den Standortkommandanten gefragt, warum sie denn ihr schönes Feldlazarett, was westeuropäischen Standard hat, angesichts der bekanntermaßen schlechten medizinischen Versorgung nicht für die örtliche Bevölkerung öffnen. Da war die spontane Äußerung, dann wäre hier eine Schlange von 2 Kilometern vor dem Kasernentor, das wäre nicht leistbar. Der Offizier, der für interkulturelle Angelegenheiten zuständig war, ein Herr Thyssen, sagte spontan, es sei überhaupt nichts kostenlos im Kosovo an medizinischer Versorgung. Man müsse sogar die Einweghandschuhe zum Arzt, die der Arzt verwendet, selber bezahlen und mitbringen bei der ärztlichen Behandlung. Das heißt, diese in Lageberichten regelmäßig aufgestellte Behauptung, medizinische Versorgung sei kostenlos und zumindest für die abgeschobenen Gruppen, und hier geht es also insbesondere eben um Familien mit Kindern, in denen es gibt fast keine Familie, in der nicht mindestens eine Person gravierend erkrankt ist und dauerhaft Medikation braucht bei Roma aus dem Kosovo. Also diese Behauptung ist schlicht falsch, die das Auswärtige Amt da aufstellt in den jeweiligen Lageberichten. Das lässt sich auch sehr gut widerlegen. Die interessante Reaktion ist, wenn ich in Verfahren darauf hinweise, dass dieser Lagebericht auch einfach falsch ist. Ich hatte zu Anfang auch das Bedenken, ich dachte, da kommt dann eine enorme Abwehrhaltung und mir wird sonst was unterstellt. Die interessante Reaktion ist, es findet sich überhaupt nicht mehr, der diese Berichte noch verteidigt. Sondern es wird dann eher gesagt, ja, wir wissen doch alle, wie diese Berichte zustande kommen. Ich solle das mal nicht so hochhängen. Eine Mitarbeiterin des Bundesamtes in Oldenburg erzählte mir bei der Gelegenheit auch gleich auch, dass sie den Bericht über Algerien geschrieben hat, ohne jemals im Leben in Algerien gewesen zu sein. Sie hat ihn einfach abgeschrieben beim französischen Asylamt. Also so viel zur Faktenbasis der Entstehung. Zeit erinnern, denn der Kollege Beck hat auch noch eine Frage und ja, der möchte natürlich auch noch drin. Es tut mir leid, also ein Teil dieser Erklärung fällt deswegen so lang aus, weil ich vorher auch diesen neuesten Lagebericht nicht bekommen habe. Das finde ich übrigens sehr misslich. Also ich kann, was den Lagebericht angeht, nur auf dem Stand von Anfang 2014 was sagen. Der neueste Lagebericht wurde mir vorenthalten. Vom Kollegen Wiefelspütz habe ich erfahren, dass er ihn auch nicht gesehen hat vorher. Ich weiß nicht, ob die anderen Sachverständigen, die behaupten, die Bundesregierung oder der Bundestag würde seiner Sorgfaltspflicht nachkommen, diese Lageberichte überhaupt gesehen haben, die entscheidend sind. Aber vielleicht zur nächsten Frage. Ja, vielen Dank. Herr Kollege Beck noch. Ja, vielen Dank. Zunächst, Herr Thüm, Sie haben recht, dass nichtstaatliche Verfolgung dann nicht bejaht wird, wenn der Staat durchgehend und generell
durch Strafverfolgung, Verfolgungsmaßnahmen ahndet und insofern bekämpft. Aber durchgängig und generell ist mehr als das, was Sie zitiert hatten. Jetzt wollte ich fragen an Frau Ellenburg und Herrn Syrik. Einmal, kann ein Staat zum sicheren Herkunftsstaat erklärt werden, wenn es Anzeichen gibt, dass es in diesem Staat weiterhin zu kumulativen Menschenrechtsverletzungen durch nichtstaatliche Akteure kommt und dass die staatlichen Behörden nicht willens oder nicht in der Lage sind, Schutz vor solchen Menschenrechtsverletzungen zu bieten. Wer im Westbalkan unterwegs ist, weiß, dass drei Gruppen regelmäßig fast in allen dieser sechs Staaten Verfolgungsmaßnahmen, zumindest von nichtstaatlichen Akteuren, mit mangelhafter Strafverfolgung ausgesetzt sind. Das sind Roma, das sind LGBT und das sind Journalisten. Ich war gerade vor zweieinhalb Wochen in Serbien und konnte mir das anschauen, dass es eben leider selbst auch in Serbien noch der Fall ist. Kann ein Staat zum sicheren Herkunftsstaat erklärt werden, wenn auch nur Angehörige einer bestimmten Gruppe in diesem Staat weiterhin Verfolgung zu befürchten haben? Vor dem Hintergrund, dass das Bundesverfassungsgericht verlangt hat, dass Sicherheit vor politischer Verfolgung landesweit und für alle Personen und Bevölkerungsgruppen bestehen muss. Dann wollte ich fragen zu dem Thema französisches Verwaltungsgericht am 10.10.2015 hat dieses entschieden, dass die Einstufung des Kosovo als sicheren Herkunftsstaat nicht dem französischen Umsetzungsgesetz entspräche, da trotz der erreichten Fortschritte dieser Staat, dessen Einrichtung noch weitgehend von der Unterstützung internationaler Organisationen und Missionen abhängig sind, die Merkmale, die eine Einbeziehung in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten rechtfertigen, nicht erfüllt angesichts der Instabilität des spezifischen politischen und sozialen Kontexts dieses Staates und der Gewalttätigkeiten, denen manche Kategorien seiner Bevölkerung ohne Gewährleistung bei den öffentlichen Behörden ausreichend Schutz finden zu können, ausgesetzt bleiben. Und ist vor diesem Hintergrund nicht auch der KFOR-Einsatz anders zu werten, als das in der Begründung der Bundesregierung der Fall ist. Zu Mazedonien wollte ich fragen, ob man das so kursorisch machen kann angesichts der aktuell veränderten Lage und ob man dann nicht diese aktuell veränderte Lage bei einem Neubeschluss der sicheren Herkunftsstaaten auf jeden Fall mit einbeziehen muss. Dann sozusagen an das, was aus den sicheren Herkunftsstaaten als Rechtsfolge kommt, ist die Anknüpfung an die Herkunft aus einem vermeintlich sicheren Herkunftsstaat bei der Einschränkung sozialer und wirtschaftlicher Menschenrechte, Sachleistungsbetrieb, Residenzpflicht, Arbeitsverbot, Ausschluss von Integrationsleistungen, integrationspolitisch und menschenrechtlich zu verantworten. Das waren meine Fragen. Vielen Dank. Die Fragen richteten sich an Herrn Syrik. Sie haben jetzt die Gelegenheit zu antworten. Ich sagte Frau Allenberg und Herr Syrik. Hier war nur die Rückfrage, meinten Sie Montenegro oder Mazedonien? Das war es geht schon darum, wir beschließen ja die Liste der 8 sicheren Herkunftsstaaten. Wir beschließen nicht nur 3 zusätzliche Westbalkanstaaten, sondern die 3 alten und Senegal und Ghana, die weiterhin auf der Liste bleiben. Und aus Anlass dessen müssen wir uns eigentlich fragen, ist diese Liste noch korrekt? Das sollen wir in Zukunft ja auch alle 2 Jahre tun. Ja, danke. Herr Syrik, Sie haben jetzt das Wort. Also einmal zur Frage, kann ein Staat, wenn auch nur eine Gruppe verfolgt wird, einen Staat als sicher erklären? Es ist bei zahllosen Staaten so, jeder, der sich schon mal beruflich mit Asylrecht befasst hat, wird das wissen. Bei zahlreichen Staaten ist es so, dass sich die Verfolgung immer auf bestimmte Gruppen und selten auf die gesamte Mehrheitsbevölkerung fokussiert. Je nach den politischen Gegebenheiten kann das eine religiöse, eine regionale, eine ethnische Minderheit sein. Es können LGBT-Leute sein oder Journalisten. Also ganz klares Ja, selbstverständlich scheidet ein Staat als sicherer Herkunftsstaat aus, bei dem auch nur eine Gruppe
so verfolgt wird. Ich muss noch mal kurz die zweite Frage, ich konnte so schnell nicht mitschreiben, Herr Beck. Kann ein Staat zum sicheren Herkunftsstaat erklärt werden, wenn auch nur dritte Frage meinten Sie, die zweite haben Sie gerade schon beantwortet. Die dritte Frage war das zum französischen Verwaltungsgericht. Ach so, gut. Eine kurze Ergänzung noch, die in Bezug auf Kosovo und Roma zu dieser Verfolgung einer Gruppe ganz wichtig ist. Was im, leider in diesem Gesetzentwurf nicht beachtet wird, ist, dass Roma aufgrund der Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland als Nachfolgestaat des Dritten Reiches natürlich eine gewisse Sonderstellung genießen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einer anderen Entscheidung hinsichtlich anderer Gruppen, die Nachfahren der Verfolgten des Nationalsozialismus sind, auch schon beschlossen. Von daher hat die Verfolgung dieser einen Gruppe nochmal ein ganz besonderes Gewicht. So, jetzt bin ich zu nervös, die Frage nochmal. Ich habe leider etwas Lampenfieber, das bitte ich zu entschuldigen. Also, französisches Verwaltungsgericht, okay. Das andere war die KFOR-Geschichte und dann kämen Sie zu Mazedonien. Ja, so, das französische Verwaltungsgericht. Ich hatte bei der Vorbereitung eine noch ein Jahr ältere Entscheidung vorliegen, was aber so viel nicht ändert. Es gibt, also das kann ich auch nur teilen, natürlich ist dem französischen Conseil d'État in dem Punkt recht zu geben. Die KFOR-Truppe, das ist entscheidende Legitimation für die Anwesenheit von Soldaten im Kosovo, dass man diesen Staat eben anscheinend nicht als militärisch völlig sicher betrachtet und der Meinung ist, dass da noch rechtsstaatliche Defizite sind. Ich will vielleicht mal ein Beispiel, was wir bei unserer Recherche also bei der Bundeswehr zu hören bekommen haben, hier wieder geben. Wir waren dort um den Nationalfeiertag rum, das ist so Anfang Februar, und schon in den Warnhinweisen des Auswärtigen Amtes für Touristen, wobei es kaum jemand dort als Tourist hinfährt, aber es gibt diese Warnhinweise im Internet, wird darauf hingewiesen, dass in großer Zahl nicht registrierte Schusswaffen in Umlauf sind. Und die sind wohl eher bei der albanischen Bevölkerungsmehrheit in Umlauf. Und auch Bundeswehroffiziere schilderten uns, dass am Tag des Nationalfeiertags man aus den Bergen rund um Prizren noch Schüsse hörte. Freudenschüsse, Feierschüsse. Und ich bin nicht fachkundig, aber ich denke, die Militärs sind's. Die sagten, das sind wohl eher Waffen aus Schnellfeuergewehren, die dem Kriegswaffenkontrollgesetz hierzulande unterliegen würden und nicht einfach nur irgendwelche Jagdwaffen gewesen. Ja, vielen Dank. Die Frage ging an Frau Allenberg und Herrn Syrik. Eigentlich hätte Frau Allenberg sogar als Erste antworten müssen. Und deshalb darf sie jetzt aber auf keinen Fall unter den Tisch fallen. War an mir vorübergegangen, aber sie darf trotzdem jetzt dann antworten. Vielen Dank. Also ich würde mich gern für die ersten beiden Fragen den Ausführungen von Rechtsanwalt Syrik anschließen. Zu Ihrer Frage, inwiefern die Entscheidung des französischen obersten Gerichtshofs einbezogen werden müsste. Das sieht ja Artikel 37 Absatz 3 der Asylverfahrensrichtlinie vor, dass Informationen aus anderen Mitgliedstaaten verwertet werden sollen. Bei der Frage, welcher Staat in einem nationalen Staat als sicherer Herkunftsstaat gewertet werden soll. Insofern denken wir, es müsste zumindest eine Auseinandersetzung in der Begründung erfolgen, die hier fehlt. Die ganze Begründung ist uns zu oberflächlich. Wir können natürlich nicht in der Kürze der Zeit, Herr Syrik hat das jetzt schon bereits getan, aber wir als Verbände oder in dem Fall Kirchen können jetzt nicht in der Kürze der Zeit die ganzen Herkunftsländerinformationen so aufarbeiten, dass wir auf Fehler hinweisen können. Aber es fällt schon auf, dass in Bezug auf die Transparenz der Gesetzentwurf nicht ausweist, welche Informationen er aus welcher Quelle entnommen hat. Und damit entfällt auch die Möglichkeit, das zu überprüfen. Zu Ihrer Frage, inwiefern die neuen, aktuell veränderte Lage in Mazedonien diskutiert werden müsste, das sehen wir genauso wie Sie. Es ist uns auch aufgefallen, dass zum Beispiel in Bezug auf den Senegal, der ja schon durch die Asylrechtsreform 1993 in unser Gesetz als sicherer Herkunftsstaat die Einstufung erfolgt ist, auch da keinerlei Bewertung der Lage
im Gesetzentwurf enthalten ist. Das würden wir jetzt dringend anraten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Kommission, die jetzt im Nachgang zu dem EU-Beschluss, Ratsbeschluss, mal zusammengestellt hat, welche Mitgliedstaaten, welche Herkunftsländer als sicher eingestuft haben und eine Übersicht bezüglich der Quoten, der Schutzquoten erstellt hat, den Senegal mit einer Schutzquote von 34,7% versehen hat. Das heißt, in anderen Mitgliedstaaten wird das durchaus anders gewertet. Auch wenn ein heimgestellt werden kann, welche Form der Schutzgewährung dort Grundlage war. Das ist nicht ersichtlich in der Zusammenstellung. Aber wenn man davon ausgeht, dass doch ein Drittel aller Asylsuchenden eine Form von Schutz bekommen, dann müsste man sich auch diesem Staat einmal nähern. Wir haben zumindest bei kursorischer Prüfung erkennen können, dass homosexuelle Paare im Senegal eine Gefängnisstrafe bis zu 5 Jahren zu vergegenwärtigen haben oder eine Geldstrafe über 2.000 $. Insofern ist das etwas, was man jetzt auch direkt sich anschauen müsste. Ihre vierte Frage bezog sich auf die Einteilung von Personen als solche mit und ohne Bleibeperspektive. Inwiefern das menschenrechtlich problematisch ist, möchte ich mal hintanstellen lassen, aber integrationspolitisch ist es sehr problematisch, haben wir schon ausgeführt. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass auch diese Personengruppe sehr viel länger im Land bleibt, als man das zunächst dachte. Ich sehe zwar ein, Vertreter der Kommunen haben darauf hingewiesen, dass die Ressourcen begrenzt sind. Aber auch wenn man davon ausgeht, dass Personen rückgeführt werden müssen, ist auch der Zuwachs an Kenntnissen, die sie in dieser kurzen Zeit, und die eben so kurz nicht ist, in Deutschland gewinnen, ein Beitrag ist zu einem Zugewinn an Ressourcen in ihren Herkunftsländern. Insofern denken wir da integrationspolitisch, versagt man sich auch selber etwas, wenn man die Personen ausnimmt. Zur Einteilung der Personen in solche mit und ohne Bleibeperspektive habe ich einführend schon angemerkt, dass wir das sehr problematisch finden, dass diese Entscheidung von Seiten der Behörden getroffen wird, bevor die Person das Asylverfahren durchlaufen hat. Denn selbst wenn man einer Gruppe angehört, die per se eine geringe Bleibeperspektive hat, kann ja der Einzelne nach Anerkennung eine 100-prozentige Bleibeperspektive haben. Also auch da ergeben sich sachfremde oder sachwidrige Ergebnisse. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Allenberg. Dann sind wir am Ende der Anhörung angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bei den Damen und Herren Sachverständigen bedanken, dass sie uns heute zur Verfügung gestanden haben, sachkundig, natürlich mit unterschiedlichen Nuancierungen und Akzentuierungen zu den Punkten Stellung genommen haben. Vielen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen. Wir hatten ja ein umfangreiches Programm zu bewältigen. Ich schließe die Sitzung. Vielen Dank.